Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Weltsicherheitsrat hat in der vergangenen Nacht den irakischen Truppenaufmarsch an der Grenze zu Kuwait verurteilt und den Rückzug der Elitetruppen gefordert. In der einstimmig verabschiedeten Resolution wurde die Regierung in Bagdad zugleich aufgefordert, die Souveränität des Emirats und die Unverletzlichkeit seiner Grenzen anzuerkennen. Auf Drängen Russlands nahm das Gremium eine entsprechende Zusage des Irak zur Kenntnis. Außerdem hob der Sicherheitsrat alle gegen Haiti verhängten Sanktionen auf. Er reagierte damit auf die gestrige Rückkehr des rechtmäßigen Präsidenten Aristide in seine Heimat. Gegen Haiti war nach dem Putsch im September 1991 ein Handels-, Öl- und Waffenembargo verhängt worden. Zudem war die Wirtschaft des Landes mit einer Seeblockade praktisch lahmgelegt. Finnlands Bevölkerung entscheidet heute über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Nach letzten Umfrageergebnissen gilt eine klare Mehrheit von über 60% für die Mitgliedschaft als wahrscheinlich. Das Ergebnis des Referendums soll schon um 20 Uhr, eine Stunde nach Schließung der Wahllokale, vorliegen. Formell muss dann noch der Reichstag in Helsinki über den Beitritt entscheiden. Auch die Schweden und Norweger werden noch, und zwar im November, darüber abstimmen, ob ihre Länder EU-Mitglieder werden sollen. In Algerien ist heute erneut ein Journalist Opfer der politischen Gewalt geworden. Mutmaßlich erschossen radikale Moslems den 41-jährigen Rundfunkreporter in einem Vorort von Algier, als er in sein Auto einsteigen wollte. Nordkoreas mutmaßlicher neuer Staats- und Parteichef Kim Jong-il ist heute erstmals seit 3 Monaten wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er nahm an einer Feier zum Ende der 100-tägigen Trauerzeit für seinen Vater Kim Il-sung teil. Der 52-jährige Kim ist bisher nicht offiziell als dessen Nachfolger bestätigt worden. Auf der Gedenkveranstaltung sprachen ihm nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur führende Vertreter der Partei und des Militärs ihr Vertrauen aus. Die 19-jährige Anke Huber hat zum zweiten Mal nach 1991 das Tennisturnier von Filderstadt gewonnen. Im Endspiel gegen die Titelverteidigerin Marie Pierce aus Frankreich setzte sie sich heute Nachmittag klar in 2 Sätzen durch. Michael Schumacher hat heute den Großen Preis von Spanien vor seinem stärksten Konkurrenten Damon Hill gewonnen. Beim Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft konnte der Kärpener nach 2 Rennen Sperre seinen knappen Vorsprung leicht ausbauen. Trotzdem ist vor den beiden letzten WM-Läufen in Japan und in Australien noch alles offen. Heute in Jerez fuhr der Mönchengladbacher Heinz-Harald Frenzen auf Platz 6 und bekam einen WM-Punkt. Wir melden uns wieder um 18.45 Uhr und geben jetzt zurück ins Wahlstudio. Wir werden den ganzen Abend Sie aus diesem Studio der ARD in Köln unterrichten. Hinter mir sind die Computer von Infas, die laufen schon heiß. Seit Stunden laufen dort Tausende von Informationen ein. Und wie immer wird Ulrich Deppendorf Sie über die Prognosen und dann die Hochrechnungen zur Bundestagswahl informieren. Und ich vermute, Sie wissen schon einiges. Ich weiß schon ein wenig mehr, ja. Und, sagen Sie es mir, so unter Kumpeln? Nein, auch den besten Kumpeln darf ich vorher nicht sagen. Und wie genau wird es um 18 Uhr sein? Unsere Prognosen waren immer ziemlich genau identisch, fast mit dem Endergebnis. Okay, ganz wichtig sind aber auch diesmal die Landtagswahlen, denn wenn bei diesen Wahlen möglicherweise ein Land kippt wie Thüringen, dann könnte der Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit für die SPD haben und die SPD könnte alles blockieren, was eine Regierung in Bonn entscheidet. Die Landtagswahlen, die wird uns Marion von Haaren vorlegen. Wo sieht es denn spannend aus? Wickert, ich kann Ihnen nur sagen, es wird überall spannend werden. Nach den Informationen, die uns bisher vorliegen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass überall ein Regierungswechsel möglich ist, sowohl im Saarland? Im Saarland als auch in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist alles drin für heute Abend. Es ist alles drin. Einer, der kein Problem mit Computern hat, ist Heribert Fassbender, der heute in unserer Wahlsendung auch wieder uns mit Sportereignissen und Reportagen garnieren wird. Was haben Sie denn so auf der Palette? Also der Sport spielt hier in der Wahlsendung den Libero und kommt, wenn er kommt, mit kleinen Häppchen. Zum Beispiel dem Damenfinale von Filderstadt, Anke Huber, Mary Pierce, mit dem Eishockeyschlager Krefeld gegen Düsseldorf und dem Ironman-Triathlon von Hawaii, wo erstmals ein Deutscher gewinnen kann. Der Countdown läuft noch 10 Minuten etwa und Sie sind gespannt, wie es sein wird. Aber meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, ein Politiker, der nun nicht weiß, ob er Kanzler bleibt oder einer, der nicht weiß, ob er Kanzler wird, der ist natürlich sehr viel gespannter. Es ist sehr schwer zu sagen, was diese Politiker denken. Uns ist es aber dank eines kleinen technischen Tricks gelungen,
zu wissen, was mit den Nerven der Politiker los ist. Und dieser berühmte Blick ist der Blick hinter die Kulissen, der Blick von oben. Nur noch ein paar Minuten, Franz Josef. Diesmal kriegen wir die Mehrheit. Ja, freilich. Ihr kriegt sogar die absolute Mehrheit. Das stimmt. Schmarrn der gescheiterten Versuche. Also, das lasse ich nicht durchgehen. Unser Rudolf, der weiß schon, was er tut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was tue ich nur, was tue ich nur? Na los, los, Rudi. Nur noch wenige Minuten. Ansehen. Ja, ja, aber was? Sowas vielleicht für Rot-Grün. Oder lieber das Sakko für die große Koalition in Schlammfarbe. Oder doch den Ampelschlips. Oder ich nehm... Nimm doch das hier, Rudolf. Das passt am besten. Ach, wieso denn ein Freizeithemd? Damit finde ich doch nie einen Koalitionspartner. Ja, das wusstest du ja auch nicht, als Oppositionsführer. Hilfe, Hilfe, ich sehe schwarz. Ich sehe auch schwarz, zum Glück. Aber nachher hängt's ja doch wieder nur von dem einen ab. Von dem da ganz oben. Schmarrn, du alter Sozi, von dem da ganz unten. Hey, Klaus, los, komm raus. Gleich wissen wir's. Ja, eben. Mir ist ja so schlecht. Was ist, wenn wir jetzt rausfliegen? Ach, nur noch 2,5. Was? 2,5%? Minuten. Klaus, komm. Du darfst doch ganz, ganz bestimmt wieder in den Bundestag. Meinst du wirklich, Hans-Dietrich? Ey, klasse, Mann. Der Kinkel ist draußen. Ich bin draußen? Nein. Idiot! Au! Ach, jetzt gib schon endlich was. Nein, jetzt hab ich's. Her. Sofort! Ich will den Kanzler stürzen sehen. Stürzen? Ja, wie denn? Der sitzt doch schon. Ah, das ist doch wirklich eine ausgezeichnete Wahlsendung heute Abend. Ei, Helmut, jetzt kommt gleich die erste Infas-Prognose. Du hast das falsche Programm. Na und? Das weiß doch jeder. Aber ich hab den richtigen Riecher. Guck da, Noppi, die feiern schon meinen Sieg im Fernsehen. Helmut, das ist die Hitparade der Volksmusik. Ja, eben, Noppi. Und ich bin die Volkspartei. Sozilein, du musst nicht traurig sein. Helmut, gleich 18 Uhr, die Prognose. Prognose? Genau. Wann kommt die eigentlich? Oh, oh. Jetzt im Ersten. Naja, 6 Minuten muss auch Helmut Kohl noch bei uns warten. Aber eins ist schon sicher, und das können wir ihm sagen, die Wahlbeteiligung wird diesmal wahrscheinlich sehr viel höher liegen als beim letzten Mal vor 4 Jahren. Noch kann genau 6 Minuten und 10 Sekunden gewählt werden. Und bei dem Wahllokal in Bonn, das genau zwischen der CDU-Zentrale und der SPD-Zentrale steht, ist Marion von Haaren. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ja, das ist der Bezirk 153 hier. Wir gehen mal rein und Sie sehen, hier gibt es noch ein paar Last-Minute-Wähler, die haben sich hier hinter den Wahlkabinen verschanzt. Während der Europawahl lag hier die Wahlbeteiligung knapp über dem Durchschnitt. Und jetzt fragen wir mal die Schriftführerin, wie es denn diesmal aussah. Gräfin Lambsdorff, wie war denn der Tag heute? Voll. Sehr wild bewegt. Wir haben immerhin 90%. 90%? Die Wahlbeteiligung sind noch nicht fertig. Mhm. Wann sind denn die meisten Leute gekommen? Im Laufe des Vormittags und Mittags wurde es so, dass wir doch eine dritte Kabine gebraucht haben. Eine provisorische Kabine. Und wussten die alle, wie das funktioniert? Haben die alle ihr Kreuz... Nein, viele gefragt und wir haben es auch immer vorsichtshalber gesagt. Aha. Abgesehen davon. Ja, dieser Wahlbezirk, der schlägt wahrscheinlich alle Rekorde. 90% Wahlbeteiligung, das hat es hier noch nie gegeben. Ich weiß nicht, ob das ein Trend sein könnte für heute. Vielen Dank, Christiane Meyer. Und Sie fahren ja jetzt mit dem Motorrad weiter zur nächsten Station. Was wird das sein? Ja, wir schauen hier mal in eine Bonner Kneipe, mal sehen, wie die Leute da in Stimmung kommen. Wahrscheinlich, wenn sie von Ihnen die erste Hochrechnung gehört haben, werden die ja sicherlich irgendwie reagieren. Und das werden wir Ihnen dann zeigen. Okay, vielen Dank. Und wir werden natürlich in alle Parteizentralen in Bonn, aber auch in München und in Berlin schalten und in die Landtage. In Bonn steht für uns Ernst-Dieter Lug. Haben Sie schon etwas hinter den Kulissen rascheln hören? Ganz sicher, das kann man hier hören und erfahren, geht die Führung der CDU davon aus, dass sie es wieder packt. Das heißt, dass die stärkste Fraktion im neuen Deutschen Bundestag wird. Und dass es auch klappt, vielleicht ein bisschen dünner als vor 4 Jahren, mit der Koalition. Und da sagt man, wenn es dann ein bisschen knapper und ein bisschen dünner ist, das ist gut. Das fördert nämlich die Disziplin im Lager der Koalition.
Soweit von hier zurück nach Köln. Vielen Dank, Ernst-Dieter Luck. Und bei der SPD steht Martin Schulze. Der wird dort die Gefühle, die wahrscheinlich zwischen heiß und kalt sich bewegen, wahrnehmen. Wie sind denn so die Minen der Parteioberen? Naja, so genau getroffen haben wir sie noch nicht. Sie haben sich bereits zurückgezogen. Seit 5:30 sitzen sie in einem Hinterraum. Eine Präsidiumssitzung findet statt. So viel Spannung war selten oder ich glaube sogar nie im Ollenauer Haus. Hier ist die Zuversicht nicht so stark, wie Ernst-Dieter Luck sie gerade von der CDU berichtet hat. Wir wissen natürlich auch etwas, aber Ulrich Dempendorf hat ja gesagt, wir dürfen noch nichts sagen. Also hier ist das Ganze angesiedelt zwischen Hoffen und Bangen und damit zurück nach Köln. Der Countdown läuft und es wird sich vieles verändern, auch im politischen Verhalten der Deutschen. Die größte Veränderung wäre natürlich ein Regierungswechsel. Nun ist die Frage, Ulrich Dempendorf, 12 Jahre Regierung Kohl würde doch eigentlich sagen, die Leute wollen jetzt einen Wechsel. Wollten die Leute einen Wechsel? Also nach unserer Umfrage wollen sie einen. Die Grafik zeigt das. 50% wünschen einen Kanzlerwechsel. 39% sagen nein. Wichtig dabei ist besonders, die Jüngeren wollen eigentlich einen Kanzlerwechsel. Also sie wollen einen Wechsel. Gehen Sie denn davon aus, dass dieser Wechsel auch kommt, dass der Wunsch wahr wird? Das sieht dann wieder ganz anders aus. Sie erwarten keinen Kanzlerwechsel. Auch dies zeigt die Grafik. 62% sagen unwahrscheinlich, dass es einen Kanzlerwechsel geben wird und nur 25% sagen, es könnte wahrscheinlich sein. Nun geisterte ja in den letzten Wochen immer dieser Begriff von einer Richtungswahl durch die Lande. War das eine Richtungswahl oder war es nicht eher eine Stimmungswahl? Also es war eine Stimmungswahl. Auch da haben wir eine Grafik vorbereitet. Am Anfang des Jahres gehen wir mal auf die Wirtschaftsstimmung, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, dann war die eigentlich am Anfang des Jahres eher schlecht. Und im Laufe des Jahres ist sie immer besser geworden. Leider kommt ja keine Grafik, aber wir schaffen es noch. Nun gut, nun ist also folgende Frage. Also die Wirtschaft hat dazu geführt, dass es wieder einen optimistischen Aufschwung gab. Kann man sagen, dass es eine Identität gab mit der Veränderung der Parteipräferenzen? Auch das gab es. Am Anfang des Jahres lag ja die SPD weiter vorne gegenüber der CDU. Gegen Mitte des Jahres wurde es dann anders. Da gab es Fehler des Kandidaten. Da gab es einen neuen Bundespräsidenten mit einer vielleicht nicht ganz so guten Reaktion. Und daraufhin ging dann die CDU doch immer in den Umfragen nach vorne. Und das hat sich eigentlich bis in den letzten Tagen vor der Wahl umfragemäßig zumindest so gehalten. Und diese Stimmungspräferenzen sind identisch bei dem Optimismus in der Wirtschaft und bei dem Aufschwung der CDU. Das ist sicherlich richtig. Ja, ja. Die CDU ist dann sozusagen zum Schluss in den Umfragen immer nach vorne gegangen. Das war sozusagen parallel lief das. Nun gehen wir davon aus, dass die CDU nicht die absolute Mehrheit bekommen wird. Also braucht sie weiterhin die FDP als Mehrheitsbeschaffer. Wie sieht denn eigentlich der deutsche Wähler die FDP? Was ist die Funktion der FDP? Also die nächste Grafik zeigt, dass die FDP eigentlich eine wichtige Rolle im Parteiensystem verloren hat. Das sagen zumindest 41%, völlig verloren sagen 24%. Also 3/4 halten die FDP im Parteiensystem nicht mehr für so wichtig. Und was auch hinzukommt, sie halten sie auch nicht für eine besonders eigenständige Partei mehr. Das können wir jetzt bei der nächsten Grafik sehen. Denn hier heißt es, nur noch 17% halten die FDP als eigenständige Partei. Aber 72% sagen, das ist nur noch ein Partner der Union. Und dies Letztere könnte möglicherweise heute wieder für die FDP sich ganz gut auszahlen. So, wir haben jetzt noch genau 30 Sekunden. Der Countdown läuft und wird immer spannender. Ganz spannend wird ja auch die Frage sein, ob die PDS durch Direktmandate reinkommt. Werden Sie das jetzt gleich in den letzten 15 Sekunden schon klar sagen können? Also klar, die 3 Direktmandate sind wichtig für die PDS. Wir werden dies auch so sagen können. Wir haben da extra Vorkehrungen getroffen, damit wir um 18 Uhr das sagen können. So, wir haben jetzt nur 5 Sekunden. Achtung, der Countdown läuft. 4, 3, 2, 1. Bitte die Prognose, Ulrich Dempendorf. Und das ist die Prognose für die Bundestagswahl. Danach kommt die Union auf 41%, die Sozialdemokratische Partei auf 37%, die Freien Demokraten auf 7%, sind damit sicher im Deutschen Bundestag, Bündnis 90 Grüne 7%, ebenfalls im Deutschen Bundestag nach dieser Prognose. Die PDS kommt auf 4%. Wird aber nach unseren Recherchen die 3 Wahlkreise in Hellersdorf-Marzahn, in Friedrichshain-Lichtenberg und in Höhen-Schönhausen-Pankow wohl gewinnen und zieht damit in den neuen Bundestag ebenfalls ein
und die anderen Parteien kommen auf 4%. Also, man muss sagen, die Bonner Regierungsparteien behaupten nach dieser Prognose ganz knapp ihre Mehrheit und es wird noch heute Abend spannender. Marion von Hahn, wie sieht es denn bei den Landtagen aus? Ja, da ist es natürlich spannend, vor allem die kleineren Parteien, FDP, PDS und Bündnis 90 Grüne, sind ja das Zünglein an der Waage. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an und danach sieht es wie folgt aus. Die CDU kommt in Mecklenburg-Vorpommern auf 40% nach dieser Prognose, in Thüringen auf 45% und im Saarland auf 41%. Das wäre eine enorme Verbesserung für die CDU im Saarland. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern 30%, 29% in Thüringen. Auch das eine starke Verbesserung in Thüringen für die SPD. Und im Saarland auf 48%, das wäre ein relativ hoher Verlust. Die FDP, sie regiert mit in Mecklenburg-Vorpommern und würde nach dieser Prognose ihre Regierungsbeteiligung verlieren. Sie kommt nur noch auf 4%. Das gleiche gilt für Thüringen, wo sie ebenfalls mitregiert. Nur noch 4% und im Saarland fällt sie danach auch heraus, 2%. Bündnis 90 Grüne. 3% in Mecklenburg-Vorpommern, sie schaffen es demnach nicht in den Landtag zu kommen. In Thüringen sind es mit 6%. Die PDS hat sich wohl recht stark verbessert, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Sie kommt auf 21% nach dieser Prognose, auf 15% in Thüringen, ebenfalls eine starke Verbesserung. Im Saarland ist sie nicht angetreten und die übrigen Parteien kommen auf 2% in Mecklenburg, in Thüringen ebenfalls und im Saarland auf 3%. Soweit die erste Prognose der Landtagswahlen. So, jetzt interessiert uns natürlich, wie es aussieht zwischen dem Wahlen in Westdeutschland und Ostdeutschland. Gibt es da verschiedene Ergebnisse? Wir haben auch dafür, Uli Wickert, zwei Prognosen angefertigt. Eine Prognose für das Wahlgebiet in den alten Bundesländern, in Westdeutschland. Hier kommt die Union auf 42%, die SPD auf 39%, die Freien Demokraten auf 8%, Bündnis 90 Grüne auf 7%, die PDS auf 1%, die anderen auf 3%. Das Gleiche jetzt auch für Ostdeutschland, für die neuen Bundesländer. Und danach haben wir dann noch eine kleine Überraschung. Die Union kommt auf 40%, die Sozialdemokraten hier auf 32%, die FDP hier nur auf 4%, also sie ist deutlich mehr im Westen gewählt worden. Die Bündnis 90 Grüne 5, die PDS kommt auf 17% und die anderen auf 2%. Und jetzt ganz schnell ein Blick eher auf die Mandatsverteilung. Das ist dann auch für den neuen Gesprächspartner interessant. Bundestag 656 Sitze, die Union käme auf 281, die SPD auf 252, FDP auf 48, Bündnis 90 Grüne auf 48, PDS auf 27. Nach dieser Rechnung hieße das 329 Sitze für die Regierungskoalition, 327 für das andere Lager. Überhangmandate noch nicht eingerechnet, es bleibt noch spannend. So, und wir schalten jetzt direkt nach Bonn in die CDU-Zentrale zu unserem ersten Gesprächspartner. Der Generalsekretär ist hier, guten Abend, Herr Hinze. 41% nach unserer Prognose. Ist das nicht ein bisschen wenig? Warnten Sie nicht stärker sich eingerichtet auf ein besseres Ergebnis? Herr Luke, das Erste. Die Union hat unter den demokratischen Parteien eine ganz klare Mehrheit. Die Koalition hat unter den demokratischen Parteien eine ganz klare Mehrheit. Und was das genaue Ergebnis angeht, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Für die Zuschauer, die mal bei der Konkurrenz reingeschaut haben, die wissen ja, dass das ZDF einen klaren Sieg für die Koalition ankündigt für heute Abend, sodass wir den heutigen Abend noch abwarten müssen. Tatsache ist, dass allein die kommunistische PDS in diesen Wahlabend noch einen Unsicherheitsfaktor hineinbringt. Ja, klar. Wir haben das gesagt, aber unter den demokratischen Parteien klare Mehrheit für die Koalition. Klare Mehrheit für die Koalition, weniger als 1990. Was heißt das jetzt nun für die Arbeit, wenn alles so bleibt innerhalb der Koalition? Diszipliniert sie sich selbst, weil das Lager nicht mehr so üppig ist, wie es einmal war? Finden Sie das gut? Wenn uns der Wähler heute Abend bestätigt, dann werden wir unsere Politik fortsetzen, die ganz klar zielt auf Wachstum und Beschäftigung, auf die Fortsetzung der inneren Einheit, auf eine klare Abgrenzung gegen die Radikalen. Und ich hoffe, dass das Endergebnis dann so sein wird, dass wir dafür auch eine stabile parlamentarische Mehrheit erreichen.
Also man braucht ja heute Abend ja nicht nach Bündnispartnern zu fragen. Das ist alles selbstverständlich. Wie geht das dann weiter? Ab morgen werden die Koalitionsverhandlungen aufgenommen, relativ zügig, oder wartet man erstmal insgesamt ein bisschen ab und lehnt sich nach hinten? Also heute wollen wir erstmal in Ruhe das Wahlergebnis abwarten. Jetzt hat der Wähler gesprochen, jetzt muss ausgezählt werden, die Struktur des Ergebnisses, die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Und dann haben wir uns schon vorgenommen, wenn wir den Wählerauftrag wieder bekommen, was wir hoffen und am heutigen Abend auch erwarten, dass wir dann zügig die Arbeit aufnehmen. Wir wollen uns nicht auf einem solchen Ergebnis, wenn es denn für uns gut wird, ausruhen, sondern wir wollen anpacken und weiter arbeiten. Es gibt eine Menge zu tun. Wir haben viel erreicht, aber wir haben auch noch viel vor uns. Es bleibt noch das Fragezeichen PDS, meine Damen und Herren. Und lieber Herr Hinze, vielen Dank erstmal für die erste Reaktion. Zurück nach Köln. Na schön, dann wollen wir gucken, wie die SPD reagiert. Martin Schulze mit Anke Fuchs. Ja, Anke Fuchs, stellvertretende Parteivorsitzende. Nein, Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ja. Wenn Sie das Ergebnis nehmen, wie es jetzt ist, dann müssen Sie doch zugeben, dass Sie die Regierung nicht werden bilden können, wenn stimmen soll weiter keine Zusammenarbeit, keine Duldung durch die PDS. Keine Duldung durch die PDS ist ganz klar. Aber ich möchte zu Beginn dieses spannenden Wahlabends doch noch mal sagen, es war ein unglaublich dynamischer Wahlkampf. Ich freue mich über die hohe Wahlbeteiligung. Ich finde es ganz toll, dass an diesem 16. Oktober so viele Menschen zur Wahl gegangen sind. Und ich glaube, für die Sozialdemokratische Partei ist ein Zugewinn von 33,5, daran möchte ich noch mal erinnern, auf 37 ein sehr gutes Ergebnis. Und ob es dann reicht, um in die Regierung zu kommen, wird der heutige Abend zeigen. Ich bin noch ganz zuversichtlich. Also das heißt doch aber im Klartext, 4 weitere Jahre Opposition, wenn es so bleibt wie jetzt. Das kann sein, aber es kann auch nicht sein, denn wir haben ja die Frage, ob die PDS hineinkommt und wie viele Mandate sie bekommt und wie viele Prozente dieses ausmacht, noch nicht ausgerechnet. Wir werden noch erleben, dass durch die Enge der bisherigen Prognose auch noch andere Ergebnisse da sind. Wenn es so ist, wird weitere 4 Jahre Opposition sein. Aber ich sage nochmal, eine sozialdemokratische Partei mit 37%, das ist schon ein sehr stolzes Ergebnis, wenn man bedenkt, wie schwierig insbesondere in den 5 neuen Ländern die Mobilisierung war. Aber es hat halt, ich wiederhole das nochmal, auf der Basis dieser Hochrechnung, dieser Prognose nicht gereicht. Können Sie schon sagen, woran es möglicherweise gelegen hat, dass es doch nicht so gut gewesen ist? Also ich will mich auf Ihre Frage gar nicht einlassen, weil wir sind jetzt ganz am Beginn dieses Abends. Nein, es ist so, dass ich hatte den Eindruck, dass am Schluss der Wechsel gewollt war. Und es hat dann halt nicht ganz gereicht. Es ist ja auch für die CDU durchaus ein schlechteres Ergebnis. Also 2% weniger bei der CDU, mehr als 4% weniger bei der FDP. Also so sehr im Siege kann sich ja die Partei, die CDU, CSU auch nicht sonnen. Ich glaube, dass wir rausgeholt haben, was unter den schwierigen Bedingungen herauszuholen war. Und wir werden eine konstruktive Opposition machen. Wir werden über den Bundesrat sehr fleißig mitmischen können. Okay. Ich sage nochmal, erstmal abwarten, ganz die Ruhe bewahren. Und ich sage nochmal, die Mobilisierung in diesem Wahlkampf ist uns sehr gut gelungen. Okay, vielen Dank, Frau Fuchs. Wir haben es ein wenig eilig. Zurück nach Köln. Bei der FDP ist noch kein Gesprächspartner zur Verfügung. Die Parteioberen haben sich zurückgezogen. Aber bei der CSU in München ist es der Fall. Gerhard Fuchs. Ja, Trabrennbahn München, Dagelfing-Wahlparty der CSU, bei uns der Generalsekretär Erwin Huber. Herr Huber, 48-48, das ist die Lage bei den Prozenten. Bei den Sitzen scheint die Koalition eine ganz knappe Mehrheit zu haben gegenüber der Opposition von 2 Sitzen. Kann man da regieren? Da kann man regieren. Bei aller Unsicherheit des Ergebnisses kann ich sagen, wir haben unser Wahlziel erreicht. Die SPD ist gescheitert. Sie wollte den Wechsel, der findet offenbar nicht statt. Kohl hat ganz eindeutig mehr Zustimmung bekommen als Scharping. Und das ist das wichtigste Ergebnis dieses Tages. Also, auch wenn es so knapp bleiben sollte, kommt eine oder käme eine große Koalition nicht in Frage? Für mich ist noch nicht sicher, ob die PDS den Sprung in den Bundestag schafft. Außerdem glaube ich, dass in der Verteilung der Mandate wir die Nase vorn haben. Und damit gehen wir davon aus, dass Deutschland auch in der Zukunft eine regierungsfähige Mehrheit hat. Wieder einen Bundesfinanzminister Theo Weigel, der für die Stabilität sorgt. Wir sind jedenfalls nach Lage dieser Dinge sehr zuversichtlich, heute einen Wahlsieg errungen zu haben. Man braucht sehr viel Disziplin in einer Koalition, wenn es so knapp zugeht. Und Sie sind sicher, dass diese Disziplin dann auch vorhanden sein wird? Ja, ich bin sicher, dass bei knappen Mehrheitsverhältnissen die Disziplin größer ist. Ich gehe auch davon aus, dass die FDP weiß, die offenbar den Sprung in den Bundestag geschafft hat, dass dies nun auch mit Zweitstimmen aus dem Potenzial von CDU und CSU erfolgt ist und dass sie damit in größerem Maße noch koalitionsdienlich ist als in der Vergangenheit. Ich bedanke mich für diese erste Stellungnahme und gebe damit zurück nach Köln. Vielen Dank, Gerhard Fuchs.
Nun zu den Grünen nach Bonn. Dort hat Dirk Ludwig Schaaf eine Gesprächspartnerin, Claudia Roth. Claudia Roth ist bei uns, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Der Traum von einer rot-grünen Regierung ist wohl schon schnell ausgeträumt. Sind Sie nun enttäuscht? Nee, Sie sehen mich strahlend, weil unser Hauptziel haben wir heute erreicht. Sieht so aus nach der Prognose. Unser Hauptziel war eindeutig, dass wir in den Bundestag einziehen. Und wenn sich die 7% stabilisieren für uns, wenn die Hochrechnung das bestätigt, dann sind wir wirklich ganz, ganz, ganz zufrieden und haben einen Riesenerfolg errungen. Immerhin sind die Westgrünen ja beim letzten Mal rausgefallen. Und das war unser Hauptziel. Und das war mein erster und mein wichtigster Traum. Deswegen bin ich sehr, sehr froh. Und es ist immer blöde, an so einer Stelle dann Dankeschön zu sagen. Aber ich glaube, ich kann mich bedanken bei dieser Partei, die an einem Strang gezogen hat und die einen super Wahlkampf gemacht hat. Wenn wir wieder drin sind, ist unser Hauptziel, erstes Hauptziel erreicht. Ist für die Grünen vorstellbar, in eine rot-grüne Koalition zu gehen, die von den PDS-Leuten abhängig wäre? Ach, wissen Sie, jetzt haben wir noch nicht mal die Hochrechnung gehört. Wir haben immer gesagt, wir wollen ein rot-grünes Reformprojekt. Wir stehen für Reformen in diesem Land. Dieses Land hat diese Reform bitter nötig. Sie werden mir erlauben, dass ich jetzt noch keine Spekulationen mache. Wir warten die Hochrechnung ab. Ich habe aber noch gute Hoffnung, dass es tatsächlich zu einem Wechsel in diesem Land kommen wird. Ich habe auch gute Unterstützung aus Europa. Sehen Sie, meine Kollegen aus dem Europaparlament haben gesagt, das andere Europa erhofft sich den Wechsel in Deutschland. Dazu braucht es die Grünen. Wir haben unseren Beitrag geleistet. Jetzt hoffe ich, dass es heute Abend noch ein bisschen für uns ansteigt. Vielen Dank, Frau Roth. Dankeschön. Ich gebe zurück zu Ulrich Wickert. Mit der Hochrechnung dauert es noch ein bisschen, aber es sieht ja nach unserer Prognose so aus, dass die PDS über 3 Direktmandate doch im Bundestag vertreten sein wird. Deshalb schalten wir jetzt zur PDS, Robin Lautenbach, mit dem Kandidaten Stefan Heim. Der Kandidat Stefan Heim hier in Mitte-Prenzlauer Berg in diesem Wahlbezirk. Nach unserer ARD-Prognose hat er es nicht geschafft, aber die PDS hat trotzdem 3 Direktmandate bekommen. Und das, was Sie angeht, Herr Heim, das wissen wir noch nicht so ganz hundertprozentig. Vielleicht haben auch Sie es trotzdem geschafft. Wie fühlen Sie sich denn jetzt in dieser Situation? Also, als allererstes möchte ich sagen, dass die PDS mit ihren Wählern und ihren Wahlhelfern und Wählerinnen und Wahlhelferinnen sich bravourös geschlagen hat gegen alle anderen, die sich in den letzten Tagen zusammengetan haben zu einer gemeinsamen Front gegen die Linken. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und ganz gleich, wie es für mich persönlich oder auch für andere ausgeht, das Wichtige ist, dass hier gut gekämpft und ehrlich gekämpft worden ist und nicht mit irgendwelchen Kungeleien. Das ist Nummer eins, was ich sagen möchte. Herr Heim, Sie werden ja nun, wir wissen es noch nicht genau, im Bundestag sein. Wenn Sie drin sind, dann können Sie ja als Alterspräsident den neuen Bundestag eröffnen. Sagen Sie mir doch, wie wird die PDS sich verhalten, wenn Scharping gegen Kohl als Kandidat aufgestellt wird? Wird die PDS für Scharping stimmen? Ich nehme an, dass die PDS nicht gegen Scharping stimmen wird, unter keinen Umständen. Und Scharping wird es sich gefallen lassen müssen, wenn die PDS ihn unterstützt. Und ich glaube, er wird es auch akzeptieren. Herr Heim, falls Sie in den Bundestag kommen würden, das Parlament eröffnen würden, was wäre denn wohl Ihr erster Satz, mit dem Sie sich an die Abgeordneten wenden würden? Der erste Satz würde sein: Ist hier in diesem Hohen Hause ein Herr oder eine Dame, die vor dem 10. April 1913 geboren worden sind? Wenn ja, bitte melden Sie sich, dann können Sie die Rede halten. Soweit zu den Formalen, zurück nach Köln. So, wir sind jetzt so weit, dass wir die erste Hochrechnung geben können. Ulrich Deppendorf. Ja, nach dieser ersten Hochrechnung von Infa sieht es folgendermaßen aus. Die Union kommt nach dieser Hochrechnung auf 41,7%. Die Sozialdemokraten auf 36,7, die Freien Demokraten auf 7,2, Bündnis 90 Grüne auf 7,3, die PDS auf 4,0 und die anderen auf 3,0. Bei der PDS gehen wir weiter davon aus, dass sie die 3 Direktmandate erreicht. Wir schauen mal in die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Union im Verhältnis zur letzten Bundestagswahl Verluste minus 2,1%. Die Sozialdemokraten steigen auf 3,2%. Punkte an.
Verluste bei den Freien Demokraten minus 3,8 Prozentpunkte, immer gegenüber der letzten Bundestagswahl. Bündnis 90 Grüne plus 2,3 Prozentpunkte. Die PDS legen zu 1,6 Prozentpunkte. Ich will noch mal eben nachfragen, ob wir jetzt eine Mandatsverteilung haben. Nein, haben wir? Sie haben wir noch nicht auf der Grafik sozusagen vorliegen. Aber man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, aber dass sie ziemlich ähnlich ist wie in der Prognose. Sie wird ziemlich ähnlich sein wie der in der Prognose. Sobald wir eine haben, reichen wir sie nach. Gut, wir wollen jetzt mal gucken, wie es in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern aussieht, wo ja die Landtagswahlen stattgefunden haben. Nach Schwerin. Ja, Ulrich Wickert, in Berlin zeigt sich Folgendes. Die PDS ist hier nicht das Zünglein an der Waage, sondern eine ausgesprochene Zunge. Und es fragt sich, wer die Geleckten sind am Ende. Nach der Prognose sieht es folgendermaßen aus. Die CDU kann nicht alleine regieren, wohl auch nicht, wenn, was unwahrscheinlich ist, sogar noch die FDP in den Landtag hineinkäme. Die SPD alleine kann auch nicht regieren, selbst dann nicht, wenn die Bündnisgrünen noch hineinkämen, was auch zurzeit unwahrscheinlich ist. Und damit hätten wir Schweriner Verhältnisse, nennen wir das mal so. Denn ohne die Hilfe der PDS kann hier nicht regiert werden, es sei denn, CDU und SPD einigten sich auf eine große Koalition. Sollte das nicht gehen, ging es also eben nur mit Hilfe der PDS. Und zwar anders als in Magdeburg. In Magdeburg gibt es ja eine Koalition von SPD und Grünen, die gemeinsam zumindest stärker ist als die Fraktion der CDU. Die muss sich also wirklich nur tolerieren lassen von der PDS. Hier wäre es anders. Hier müsste, damit eine Regierung zum Beispiel gewählt werden kann, aktiv die PDS für einen Ministerpräsidenten von der CDU, was eher unwahrscheinlich wohl ist, oder von der SPD stimmen. Das wäre also, sagen wir mal, Tolerierung total oder doch eine de facto Koalition. Das Magdeburger Modell würde hier nicht funktionieren. Und das wäre sicherlich ganz neu in der bundesrepublikanischen Politik. Das wäre, wie gesagt, weit mehr als Magdeburg. Dem Spitzenkandidaten der SPD in Schwerin, hier wird nachgesagt, er habe Tendenzen in diese Richtung, aber das sind natürlich zu diesem Zeitpunkt erst einmal nur Spekulationen. Solche Koalitionen, de facto Koalitionen, dürften nun auch in der SPD hoch umstritten sein. Bei mir ist Rolf Eggert, er ist dankenswerterweise so früh zu uns gekommen. Herr Eggert, Sie sind Landtagsabgeordneter der SPD. Sie sind Vizepräsident des Landtages und Sie sind im Schattenkabinett der SPD für diese Landtagswahl vorgesehen als Innenminister. Das deutet auf eine konservative Grundhaltung. Können Sie sich vorstellen, mit der PDS zu koalieren? Also ob das auf eine konservative Grundhaltung deutet, das wage ich zu bezweifeln. Das stellen Sie jetzt fest. Ich möchte aber vorneweg noch mal feststellen, dass eindeutig die Regierungskoalition eine Niederlage bezogen hat nach dieser ersten Prognose. Wir müssen zurück nach Köln gehen. Koalition, große Koalition oder Tolerierung durch die PDS? Zur Koalition kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen, weil unsere Gremien in der Partei darüber beraten müssen. Wenn das wird interessant. Es wird auf jeden Fall interessant. Schönen Dank, zurück nach Köln. Ja, und wir wollen noch mal zur CDU-Parteizentrale in Bonn schalten. Dort hat Ernst-Dieter Luca einen Gesprächspartner, Herrn Geißler. Ja, Heiner Geißler ist bei uns, hat hier gerade, meine Damen und Herren, noch mal, wenn man so will, und ich sage das mal in Anführungszeichen, die beiden Lager zusammengerechnet. Danach hat das Lager von CDU, CSU und FDP 48,9 und das andere Lager hat 48,0. Was heißt das? Dünnwärts, knappwärts? Ja, das heißt aber, unter Einbeziehung, dass die PDS hineinkommt, ja, haben die 48,0. Und selbst dann, wenn die PDS hineinkäme, hat die Regierungskoalition eine klare Mehrheit. Auf jeden Fall kann die Koalition weiterregieren. Ich sage Ihnen aber Folgendes voraus, die PDS wird nicht reinkommen. Und deswegen wird Woher beziehen Sie diese Zuversicht? Aus den vielen Erfahrungen, die ich in Ost-Berlin und in Brandenburg gemacht habe. Ich glaube nicht, dass die drei Direktwahlkreise gewonnen werden können. Und jetzt darf ich noch etwas sagen. Unter den jetzigen Bedingungen hat die Christlich-Demokratische Union, die CSU, über 40% bekommen. Das bedeutet, dass über 50% der Arbeitnehmerhaushalte zum Beispiel die Union gewählt haben. Das heißt, die CDU und die CSU sind als Volksparteien bestätigt worden. Und dies ist ebenfalls ein positives Ergebnis, was allerdings auch eine Verpflichtung für die Zukunft ist. Herr Dr. Geißler, ein Wort zu den Freien Demokraten, zu dem Partner auch in Zukunft. Hätten Sie das erwartet, dass die FDP doch noch mal mit 7%, mit über 7% mit dabei ist? Ich habe nie etwas anderes gesagt. Ich habe das bei allen Bundestagswahlen erlebt.
In vielen Landtagswahlen sind die Liberalen nicht mehr reingekommen vor der Bundestagswahl. Und dann sind sie immer in den Bundestag wieder gewählt worden. Die Bevölkerung hat für die Fortsetzung der Regierung Helmut Kohl und der Koalition CDU-CSU-FDP gestimmt. Und dies ist das eindeutige und klare Ergebnis des heutigen Abends. Ich bedanke mich sehr, Herr Dr. Geißler. Zurück nach Köln zu Ulrich Wickert. Ja, was Ernst-Dieter Luke noch nicht weiß, ist, dass jetzt Herr Schäuble, was Ernst-Dieter Luke nicht weiß, ist, dass angeblich bei der CDU jetzt Herr Schäuble unser Gesprächspartner sein wird. Ernst-Dieter Luke, wie sieht es denn aus? Können wir noch mal zur CDU schalten? Ich habe den Eindruck, dass dies nicht möglich ist. Also dann werden wir jetzt mal bei der SPD gucken, zu Martin Schulze. Hallo, hier ist Herr Verheugen. Guten Abend, Herr Verheugen. Sagen Sie, wie es jetzt aussieht nach der Hochrechnung, hat es nicht gereicht? Ich glaube, dass dieser Abend noch nicht entschieden ist. Das ist die erste Hochrechnung. Und da wollen wir noch ein bisschen abwarten. Es ist sehr, sehr eng. Es steht jetzt schon fest, dass die Regierungsparteien starke Verluste haben und dass wir einen deutlichen Zugewinn haben. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und nun wollen wir mal schauen, was der Abend noch bietet. Na, aber wenn wir es genau angucken und uns daran erinnern, dass Sie, dass Herr Scharping gesagt haben, mit der PDS geht überhaupt nichts, nicht mal Duldung, dann ist es jetzt schon ziemlich klar, dass Sie eine Regierung nicht werden will. Das halte ich überhaupt noch nicht für klar. Es kommt darauf an, ob die CDU und die FDP zusammen mehr haben als alle anderen. Und das ist für mich noch nicht klar im Augenblick. Erste Hochrechnung reicht dazu nicht aus. Über Regierungsbildung wird jetzt nicht spekuliert. Das ist nur wirklich viel zu früh. Aber wenn die jetzige Regierung keine Mehrheit hat, dann müssen ganz andere Konstellationen überlegt werden. Sie haben ja gehofft, dass an diesem Abend klar würde, dass die SPD nach so langer Zeit an die Regierung kommen würde. Noch ist das, sagen wir mal, wie Sie es angedeutet haben, für Sie jedenfalls unsicher. Es sieht nach meiner Meinung ein bisschen anders aus. Woran hat es denn gelegen, dass es nicht ein so eindeutiger Ausgang ist, wie Sie ihn gerne gehabt hätten? Ich glaube, das ist wirklich zu früh, jetzt über Ursachen zu reden. Wir hätten sicher gerne etwas mehr, das ist vollkommen klar. Aber dazu muss man erstmal die Ergebnisse im Einzelnen kennen, um sehen zu können, wo die Gewinne und Verluste liegen. Wenn es zum Beispiel Verluste geben sollte, was ja auch gar nicht sicher ist, das ist jetzt zu früh, Herr Schulze, das müssen Sie verstehen. Herr Verheugen, aber eindeutig hat doch Ihre Partei das gesteckte Ziel, nämlich Helmut Kohl abzulösen, nach diesen Umfragen und Prognosen nicht erreicht. Ich halte das noch nicht für eindeutig. So, jetzt wollen wir es nochmal bei der CDU versuchen. Ernst-Dieter Luke sollte dort jetzt mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU sein. Jawohl, da sehe ich Sie beide. Ernst-Dieter Luke. Wir hatten einen kleinen Umbau hier, meine Damen und Herren, und aber jetzt sind wir da mit Wolfgang Schäuble, dem Fraktionsvorsitzenden. Ja, 48,9, wenn ich richtig gerechnet habe, für die Koalition. Für die Union 41,7, das ist weniger, Herr Dr. Schäuble, als vor 4 Jahren. Glauben Sie, dass die Zweitstimmenkampagne der FDP erstens gezogen hat und Ihnen auch Wähler weggenommen hat? Ich glaube schon, dass die FDP bei den Zweitstimmen einen Teil Stimmen bekommen hat von Wählern, die eben auf jeden Fall sicherstellen wollten, dass Helmut Kohl Bundeskanzler bleibt. Wenn man die Prognosen für die Landtagswahlen nimmt, dann sieht man ja, dass die FDP bei den Landtagswahlen offenbar schlechter abgeschnitten hat als bei der Bundestagswahl. Ja. Das würde das ja belegen, dass das so ist. Das kann man ja auch verstehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir für die Koalition, wenn die Hochrechnungen sich bestätigen sollten, eine Mehrheit haben und so können wir weiter regieren. Herr Dr. Schäuble, es kommt jetzt eine neue Hochrechnung aus Köln, die gucken wir uns an und dann denke ich, dass Ulrich Wickert noch mal hier zu uns zurückgibt. Vielen Dank. Das ist richtig und jetzt erstmal die nächste Hochrechnung, Ulrich Deppendorf. Ja, wir haben jetzt eine zweite Hochrechnung, meine Damen und Herren. Danach kommt die Union auf 41,6%, die Sozialdemokratische Partei auf 36,7%, die Freien Demokraten auf 7,3%, Bündnis 90 Grüne auf 7,2%. Die PDS auf 4,3%, die anderen Parteien auf 2,9%. Wir schauen die anderen Parteien uns einmal an. Die Republikaner nur noch auf 1,5%. Sie spielen überhaupt keine Rolle mehr. Die Grauen, die ÖDP und die sonstigen zu vernachlässigen, sozusagen, was das Ergebnis angeht. Und jetzt eine Gewinn- und Verlustrechnung für die großen Parteien. Die Union verliert minus 2,2 Prozentpunkte. Die Sozialdemokraten plus 3,2%, die Freien Demokraten verlieren minus 3,7 Prozentpunkte.
Bündnis 90 Grüne legt zu 2,2 Prozentpunkte, die PDS 1,9% und die anderen minus 1,4. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt der spannende Blick in den neuen Bundestag. Der erste Blick sozusagen nach einer Hochrechnung. Und da ist die PDS danach kommt drin, ne? Die Union auf 284 Mandate. Sie verliert 35 Sitze. Die Sozialdemokraten erreichen 252 Sitze, gewinnen 13 Abgeordnete hinzu. Die Freien Demokraten 49 Mandate, ein Verlust von 30 Abgeordneten. Bündnis 90 Grüne kommen auf 49 Sitze. Und die PDS, sie ist da drin in dem Bundestag nach unseren Berechnungen, kommt auf 29 Sitze. Man kann sagen, das Lager liegt bei 330 zu 326. Also es ist doch eine Mehrheit für die Koalition im Moment nach dieser Hochrechnung. Schön, dann schalten wir wieder nach Bonn zu Ernst-Dieter Luke und Wolfgang Schäuble. Ja, Wolfgang Schäuble hat soeben mal gerechnet für mich mit, meine Damen und Herren, und ist zu einer knappen Mehrheit von Union und FDP gekommen. Drei haben sie gerechnet, wenn das richtig war. Aber über allem hängt natürlich noch wie so ein Damoklesschwert, Herr Dr. Schäuble, die Frage, was wird aus der PDS? Ja gut, das bleibt abzuwarten, ob sie drei Direktmandate erringen. Ich hoffe nicht, aber nach dieser Hochrechnung ist es ja so, selbst wenn die PDS drei Direktmandate erringen würde, hätten wir für die Koalition eine Mehrheit, und das ist das Entscheidende. Es braucht gar keine Spekulation geben, und die Kommunisten werden keinen Einfluss auf die Regierung haben. Das ist auch wichtig. Ich finde es doch ein ganz bemerkenswertes Ergebnis, dass wir 4 Jahre nach der deutschen Einheit, nach all den Turbulenzen, die mit der Überwindung von 40 Jahren Teilung und Sozialismus verbunden waren, für Helmut Kohl und für die Koalition wieder eine glatte Mehrheit im Bundestag haben werden, wenn die Prognosen sich bestätigen. Und das ist ein großer Erfolg heute Abend. Herr Wolfgang Schäuble, knappe Mehrheit, das ist so, auch nach dem Votum oder gerade nach dem Votum an diesem Wahltag. Was heißt das denn für eine Koalition? Diese wird es ja wieder sein. Müssen Sie damit rechnen, dass die FDP jetzt ein besonders aufmüpfiger Partner ist, der es mal zeigen will, nach all den Schwierigkeiten des letzten Jahres? Also zunächst einmal, ob die Mehrheit knapp sein wird oder klar, das hängt davon ab, ob die PDS in den Bundestag kommt oder nicht. Ohne die PDS haben wir eine klare Mehrheit, das muss man ja immer dazu sagen. Wenn es eine knappe Mehrheit werden sollte, dann wird sie auch disziplinieren, sie wird auch zusammenschweißen. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir auch mit einer knappen Mehrheit eine erfolgreiche, klare, gemeinsame Politik machen werden. Wissen Sie, ich sage gelegentlich, ein knapper Sieg ist mir lieber als eine klare Niederlage. Und heute Abend sieht es danach aus, dass wir einen Sieg erringen werden. Darüber können wir uns freuen. Ich bedanke mich sehr für diese ersten Bewertungen und Reaktionen. Und damit zurück ins Kölner Wahlstudio. So, und wir schalten dann gleich weiter zu den Grünen, zu Dirk Ludwig Schaff. Ja, bei uns ist jetzt Ludger Vollmer, der Sprecher des Bundesvorstandes der Grünen. Herr Vollmer, es sieht aus nach der neuesten Hochrechnung, als wenn diese Regierung einen ganz knappen Vorsprung hat. Sind Sie enttäuscht? Unser erstes Ziel war es, überhaupt in Fraktionsstärke zurückzukommen in den Deutschen Bundestag. Das hat noch nie eine Partei geschafft, die einmal rausgeflogen war. Nachdem wir vor 4 Jahren gestolpert sind, zumindest die Westgrünen, ist das ein großartiger Erfolg. Die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie ökologische und feministische und radikaldemokratische Kräfte im Bundestag haben will. Wir werden für diese Menschen reden, ob als Opposition oder in einer anderen Konstellation, werden wir sehen. Aber diese Stimme ist endlich wieder da und sie wird lautstark zu hören sein. Aber der Plan einer rot-grünen Koalition muss heute jetzt als gescheitert betrachtet werden. Wir werden das sehen. Warten wir den Abend ab. Warum soll ich endgültige Antworten geben, bevor wir die Ergebnisse haben? Wir steigen im Moment bei den Umfragen. Die Union nimmt etwas ab. Wenn der Kanzler die Mehrheit hat von 3 Stimmen, dann soll er sehen, wie er sich über die Zeit rettet. Nochmal 4 Jahre aussitzen wird er nicht. Wir werden ihn jagen. Wir werden ihm im Nacken sitzen. Wir werden eine Opposition machen, die sich gewaschen hat. Und ich bin nicht sicher, ob Kohl, Kinkel noch mehr 4 Jahre sich durchsetzen können. Möglicherweise gibt es den Wechsel auch mitten in der Periode. Wer weiß das schon? Können Sie sich vorstellen, eine rot-grüne Koalition, die von der PDS toleriert wird und damit von ihr abhängig ist? Wir haben da sehr deutliche Aussagen zu gefunden im Vorfeld, und darüber spekulieren wir jetzt überhaupt nicht, solange das PDS-Ergebnis nicht klar ist. Wir haben gesagt, wir wollen eine rot-grüne Reformregierung oder wir gehen in die Opposition. In der Opposition kann uns sowieso niemand was vormachen. Vielen Dank. Damit zurück nach Köln ins Wahlstudio.
In München hat Gerd Fuchs inzwischen den CSU-Vorsitzenden Theo Weigel bei sich. Gerd Fuchs. Ja, nach unserer Rechnung hier gibt es eine Mehrheit von 5 Sitzen. Ob es nun 3 oder 5 sind, Herr Weigel, es ist knapp. Kann man mit einer solch knappen Mehrheit über 4 Jahre regieren oder braucht man dann nicht doch die Große Koalition? Nein, selbstverständlich kann man mit einer solchen Mehrheit regieren. SPD und FDP haben 1976 mit einer sehr knappen Mehrheit regiert. In vielen Landtagen ist über 4 Jahre hinweg mit einer Stimme Mehrheit regiert worden. Das geht. Die CDU und die CSU haben ihr strategisches Ziel erreicht. Das heißt, ohne und gegen sie kann in Deutschland nicht regiert werden. Das ist ein großer Erfolg. Angesichts der Tatsache, dass wir vor einem halben Jahr noch bei 34% Meinungsumfrage sind. Und damit ist das erste Ziel jedenfalls erreicht. Man muss das Potenzial von CDU und CSU höher ansetzen, als es 41,6 oder 41,7% sagen. Denn mit Sicherheit sind bei der FDP mindestens 2,5 bis 3% Stimmen dabei, die eigentlich aus dem Lager von CDU und CSU kommen. Herr Weigel, die Union hat Punkte verloren, die FDP hat Prozentpunkte verloren. Dennoch sind Sie zufrieden mit diesem Ergebnis? Selbstverständlich. Das Entscheidende ist, dass man die Mehrheit hat. Das Entscheidende ist, dass man regieren kann, und das können wir. Stellen Sie sich mal vor, wenn hier die SPD mit einem ähnlichen Ergebnis wie wir stünden, wie die sich freuen würde. Soll ich nun Trauer anlegen? Nein, ich bin zufrieden. Es war ein Luftballon, der hier geplatzt ist. Sie haben Koalitionsverhandlungen vor sich, wenn es bei diesem Ergebnis bleiben sollte. Wir wissen noch nicht, wie die CSU bundesweit abgeschnitten hat, ob sie, was Sie ja sich gewünscht haben, die FDP bundesweit überholt hat. Was wird die CSU fordern in diesen Koalitionsverhandlungen? Werden Sie Finanzminister bleiben wollen oder vielleicht doch Außenminister werden wollen? Das Entscheidende ist jetzt nicht, ob man so viel oder so viel Mandate bekommt, sondern entscheidend ist, ohne CSU läuft in Bonn nichts mehr. Vor 4 Jahren haben hier alle Journalisten erklärt, CDU und FDP hätten eigentlich eine Mehrheit und man braucht die CSU nicht mehr. So etwas behauptet heute niemand mehr. Die CSU wird dringender gebraucht wie je zuvor. Ich habe gesagt, das Amt, das ich habe, macht mir Spaß. Ich habe schwierige Zeiten hinter mir, aber wir haben das, wie ich glaube, gut bewältigt. Welche Ämter wir jetzt anstreben, das entscheiden wir ab nächster Woche. Jetzt hat zunächst der Wähler gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich und wir geben damit zurück nach Köln. Ja, nach den politischen Turbulenzen ein wenig Aufregung anderer Art mit Herbert Fassbinder und im Sport. Dass Michael Schumacher den Weltmeisterschafts-Formel-1-Lauf von Jerez de la Frontera in Spanien gewonnen hat, das haben wir Ihnen schon in der Tagesschau. Ihre Fehler. Nein, jeder Mensch macht Fehler. Also da muss man ja nun nicht überheblich werden und sagen, man sei ohne jeden Fehler. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr gut gearbeitet und haben den wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozess, der ja für dieses Land von ganz zentraler Bedeutung ist und von der CDU in der Zeit vorher völlig verschleppt worden ist, vorangebracht. Und dieses, glaube ich, positiv von den Wählerinnen und Wählern honoriert worden. Ich sehe das Ergebnis nicht negativ, sondern ich bin froh, dass wir unsere absolute Mehrheit verteidigen konnten. Und wir werden dann entsprechend unsere Arbeit weitermachen. Ein Ergebnis muss ich noch nachliefern. Die FDP liegt laut Prognose bei 2 Prozentpunkten, ist also auf jeden Fall aus dem Landtag raus und hat hier eine vernichtende Niederlage erlitten. So, wir haben vieles gehört schon, auch aus der CSU, aus der CDU. Jetzt schalten wir noch einmal zur PDS, zu Robin Lautenbach. Gregor Gysi, gerade sind Sie reingekommen, begeistert, gefeiert. Aber Sie haben eigentlich doch nur 4% bekommen. Und die Partei kann nur mit Hilfe der 3 Direktmandate, die es jetzt ja wohl sind, in den Bundestag kommen. Ist es nun trotzdem ein ganz großer Erfolg für die PDS? Also ich würde sagen, es ist zunächst mal eine wirklich historische Leistung. Denn eine solche Allparteienfront gegen eine einzige Partei wie in diesem Wahlkampf hat es, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Alle waren bestrebt zu verhindern, dass wir in diesen Bundestag einziehen. Und ich finde, dass wir uns dagegen durchgesetzt haben, auch noch gegen einen beachtlichen Teil der Medien, beachtliche Kampagnen. Das kann man schon als historisch bezeichnen. Eine linke Opposition, die zudem ostdeutsch geprägt ist, wird höchstwahrscheinlich zumindest in diesem Bundestag vertreten sein. Und was die Prozentzahlen betrifft, da würde ich sagen, warten wir mal noch ein bisschen ab, denn die Zahlen in den alten Bundesländern sind zu niedrig, um sichere Hochrechnungen und Prognosen zu haben. Da kann sich auch noch einiges entwickeln. Bei der ARD sind wir schon bei 4,3%. Vielleicht erreichen wir auf jeden Fall noch Fraktionsstärke.
Ja, inzwischen aber auch schon wieder bei 4,0. Also ganz so optimistisch sehe ich das jetzt nicht, Herr Gysi. Sie sagten Opposition im Bundestag, aber so wie es jetzt aussieht, bleibt die Regierungskoalition, die wir haben, bestehen. Und dann werden Sie eine von mehreren Oppositionsparteien sein. Die politische Rolle der PDS ist jetzt natürlich wesentlich weniger groß, als wenn Herr Scharping beispielsweise eine Stimmenthaltung von Ihrer Seite begrüßt oder nicht begrüßt hätte. Ja, also es würde mir natürlich leid tun, wenn der Regierungswechsel nicht gelingt und die konservative Politik sich fortsetzt. Ich halte das noch nicht für völlig entschieden. Auch hier würde ich gerne noch etwas warten. Aber auf jeden Fall sind die Konservativen geschwächt. Das ist schon mal wichtig. Natürlich, wenn das so käme, wären wir eine von drei Oppositionsparteien, möglicherweise zumindest. Das macht die Rolle nicht leichter. Aber wir sind dann noch mehr unter Druck, unser eigenes Profil zu entwickeln, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist für die PDS. Das beschleunigt unseren Erneuerungsprozess, stellt uns große Aufgaben als Linke und wie gesagt zugleich auch ostdeutsche Opposition. Und da haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge zu leisten in diesem Bundestag. Ja, Gregor Gysi, vielen Dank. Zurück nach Köln. Ja, und da sehen wir jetzt bei der FDP den Parteivorsitzenden Kinkel. Ja, also ja, in diesem Augenblick ist Klaus Kinkel hier angekommen. Das Präsidium der FDP hatte sich an einen geheimen Ort zurückgezogen, nämlich ins Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. Und bis jetzt hat es gedauert, bis sie so richtig den Umfragen trauten. Die FDP versteht sich natürlich hier in Bonn für die bisherige Koalition als Zünglein an der Waage. Aber sie hatte auch natürlich genug geschwitzt und gebangt, ob sie es denn wieder schaffen würde. Jetzt, nachdem es sich um die 7% und sogar darüber eingependelt hatte, sieht man, wie hier allen ein Stein vom Herzen fällt. Vor allen Dingen hat man es gehört. Bei jedem Mini-Prozentpunkt, bei jedem Zehntel-Prozentpunkt gab es lang anhaltenden Applaus der Parteigenossen und Parteifreunde hier draußen. Und Kinkel kommt nun gar nicht durch bis an die Mikrofone der vielen Fernsehnetworks. Hier sind mindestens 200 bis 300 Journalisten und so unzählige Parteifreunde. Aber nun redet er zunächst zu diesen. Parteifreundinnen und liebe Parteifreunde, verehrte Gäste, verehrte Vertreter der Medien, ich wende mich zunächst, und es werden Sie verstehen, an die eigenen Parteifreundinnen und Parteifreunde und an diejenigen, die uns ganz besonders unterstützt haben, an die Vertreter der Freundeskreise, an all diejenigen, Sie alle, ihr alle habt mächtig gerackert und es waren schwierige, verdammt schwierige Monate und Wochen. Wir haben es geschafft und ich bin froh und glücklich und danke Ihnen. Ja. Sehr herzlich an allererster Stelle, weil es wahnsinnig einfach ist in einem Augenblick, wo man sich freut über das Wahlergebnis. Hier zu sprechen, aber es war wahnsinnig schwierig, dieses Ergebnis zu erreichen. Deshalb allen Parteifreundinnen und Parteifreunden, allen Angehörigen der Freundeskreise, Herr Teubner. Ja, meine Damen und Herren, jetzt erst einmal die Tagesschau. Das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus der Bundestagswahl ist die Union als stärkste Kraft hervorgegangen und auch die FDP gehört im Parlament weiter an. Damit dürfte die Bonner Regierungskoalition im Amt bestätigt worden sein. Allerdings sind die Mehrheitsverhältnisse offenbar sehr knapp. Die Sozialdemokraten haben Stimmen hinzugewonnen und nach übereinstimmenden Hochrechnungen haben die Grünen und die PDS ebenfalls die Rückkehr ins Parlament geschafft. Zum letzten Stand der Stimmenauszählung direkt aus Köln, Ulrich Deppendorf. Ja, und wir haben eine neue Hochrechnung, meine Damen und Herren. Danach ergibt sich jetzt folgendes Bild. Die Union kommt auf 42,6%, die SPD auf 37,7%, die Freien Demokraten auf 6,4%, Bündnis 90 Grüne 5,7%, die PDS auf 4,0% und die anderen auf 3,5%. In Gewinn und Verlusten ausgedrückt heißt das,
Die Union verliert minus 1,2, die SPD plus 4,2 Prozentpunkte, Freien Demokraten minus 4,6 Prozentpunkte, Bündnis 90 Grüne plus 0,7, PDS plus 1,6 Punkte und die anderen minus 0,8. Und jetzt ein Blick in den neuen Bundestag. Die Mandatsverteilung 656 Sitze, die Union 284, die Sozialdemokraten 250, gewinnen 19 hinzu, die FDP 49 Sitze, Bündnis 90 Grüne 46 und die PDS kommt auf 27. Es ist eine Mehrheit für die CDU, CSU und FDP. Wir haben noch mal ganz kurz eine Hochrechnung für den Osten und den Westen gemacht, falls es auf die Grafik hinaufgeht. Nein, es kommt nicht. Damit zurück nach Hamburg. Die Beteiligung an dieser zweiten gesamtdeutschen Wahl nach der Wiedervereinigung war offenbar höher als vor 4 Jahren. Damals wurde mit 77,8% die bislang niedrigste Beteiligung an einer Bundestagswahl verzeichnet. Diesmal haben nach Angaben des Bundeswahlleiters bis 16 Uhr bereits knapp 60% ihre Stimme abgegeben. Zur Entscheidung der Wähler nun erste Reaktionen von Spitzenpolitikern aus Bonn. Die Union hat unter den demokratischen Parteien eine ganz klare Mehrheit. Die Koalition hat unter den demokratischen Parteien eine ganz klare Mehrheit. Und was das genaue Ergebnis angeht, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Also man braucht ja heute Abend hier nicht nach Bündnispartnern zu fragen. Das ist alles selbstverständlich. Wie geht das dann weiter? Ab morgen werden die Koalitionsverhandlungen aufgenommen, relativ zügig, oder wartet man erstmal insgesamt ein bisschen ab und lehnt sich nach hinten? Also heute wollen wir erstmal in Ruhe das Wahlergebnis abwarten. Jetzt hat der Wähler gesprochen, jetzt muss ausgezählt werden, die Struktur des Ergebnisses, die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Und dann haben wir uns schon vorgenommen, wenn wir den Wählerauftrag wieder bekommen, was wir hoffen und am heutigen Abend auch erwarten, dass wir dann zügig die Arbeit aufnehmen. Wir wollen uns nicht auf einem solchen Ergebnis, wenn es denn für uns gut wird, ausruhen, sondern wir wollen anpacken und weiter arbeiten. Es gibt eine Menge zu tun. Wir haben viel erreicht, aber wir haben auch noch viel vor uns. Ich glaube, dass dieser Abend noch nicht entschieden ist. Das ist die erste Hochrechnung. Und da wollen wir noch ein bisschen abwarten. Es ist sehr, sehr eng. Es steht jetzt schon fest, dass die Regierungsparteien starke Verluste haben und dass wir einen deutlichen Zugewinn haben. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und nun wollen wir mal schauen, was der Abend noch bietet. Sie haben ja gehofft, dass an diesem Abend klar würde, dass die SPD nach so langer Zeit an die Regierung kommen würde. Noch ist das, sagen wir mal, wie Sie es angedeutet haben, für Sie jedenfalls unsicher. Es sieht nach meiner Meinung ein bisschen anders aus. Woran hat es denn gelegen, dass es nicht ein so eindeutiger Ausgang ist, wie Sie ihn gerne gehabt hätten? Ich glaube, das ist wirklich zu früh, jetzt über Ursachen zu reden. Wir hätten sicher gerne etwas mehr, das ist vollkommen klar. Aber dazu muss man erstmal die Ergebnisse im Einzelnen kennen, um sehen zu können, wo die Gewinne und Verluste liegen, wenn es zum Beispiel Verluste geben sollte, was ja auch gar nicht sicher ist. Das ist jetzt zu früh, Herr Schulze, das müssen Sie verstehen. Zugleich mit der Bundestagswahl sind heute auch 3 Landtage neu gewählt worden. Nach den bisher vorliegenden Zahlen bleibt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen stärkste Partei, die SPD im Saarland. Die Freien Demokraten, die bisher in beiden ostdeutschen Ländern mitregiert haben, kommen nicht wieder in die 3 Landesparlamente. Aus dem Wahlstudio Marion von Haaren. Dennoch, in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen sind Regierungswechsel theoretisch jetzt noch möglich. Der Grund ist das dramatische Verändern ja eigentlich der möglichen Stimmenzahlen bei FDP und PDS. Doch sehen wir uns die Ergebnisse der Prognose von 18 Uhr noch einmal genauer an. Demnach kommt die Union auf 40% in Mecklenburg, 45% in Thüringen wäre dort stabil und auf 41% im Saarland, was eine enorme Verbesserung wäre gegenüber der letzten Landtagswahl 1990. Die SPD erreicht in Mecklenburg 30%, eine leichte Verbesserung, 29% in Thüringen und nur noch 48% im Saarland, das wäre ein starker Verlust gegenüber der letzten Landtagswahl. Die FDP hat es demnach nach dieser Prognose in keinem der Landtage geschafft. Überall, das heißt in Mecklenburg-Vorpommern, kommt sie auf 4%, Thüringen ebenfalls nur 4% und im Saarland sogar nur 2% und wäre damit aus dem Landtag heraus.
Bündnis 90 Grüne erreichen in Mecklenburg-Vorpommern 3%, schaffen es also auch dieses Mal nicht. In Thüringen kämen sie danach auf 5% und im Saarland auf 6%, wo sie dann dieses Mal erstmals drin wären. Und nun zur PDS. In Mecklenburg-Vorpommern verbessert sie sich stark auf 21%. In Thüringen ebenfalls starke Zugewinne auf jetzt 15%. Und im Saarland war die PDS nicht angetreten. Ja, und die ersten Ergebnisse der Hochrechnung sind vermutlich für die drei Landtage nach 19 Uhr zu erwarten. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben die Bürger heute nicht nur für den Bundestag abgestimmt, sondern zugleich neue Kommunalparlamente gewählt. Ausgezählt werden diese Stimmzettel aber erst dann, wenn die Bundestagsergebnisse in Nordrhein-Westfalen feststehen. Finnlands Bevölkerung entschied heute über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Nach letzten Umfrageergebnissen gilt eine klare Mehrheit von über 60% für die Mitgliedschaft als wahrscheinlich. Das Ergebnis des Referendums soll schon um 20 Uhr vorliegen. Formell muss noch der Reichstag in Helsinki mit 2/3 Mehrheit über den Beitritt entscheiden. Auch die Schweden und Norweger werden noch von 2 im November darüber abstimmen, ob ihre Länder EU-Mitglieder werden sollen. Der Weltsicherheitsrat hat in der vergangenen Nacht den irakischen Truppenaufmarsch an der Grenze zu Kuwait verurteilt und den Rückzug der Elitetruppen gefordert. In der einstimmig verabschiedeten Resolution wurde die Regierung in Bagdad zugleich aufgefordert, die Souveränität des Emirats und die Unverletzlichkeit seiner Grenzen anzuerkennen. Außerdem hob der Sicherheitsrat alle gegen Haiti verhängten Sanktionen auf. Er reagierte damit auf die gestrige Rückkehr des rechtmäßigen Präsidenten Aristide in seine Heimat. Gegen Haiti war nach dem Putsch im September 1991 ein Handels-, Öl- und Waffenembargo verhängt worden. Zudem war die Wirtschaft des Landes mit einer Seeblockade praktisch lahmgelegt. Nordkoreas mutmaßlicher neuer Staats- und Parteichef Kim Jong-il hat sich heute zum ersten Mal seit Mitte Juli wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Er nahm an einer Kundgebung zum Ende der Trauerzeit für seinen Vater teil. Heute Nachmittag 16 Uhr in Pyongyang. Vor der großen Halle des Volkes erscheint Kim Jong-il zum ersten Mal seit 3 Monaten in der Öffentlichkeit zu der Gedenkfeier für seinen verstorbenen Vater Kim Il-sung. Kim hielt keine Rede, wirkte aber gesund, anders als bei seinem letzten Auftritt während der Trauerfeier im Juli und entgegen allen Spekulationen, nach denen er aus Gesundheitsgründen die Nachfolge für den großen Führer nicht antreten könne. Seine öffentliche Abstinenz führte zusätzlich zu Gerüchten über einen politischen Machtkampf um die Nachfolge des am 8. Juli verstorbenen Staats- und Parteichefs. Wann dessen Sohn nun offiziell nachfolgen wird, gab man auch heute noch nicht bekannt. Es heißt, dass das Zentralkomitee der Partei ihn 1 bis 2 Tage nach dieser Massenveranstaltung benennen wird. Doch in den Festreden wurden die Soldaten schon eingeschworen, dem Kameraden Kim Jong-il als Oberbefehlshaber treu zu dienen. Mit der heutigen Gedenkfeier ging nach alter koreanischer Tradition die 100-tägige Trauerzeit zu Ende. Hunderttausende versammelten sich wieder zu Ehren des letzten stalinistischen Diktators, der das Land 50 Jahre beherrschte. Die nach der Entführung eines israelischen Soldaten unterbrochenen Autonomiegespräche zwischen Israel und der PLO sollen am Dienstag in Kairo fortgesetzt werden. Nach einer Sitzung des Kabinetts in Jerusalem teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Rabin ferner mit, die Schließung der Grenze zum autonomen Gazastreifen werde morgen aufgehoben. Der von der radikalen Hamas-Bewegung entführte 19-jährige Soldat Wachsmann war am Freitagabend bei einem Befreiungsversuch eines israelischen Kommandos im Westjordanland getötet worden. In Algerien ist heute erneut ein Journalist Opfer der politisch motivierten Gewalt geworden. Offenbar radikale Moslems erschossen den 41-jährigen Rundfunkreporter in einem Vorort von Algier, als er in sein Auto einsteigen wollte. Einen Schaden von schätzungsweise 50 Millionen Mark hat ein Feuer im hessischen Weiterstadt verursacht. Dort brannte in der vergangenen Nacht eine Großbäckerei aus. Rund 200 Feuerwehrleute mit 9 Löschzügen konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gefahrengutdepot übergriffen. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Michael Schumacher hat heute den Großen Preis von Spanien vor seinem stärksten Konkurrenten Damon Hill gewonnen. Der Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft ist vor den letzten beiden Rennen in Japan und in Australien aber noch offen. Damon Hill, der Brite auf Williams-Renault, gewann in Jerez, Spanien, beim drittletzten Lauf der Formel-1-Saison
Nur das Startduell gegen Michael Schumacher und dessen Benetton fort. Ohne Risiko einzugehen, ging Schumacher das von Hill vorgelegte Tempo in der Folge mit. Doch in einem taktischen und eher ereignisarmen Rennen fiel die Entscheidung schon beim ersten Boxenstopp. Schumachers Benetton Crew arbeitete präziser und schneller bei Reifenwechsel und Nachtanken. Die Führung für den Deutschen. Hill hatte danach auch auf der Strecke keine Chance. Sogar kleine Fehler wie diesen Verbremser waren für Michael Schumacher kein Problem mehr. Unbedrängt und mit 25 Sekunden Vorsprung vor Hill holte er seinen 8. Saisonsieg. Heinz-Harald Frenzen auf sauber Mercedes wurde 6. Vor den beiden letzten Rennen beträgt Schumachers Vorsprung nun wieder 5 Punkte. Sieg für Anke Huber beim internationalen Damentennisturnier in Filderstadt. Überraschend klar konnte sie sich gegen die Vorjahressiegerin Marie Pierce aus Frankreich durchsetzen. Anke Huber überzeugte durch konstante Leistung, die schon im Viertelfinale gegen Martina Navratilova. Die Französin leistete sich dagegen viele Fehler. Am Ende hieß es 6:4 und 6:2 für die Heidelbergerin, die dann noch Nerven zeigte. Anke Huber verwandelte erst den 4. Matchball zum Turniersieg, den 5. in ihrer Karriere. Wir schalten jetzt noch einmal zurück zum Wahlstudio in Köln für eine Hochrechnung von den Landtagswahlen. Ja, um 18.57 Uhr liegen die ersten Hochrechnungen vor, sowohl aus Mecklenburg, aus Thüringen als auch aus dem Saarland. Und so sieht die erste Hochrechnung für Mecklenburg-Vorpommern aus. Die CDU kommt demnach auf 39,1%, die SPD auf 28,8%, die FDP auf nur noch 4%, Bündnis 90 Grüne ebenfalls 4%, die PDS erreicht 22,1% und die übrigen Parteien 2%. Und nun sehen wir uns die Gewinn- und Verlustrechnung in Mecklenburg-Vorpommern an. Die CDU gewinnt leicht hinzu, plus 0,8%, die SPD 1,8%. Punkte plus, die FDP 1,5% minus, Bündnis 90 Grüne minus 2,4%, die PDS ein starker Zugewinn von plus 6,4% und die übrigen Parteien minus 5,1%. Und nun werfen wir einen Blick in den Landtag von Schwerin und der sieht wie folgt aus: Die CDU bekommt 31 Sitze und gewinnt 2 hinzu, die SPD 23, ebenfalls 2 hinzu und die PDS kommt auf 17, das sind plus 5 und die FDP fällt raus. Und nun zu unserer nächsten Hochrechnung und das ist die Hochrechnung für Thüringen. Hier sieht das Ergebnis wie folgt aus, die CDU kommt auf 44,8%, die SPD auf 28,7%. Die FDP erreicht nur noch 3,9% und fällt gewaltig. Bündnis 90 Grüne 4,9, die PDS dagegen 15,7 und die übrigen Parteien 2%. Die Gewinn- und Verlustrechnung für Thüringen sieht wie folgt aus. Die CDU fast stabil, minus 0,6%. Die SPD ein starker Zugewinn von plus 5,9. FDP minus 5,4, Bündnis 90 Grüne minus 1,6, die PDS plus 6% und die übrigen minus 4,3. Und nun ein Blick in den Landtag in Erfurt. Und der wird demnach so aussehen. Die CDU kommt auf 44 unverändert, die SPD 28 plus 7, die PDS 16 plus 7, Bündnis 90 Grüne 0 und die FDP fällt ebenfalls raus. So, und nun zu unserer letzten vorläufigen Hochrechnung Saarland. Und die sieht so aus, die SPD jetzt 50,3, die CDU 39,8, die FDP 3,1 und wäre demnach raus. Bündnis 90 Grüne schaffen es danach nicht, 4,1, die Republikaner 1,2 und die übrigen 1,5. Und nun die Gewinn- und Verlustrechnung im Saarland. Die SPD minus 4,1%, die CDU gewinnt stark hinzu, plus 6,4%, die FDP minus 2,5, Bündnis 90 Grüne plus 1,4, die Republikaner minus 2,1 und die übrigen plus 0,9. Und nun noch ein Blick in den Landtag von Saarbrücken und der wird nach unserer ersten Hochrechnung so aussehen. Die SPD verliert einen Sitz und hat jetzt noch 29. Die CDU bekommt 22, gewinnt 4 hinzu. Ja, und das Ganze ist eigentlich nur noch ein Landtag mit zwei Parteien, wie man sieht. Ja, und damit zurück nach Hamburg.
Und von hier die Wettervorhersage. Morgen ist es südlich der Donau sowie im Nordosten noch stark bewölkt. Im übrigen Deutschland ist es wolkig mit Aufheiterungen und trocken. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad. In der Nacht zum Dienstag Gefahr von Bodenfrost. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr und wir schalten jetzt noch einmal zurück nach Köln. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben vorhin gesehen, dass Klaus Kinkel Konfetti im Haar hatte, vor lauter Freude. Und einer, der auch Konfetti im Haar haben könnte, ist wahrscheinlich der Ministerpräsident von Thüringen, Bernhard Vogel. In Erfurt ist jetzt Wolfgang Kentenich mit Bernhard Vogel. Ja, Uli Wickert, hier im grünen Herzen Deutschlands in Thüringen hatte sich die Stimmung und die Ausgangslage für Bernhard Vogel und seine CDU-FDP-Koalition im Vorfeld der Wahlen deutlich verbessert. Nur nach der letzten Hochrechnung sieht es so aus, dass es äußerst kompliziert werden könnte, wenn die Grünen nicht reinkommen, was im Moment der Fall sein dürfte. Dann ist es klar, dann kann die CDU auf eine absolute Mehrheit der Sitze bauen. Wenn aber die Grünen reinkommen, wird es äußerst schwierig, denn die FDP ist definitiv draußen. Der Ministerpräsident Bernhard Vogel neben mir, Sie haben die FDP als Koalitionspartner verloren, auf jeden Fall. Wie geht es denn jetzt aus Ihrer Sicht weiter? Also, dass die FDP offensichtlich nicht wieder in den Landtag einzieht, bedauere ich, denn sie war 4 Jahre unser Koalitionspartner. Aber man möge bitte verstehen, das mindert nicht meine Freude über das hervorragende Abschneiden der CDU in Thüringen. Und ich möchte jetzt nicht spekulieren, weil ich ja erst wissen muss, wer mitspielt im Landtag. Erst dann kann man weiter sprechen, aber es zeichnet sich jedenfalls ab. Die CDU ist mit weitem Abstand die stärkste politische Kraft im Lande. Das heißt Anerkennung der Wähler für die schwierige Aufbauarbeit. Und das heißt Dank an die Mitarbeit der Partei, denn das Ergebnis habe ich nicht allein erzielt, sondern ist von der Partei mit mir an der Spitze erzielt worden. Hat der positive Trend für die CDU im Bund, der ja durchaus auch erkennbar war, Ihnen ein bisschen geholfen? Sie haben ja bewusst den Wahltag auf den Bundestagswahltag. Das habe ich und wir freuen uns, dass Helmut Kohl Kanzler bleibt. Aber so ein bisschen stolz, dass wir im Land noch ein bisschen besser sind. Aber auch da wird's ja als spannend, die nicht? CDU im Bund sind wir natürlich auch. Wie es jetzt aussieht, ist die CDU Thüringen die zweitstärkste Union in allen deutschen Bundesländern. Und da kann man in der Tat sagen, stolz auf Thüringen und stolz auf die Union in Thüringen. Aber doch noch mal die Nachfrage, vorausgesetzt, Sie haben es damit zu tun, dass die Grünen ebenfalls im Landtag drin sind, dann müssen Sie doch eine Koalition anstreben. Mit wem denn? Also die Sache ist doch ganz klar. Wenn die Union die Mehrheit der Sitze nicht erringt, und davon muss man ja im Augenblick ausgehen, dann müssen wir mit den demokratischen Fraktionen im Landtag sprechen, denn wir brauchen eine Mehrheit für eine sichere Regierungsführung. Das heißt, mit der PDS sprechen und Sie das, nicht? Nein, mit der PDS sprechen wir über diese Frage sicher nicht. Das kommt für uns nicht in Frage, das haben wir auch immer vorher gesagt. Wenn wir keine Mehrheit erreichen, dann werden wir mit den Sozialdemokraten sprechen müssen. Und wenn die Grünen im Landtag sind, werden wir selbstverständlich auch mit den Grünen sprechen. Rein rechnerisch gäbe es ja eine Mehrheit von SPD, Bündnis 90 Grünen und PDS gegen Sie, im Fall, dass die Grünen reinkommen. Rechnen Sie mit so einem Modell? Also es ist hier in einer Deutlichkeit über Wochen tagtäglich gesagt worden, dass die SPD kein Bündnis à la Magdeburg eingehen werde, dass ich natürlich davon ausgehe, dass das auch am Abend dieses Tages noch gilt. Und im Übrigen mache ich darauf aufmerksam, es hat ja wohl sicher den Anschein, dass Rot und Grün schwächer sind wie wir. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu Magdeburg. Nein, gegen Sie kann kein anderer Ministerpräsident gewählt werden, es sei denn mit der PDS. Es sei denn mit der PDS und ich gehe davon aus, dass die SPD hält, was sie gesagt hat, dass sie das nicht tut. Und außerdem wäre ja auch offensichtlich das dann ein sehr wackeliges Bündnis von den Mehrheiten her. Das wollen wir nachher sicherlich auch noch mal von der SPD hören. Wir könnten jetzt uns einmal anschauen, eine Infas-Umfrage und Analyse, welche Regierung denn eigentlich hier von den Wählern präferiert worden ist. Vielleicht kann man die mal abrufen, die gewünschte Regierung in Thüringen. Danach hätten eine CDU-Alleinregierung 16% gerne gesehen, CDU-SPD 17%. Rot-Grün würde von 11% bevorzugt, SPD allein, SPD-FDP, SPD-PDS hat praktisch kaum Befürworter, auch eine Ampelkoalition nicht. Also es ist große Koalition oder CDU-Alleinregierung,
die Wunschregierung der Wähler hier. Wir werden dann sicherlich sehen, wie es weitergeht. Damit zunächst mal zurück zu Uli Wickert. Und nicht nur, weil die Konfetti im Hafen Klaus Kinkel so schön waren, ein Gespräch von Gerda Pelletier mit Klaus Kinkel. Die letzten Blumen für den Vorsitzenden der FDP. Aber Herr Kinkel, in der Geschichte der Wahlkämpfe war es doch ein bisschen ungewöhnlich, dass Sie so lange sich aus Ihrem Hauptquartier entfernt haben und sich an geheim gehaltenem Ort mit Ihrem Vorstand, mit dem Präsidium besprochen haben. Haben Sie doch gezittert, ob Sie reinkommen? Nein, das haben wir nicht. Ich war absolut sicher, weil ich sicher war, dass sich mein klarer, unser klarer Kurs auszahlt. Und so ist es. Wir haben auf Bundesebene ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können. Ob wir die Koalition fortsetzen können, ist noch nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass das möglich sein wird. Das wird sich heute Abend noch, wenn die Hochrechnungen sich stabilisieren, deutlich herausstellen. Wir empfinden dieses Ergebnis als eine Verpflichtung und wir werden sehr sorgsam und nicht euphorisch damit umgehen. Wir wissen, dass wir vor allem in den Ländern sehr, sehr viel aufzuholen haben. Ich bin sehr traurig über die schlechten Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen. Das zeigt, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen, dass wir unsere Basis nicht verlieren und alles tun müssen, um vor allem eben in den Ländern, in den neuen Ländern vor allem wieder aufzubauen. Also aus 10 Landtagen sind Sie nun ungefähr rausgeflogen, wenn man die heutigen Ergebnisse mitrechnet, und komischerweise in den Bundestag wieder reingekommen. Das ist komisch. Wir waren, schon Tradition, ja. Nein, wir waren leider immer stärker auf Bundesebene. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch vergleichbare Situationen gehabt, wo wir aus den Landtagen sehr stark rausgefallen sind, aber beim Bundestagswahlen immer wieder erfolgreich waren. Aber ich sage nochmal, ich verfalle hier nicht in Euphorie. Wir haben die Signale verstanden und erkannt, aber wir haben auch keinen Grund, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Worum es mir besonders leid tut, sind die Parteifreunde in den neuen Ländern. Nach der letzten ARD-Hochrechnung sind sogar nur noch 6,4 statt der vorher schon mal euphorisch gemeldeten 7,4. Aber wie auch immer, der Herr Huber von der CSU hat eben in einem Interview angemalt, Sie hätten sehr viele Zweitstimmen aus dem Potenzial der Union bekommen. Und er möchte sicherstellen, dass die FDP das in Zukunft weiß. Heißt das, in einer Koalition, wie immer sie aussieht, wenn sie nicht mehr so viel zu sagen haben? Na, Vorsicht. Ich habe nicht gehört, was Herr Huber gesagt hat. Es ist sicher so, dass uns auch Wähler gewählt haben, die die Fortsetzung dieser Koalition wollten. Ja, dafür sind wir auch dankbar. Aber auch diejenigen, die uns aus diesen Gründen gewählt haben, haben einen inhaltlichen Wunsch mit dieser Stimme für uns verbunden. Und unser Stammwählerpotenzial wählt uns natürlich wegen unserer eigenen Leistungen und wegen unserer Programmatik. Und wir sind ja sehr viel totgesagt worden. Nun sind wir immer noch da und wahrscheinlich reicht es auch zur Fortsetzung der Koalition. Also nochmals, ich bin auf Bundesebene mit dem Wahlergebnis zufrieden. Ja, das ist ja alles schön, aber die weniger Prozent, die Sie jetzt haben, vielleicht sogar die Halbierung Ihrer bisherigen Mannschaftsstärke im Parlament, bedeutet das, Sie müssen mehr nachgeben, Sie müssen braver sein? Nein, das bedeutet das überhaupt nicht. Das hätten manche gern, nicht? Das wird aber nicht so sein. Sie werden mich aber nicht an einem Wahlabend, der für uns mindestens was die Bundesebene anbelangt, erfreulich ist, dazu bringen, dass ich jetzt Hürden errichte gegenüber dem Koalitionspartner. Ich werde einen Teufel tun. Nochmals, heute Abend wollen wir jetzt zunächst mal in Ruhe mit dem Wahlergebnis umgehen. Nochmals nicht in Euphorie, sondern durchaus auch in Bescheidenheit. Wir werden dieses Wahlergebnis nutzen für die Zukunft. Mit wem gibt es erste Gespräche? Mit Herrn Kohl, mit Herrn Scharping oder überhaupt? So, ich habe ja eine klare Aussage gemacht für die FDP und jetzt warten wir erstmal das Wahlergebnis ab. Und ich gehe mal davon aus, dass die Gespräche mit Herrn Kohl laufen werden und mit Herrn Weigel. Danke. Bitte schön. So, es bestätigt sich der Trend, dass die SPD das Klassenziel nicht erreicht hat. In der SPD-Parteizentrale Martin Schulze mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang Thierse. Ja, danke. Thierse war schon mal da, ist Gott sei Dank wiedergekommen. Herr Thierse, von Ihnen hängt sehr viel ab. Das heißt, es hängt sehr viel davon ab, ob Sie in Ihrem Wahlkreis der Sieger sein werden. Wie steht es da in dieser Minute? Also es ist noch nichts Neues zu hören. Alles, was ich weiß, ist, dass es ganz spannend ist und einen sehr knappen Ausgang geben wird. Es entscheiden die Wähler der anderen Parteien, zum Beispiel die CDU-Wähler, mit ihren Erststimmen über diesen Zweikampf zwischen Stefan Heim und mir. Zur Erklärung, wenn Sie verlieren, dann hat die PDS ihre 3 Direktmandate, richtig? Es sieht so aus. Es könnte natürlich noch in einem anderen Ostberliner Wahlkreis passieren, aber der ist ein ganz wichtiger geworden, ja. Was ist anders gelaufen in den neuen Ländern im Vergleich zur Bundesrepublik Alt?
Also ich denke, die SPD, bei einer eigenen Partei zu beginnen, hat in Ostdeutschland etwa 8% hinzugewonnen gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis. Das ist ein doch beträchtlicher Erfolg. Und das, obwohl ja CDU und PDS gemeinsam Wahlkampf gegen die SPD geführt haben, gemeinsam Emotionen geschürt haben gegen die SPD, da finde ich, das ist schon ganz gut. Die zweite Besonderheit ist natürlich die PDS selber als eine ostdeutsche Regionalpartei. Am Schluss hat ja Helmut Kohl und die CDU mit ihrer Art von Wahlkampf der PDS eher geholfen als geschadet. Denn das hat Solidarisierungseffekte ausgelöst, die so nicht nötig gewesen wären. Herr Thierse, wenn man sich das Ergebnis anguckt, so wie es jetzt steht, gibt es eine hauchdünne Mehrheit für die jetzige Regierungskoalition. Halten Sie eigentlich das für eine Möglichkeit überhaupt, das Land so zu regieren? Also ich glaube nicht. Angesichts der wirklich dramatischen ökonomischen, sozialen und psychologischen Probleme im Lande ist eine Regierung, die mit nur ein paar Mandaten Mehrheiten regieren will, so instabil. Eine FDP, die in fast allen Landtagen verschwunden ist, ist kein zuverlässiger Partner mehr. Und wenn ich noch die Bundesratsmehrheit gegen diese Regierung sehe, glaube ich nicht, dass wir eine CDU-FDP-Regierung vor uns haben könnten, die dieses Land auch noch weiterhin anständig und zügig regieren kann. Deswegen glaube ich, dies wird keine gute und vor allem keine stabile Regierung werden. Ich möchte fast wetten, 4 Jahre überleben die nicht, wenn sie überhaupt noch den heutigen Wahlabend überleben. Ja, aber heißt das dann nicht, dass Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für eine große Koalition plädieren? Das muss es nicht heißen, aber in dem Moment, wo diese Regierung keine Mehrheit mehr hat, dann werden Sozialdemokraten schon überlegen müssen, in welcher Weise sie Verantwortung in einem Land überleben, das nun wirklich mit dramatischer Arbeitslosigkeit zu tun hat, mit tiefer gehender sozialer Ungerechtigkeit. Da wird man Verantwortung übernehmen müssen. Aber wie gesagt, ich will keine große Koalition herbeireden. Ich sehe nur, das Wahlergebnis hat nicht zu einer stabilen Regierung geführt. Die bisherige Regierung hat 6% verloren. Das nennt man anderswo eine Niederlage. Gut, aber Sie waren gerade im Parteivorstand, nehme ich mal an, im Präsidium. Wird Herr Scharping gleich so ein Angebot machen? Nein, darum geht es nicht. Wir werden den Abend noch ein bisschen abwarten, denn wir müssen sicher schon bis 21, 22 Uhr warten, um festzustellen, ob die PDS tatsächlich im Bundestag ist. Das verändert ja Mehrheitsverhältnisse. Und wir müssen auch sehen, ob tatsächlich diese hauchdünne gegenwärtige Mandatsmehrheit der Regierung so bestehen bleibt. Und erst danach wird man in Ruhe darüber reden können. Vielen Dank, Herr Thierse. Damit zurück nach Köln. Ja, es wird auch interessant sein, wie in Mecklenburg-Vorpommern die nächste Regierung aussieht. Denn die CDU hat keinen Koalitionspartner, es sei denn die SPD. Die wiederum hat die theoretische Möglichkeit, mit der PDS zusammenzugehen. In Mecklenburg ist jetzt Robert Helpkämper mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Bernd Seite. Ja, Herr Seite, Sie sind nach Zahlen der Gewinner, aber möglicherweise doch der Verlierer, weil Sie zunächst einmal in diesem Ergebnis nicht weiter regieren können. Die CDU hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Wir sind klarer Wahlsieger. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben mir den Auftrag gegeben, an der Spitze der Regierung weiterhin zu stehen. Es geht darum, die Interessen der Menschen in diesem Land zu lösen. Und wir befinden uns mitten im Aufbau. Und ich werde also nach Unterrichtung der Parteigremien morgen in Bonn und morgen Abend hier in Schwerin sehr schnell Sondierungsgespräche führen mit der Demokratischen Partei. Bernd Seite führt keine Gespräche mit den Kommunisten. Er lässt sich auch von ihnen nicht dulden, beziehungsweise geht mit ihnen Koalitionen ein. Ich denke, die Menschen haben klar gesagt, über 50-60% bei den Umfragen, auch Bernd Seite ist in der Lage, die Zukunftsprobleme in Mecklenburg-Vorpommern zu lösen. Herrn Ringsdorf werden zumindest mal Ambitionen und Gedankenspiele nachgesagt, dem Chef der SPD hier im Lande, sich vielleicht doch mit der PDS zunächst einmal an den Tisch zu setzen. Was sagen Sie dann? Also, ich sage erst mal, Rot-Grün ist hier nicht möglich in Mecklenburg-Vorpommern. Aber Schwarz-Gelb auch nicht. Wir haben ganz klare Verhältnisse. Sie wissen, die Kommunisten laufen außerhalb. Zwischen uns und den Sozialdemokraten liegen 10 Prozentpunkte. Das ist nicht umsonst so. Das zeigt also ganz deutlich den Führungsanspruch, den uns die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zubilligen durch das Wahlergebnis. Und ich sage auch noch mal ganz deutlich, ich bin Demokrat. Und wenn sich Gräben in den letzten 4 Jahren zwischen den Demokraten aufgetan haben, dann bin ich ein Mann, der auch diese überbrücken kann, im Interesse der Menschen in diesem Land. Also Sie haben ein ganz klares Angebot jetzt gemacht, große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern. Was können Sie denn der SPD bieten? Ich habe gesagt, wir werden Sondierungsgespräche führen. Ja, sicher, aber das ist das Einzige, also das, was Sie sondieren können. Montag, Dienstag werden wir diese Gespräche anbieten und dann werden wir sehen, so wie das unter demokratischen Parteien üblich ist, wir werden miteinander reden. Mhm.
Schönen Dank, Herr Seite. Wir gehen zurück nach Köln. Ja, und wir in Köln, wir können jetzt uns mal überlegen, ob jetzt zu den Grünen geben. Dort ist Joschka Fischer mit Dirk Ludwig Schaaf. Ja, Joschka Fischer, der bisherige hessische Umweltminister, ist bei uns, ab sofort aber ein Bonner Politiker. Zum Ministeramt wird es wohl nicht reichen. Wie ist Ihr Kommentar zu diesem Ergebnis? Rot-Grün klappt nicht mehr. Ja, unser wichtiges Ziel war, dass wir wieder reinkommen mit einer starken Fraktion. Und ich denke mir, das können wir schaffen und das haben wir geschafft. Und damit bin ich deswegen ganz happy heute. Wir haben auch einen sehr schweren Wahlkampf hinter uns gehabt, als quasi außerparlamentarische Kraft im Westen wieder in das Parlament reinzukommen. Das ist eine große Leistung, die vor allen Dingen bei den Kreisverbänden gelegen hat. Und dafür muss man wirklich danken. Was die Mehrheiten anbetrifft, nun warten wir es mal ab. Das könnte eine der spannendsten Wahlnächte werden. Dann ist es völlig unklar, wie die Würfel letztendlich fallen, wer eine Mehrheit bekommt. Sollte Herr Kohl eine 3-4-Stimmen-Mehrheit haben oder 6-Stimmen-Mehrheit mit der FDP, dann wird das ein fröhliches Regieren werden. Dann können Sie davon ausgehen, diese Legislaturperiode wird einen Mehrheitswechsel erleben. Aber es scheint ja wohl auch eine Ampelkoalition nicht in Frage zu kommen. Das heißt, Sie werden in der Opposition sein. Werden Sie das Amt des Fraktionsvorsitzenden anstreben? Also wir sind in der gemütlichen Situation, wenn wir reinkommen, und ich denke mir, wir sind drin, dass wir uns dann anschauen können, wie die weitere Entwicklung des Abends unter dem Mehrheitsgesichtspunkt abläuft. Und dann wird man abschließende Stellungnahmen, dann wird man auch entsprechend die Positionen dann öffentlich darstellen können. Über alles andere reden wir dann, wenn es ansteht, nicht heute Abend. Wollen Sie Fraktionsvorsitzender werden? Das ist keine Frage, die sich heute Abend stellt. Können Sie sich vorstellen, dass eine Rot-Grün-Koalition von PDS gestützt wird? Also ich kann mir heute Abend so ziemlich alles und nichts vorstellen, weil die Zeit der Vorstellung ist vorbei. Worum es jetzt geht, ist belastbare Ergebnisse zu bekommen. Die Positionen der Parteien sind bekannt. Und nun warten wir mal ab. Und wenn wir da Konkreteres wissen, dann werden wir sicher Gelegenheit haben, darüber noch sehr sorgfältig zu reden. Vielen Dank, Herr Fischer. Ich gebe zurück nach Köln ins Wahlstudio. Joschka Fischer ist ein bekannter Fußballspieler, allerdings nicht in den Meldungen, die jetzt bei Heribert Fassbender vorkommen. Nein, der Trend ist eigentlich wie im bundesweiten Durchschnitt. Die Union 38,4, die SPD 44,2, die FDP 7,6, Bündnis 90 Grüne ähnlich stark mit 6,9. PDS ist draußen bei uns, gar nicht erst reingekommen natürlich, Republikaner und die anderen. Die Gewinne und Verluste, die liegen im Trend natürlich, nicht die absoluten Wahlergebnisse, das ist klar in Nordrhein-Westfalen. Die Union hat wie bundesweit leicht verloren, die SPD dazu gewonnen, ebenso viel hat die FDP verloren. Bündnis 90 Grüne, PDS, Republikaner und die anderen spielen im nordrhein-westfälischen Wahlergebnis keine Rolle. 91 Jahre und noch immer nicht politikmüde. Eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und gegen Faschismus war sie ihr Leben lang. Aber zum ersten Mal kandidiert die 91-jährige Clara Schabroth und zwar für die linke Alternative. Ebenfalls auf dieser Liste steht die 84-jährige Maria Wachter. Zwei Altkommunistinnen stürmen den Rat der Landeshauptstadt. Sicher ist wohl schon jetzt, Bürgermeisterin wer sie wohl nicht werden. Wenn Maria Wachter und Clara Schabroth in die Düsseldorfer Mahnung-Gedenkstätte gehen, dann ist das für sie kein gewöhnlicher Museumsbesuch. Beide waren im Widerstand gegen die Nazis, beide haben ihr Gesicht gewahrt. Und das soll so bleiben. Mein Ausgangspunkt ist in erster Linie ein antifaschistischer Gesichtspunkt. Bloß als sei die Wahlbeteiligung höher als das letzte Mal. Haben Sie da schon Informationen? Ja, wir haben jetzt die Wahlbeteiligung sozusagen von Infas einmal ausrechnen lassen. Im Verhältnis zur Bundestagswahl 1990, jetzt 75% bei dieser Bundestagswahl, 78% waren es 1990. Das wäre dann sozusagen doch das schlechteste Ergebnis bei der Wahlbeteiligung aller Bundestagswahlen. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Wir haben schon einige Analysegeschichten. Okay. So, ich höre gerade eben, dass Helmut Kohl kommt und dann wollen wir mal gleich nach Bonn schalten in die CDU-Parteizentrale. Ja, da geht er her, Helmut Kohl, der Mann, der hier mit großem Beifall begrüßt wird. Und der jetzt erstmal unter den Jubelrufen sich einen Weg bahnt. Liebe Freunde, wir begrüßen unter zum Rednerpult Helmut Kohl und seine liebe Frau Hannelore Kohl. Mit seiner Frau zusammen. Er hat wohl etwas vorbereitet und wird jetzt gleich hier eine Ansprache halten. Für die Gäste und die Parteifreunde natürlich. Helmut, Helmut, Rufe erklingen hier. So, und jetzt kann es eigentlich gleich losgehen.
Also, es beginnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, lasst mich jetzt mal mit Ruhe ein paar Sätze sagen, damit das staunende deutsche Fernsehpublikum mitkriegt, was wir zu sagen haben. Das Erste, was ich sagen will, ist ein ganz, ganz herzliches Wort des Dankes an alle Wahlkämpfer in allen Bundesländern, die einen großartigen Einsatz geleistet haben. Dies war ein Wahlmarathon, zu Recht ist er so genannt worden. Wir hatten im März die Wahlen in Niedersachsen, im Juni die Wahlen zum Europaparlament und in Sachsen-Anhalt, dann die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg und dann in Bayern und jetzt heute die Bundestagswahl plus die Wahlen an der Saar, in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern. Und meine Damen und Herren, ich habe eine Reihe Gesichter jetzt gesehen im Fernsehen und habe mich also immer wieder gefragt, warum eigentlich niemand auf der nächstliegenden Gedanken kommt, einmal darauf hinzuweisen, dass wir die zweite gesamtdeutsche Wahl gewonnen haben. Und liebe Freunde, damit das klar ist, die Vergleiche mit der alten Bundesrepublik, das ist eine Sache. Aber es ist die zweite gesamtdeutsche Wahl. Und 1990 wurde uns gesagt, das wird nichts. Das sind alte sozialdemokratische Hochburgen. Ob das nun in Thüringen ist oder in Sachsen ist oder in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg. Und der heutige Abend zeigt, dass in all diesen Ländern, mit Ausnahme von Brandenburg, die CDU Deutschlands mit Abstand die stärkste Partei ist. Und das ist ein Riesenerfolg. Und dann, liebe Freunde, gab es ja den Herrn von der Saar. Der war ja nun ganz stark. Und er hat eine gewaltige vom Wähler übergebraten bekommen. Auch das ist gut. Und dafür sind wir den Wählern an der Saar besonders dankbar. So, nun zum Bundestagswahlergebnis. Da will ich vor allem dem einen oder anderen Kommentator noch einmal sagen, nach dem, was sich da jetzt abzeichnet, ich lasse mal die Frage PDS drin oder PDS draußen weg. Ich kann es nicht beurteilen, keiner von uns kann es beurteilen. Da wird korrekt durchgezählt, das warten wir mit Ruhe ab. Ich gehe also da bei meinem Urteil jetzt davon aus, bei meiner Beurteilung, dass die PDS drin ist, weil das andere eine nur angenehme Überraschung mit sich bringen kann. Und da ist es doch so, wenn ich jetzt die neuesten Hochrechnungen vergleiche, kommt die CDU-CSU auf rund 42%. Das ist ein Minus von 1,8. Da kommen die Sozialdemokraten auf ungefähr 37, wiederum den mittleren Wert, das ist dann ein Plus von in der Nähe von 4%. Dann ist die FDP, die hat ein Minus von 4,5, die Grünen haben zugewonnen und die PDS hat auch knapp zugewonnen. So, und jetzt haben wir nach dem, was sich jetzt abzeichnet, die schlechteste Zahl, die ich bisher gehört habe, war eine Mehrheit der Koalition von 8%, von 8 Mandaten, die besseren Rechnungen waren 10 und vielleicht nur 1-2 mehr. Also, dies ist eine durchaus regierungsfähige Mehrheit und mit der will ich die Koalition fortsetzen. Vor lauter Hektik die Vergleiche untergehen. Ich erinnere mich noch daran, 1976, da stand ich auch in diesem Saal. Wir haben enorm zugenommen gehabt. Aber die Koalition von Helmut Schmidt, hat damals 1976 mit der FDP zusammen 10 Mandate mehr gehabt. Sie erinnern sich,
10 Mandate mehr. Und dann hat es noch lange gedauert, bis wir die Regierungsverantwortung übernehmen konnten. Und 1969 ist unser Freund Kurt-Georg Kiesinger und die Koalition damals abgelöst worden durch Willy Brandt mit einer Mandatsdifferenzzahl von 12 Mandaten. Jetzt frage ich mich, warum sollen wir es jetzt nicht genauso machen, meine Damen und Herren. Genauso machen wir es. Wir setzen... Ja, meine Damen und Herren, das war der Bundeskanzler. Nun haben wir sehr viele Politiker gehört, aber unsere mit dem Motorrad rasende Reporterin Christiane Meyer ist jetzt bei der Kneipe in Bonn mit dem Namen zum Gequetschten, heißt das, glaube ich, bei Ihnen, dieser Name. So ist Namen. Es. Ja, ist es denn auch sehr gequetscht? Es geht so. Also vorhin war keine große Euphorie und auch keine Enttäuschung zu spüren. Wir sind ja hier vom Wahllokal zum Bierlokal gekommen. Jetzt wollen wir mal hören, wie die Leute auf Helmut Kohl reagieren. Wie hat Ihnen das gefallen, was der Bundeskanzler gesagt hat? Denn er glaubt ja, er ist der Sieger der Wahl und es wird weitergehen. Wie gehabt? Von der Wahl bin ich enttäuscht. Aber wenn man sieht, mit welcher Arroganz Herr Kohl oben steht, obwohl er doch etliche Punkte verloren hat, das spricht schon von Herrn Kohl. Und Herr Kinkel wird erzählt, ohne rot zu werden, dass er nicht an die Zitterpartei geglaubt hat. Ich bin der Meinung, dass die CDU nur lebt und stirbt mit der FDP. Gut, schauen wir mal weiter. Was denken Sie dazu? Sie haben ja auch den Bundeskanzler gerade gehört. Was hat das auf Sie für einen Eindruck gemacht? Ich bin zufrieden und gratuliere Ihnen. Und Sie glauben, das ist auch eine tragfähige Mehrheit, diese ganz knappe Mehrheit, mit, kann man damit weiterregieren? Ich hoffe das. Ich wünsche das sogar. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich bin nicht zufrieden. Ich hätte mir den Herrn Scharping gewünscht. Aber ich glaube schon, selbst der Erhard, Adenauer hat schon mit anderen Stimmen Mehrheit geregiert. Und es wird gut gehen. Sie beide sind befreundet, oder? Ja. Wir sind sehr befreundet, ja. Aber, zwei tolerante Zeitgenossen. Ja, nein, aber Herrn Kinkel hätte ich es gewünscht, dass er rausfliegt. Schauen wir mal weiter. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben auch den Bundeskanzler gerade gehört. Was hat das auf Sie für einen Eindruck gemacht? Sind Sie der Meinung, er sieht die Lage richtig? Ja, doch. Und das bestätigt sich, was ich auch gewählt habe. Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Gut. Auch hier sitzen noch Menschen. Haben Sie eben die Rede des Bundeskanzlers gehört? Nein, nicht leider nicht. Aber das Wahlergebnis kennen Sie? Ja. Und? Stimmung? Weiter so in Deutschland? Bedrückt. Bedrückt. Sie hätten sich den Kanzlerwechsel gewünscht? Ja, mit Sicherheit. Das hätte ich mir gewünscht, ja. Und die FDP ist nun drin? Ist das zu Ihrer Zufriedenheit? Ich hatte damit gerechnet, dass sie nicht drin ist. Aber zur Überraschung aller muss ich ehrlich sagen, mit 7% oder glaube ich war das, ne? Ist eine Überraschung, muss ich sagen. Obwohl die Stimmung da ein bisschen anders war, ne? Gut, dann gehen wir noch mal hier weiter. Sie haben die Wahl gesehen, haben Sie die Wahlergebnisse mitbekommen? Ja, habe ich. Und, wie ist Ihre Stimmung? Gemischt. Was heißt das? Ja, die CDU hätte etwas mehr gewinnen müssen. Aber der Bundeskanzler ist ganz zufrieden und glaubt, das würde nun so weitergehen? Ja, es geht und so weiter, muss so weitergehen. Und meinen Sie, man kann auch mit einer solch knappen Mehrheit weiterregieren? Kann man. Sollte man auch. Denn es ist bisher so gut gegangen, dann sollte es auch weiter so gut gehen. Okay. Ja? Die FDP ist drin, das freut Sie? Das freut uns. Aha. Muss das sein. Also, Konfetti hat es hier nicht gegeben für die FDP. Sie haben ja gehört, wie die allgemeine Stimmung ist. Zurück zu Uli Wickert. Vielen Dank, Christiane Meyer. So, jetzt wollen wir natürlich mal in Schwerin im Landtag von Robert Hettkämper hören, der dort mit dem Vorsitzenden der SPD Ringsdorf steht, wie es dort weitergehen könnte. Robert Hettkämper. Tja, wir sind... Ja, hier sind wir drauf. Harald Ringsdorf, Spitzenkandidat der SPD, Landesvorsitzender der SPD. Ja, aber auch nicht der Wahlsieger heute Abend. Es gibt die Situation, dass keine der drei Parteien ohne einen anderen Partner hier auskommen kann. Der Ministerpräsident Seitel war hier und hat ja doch mehr oder weniger eine große Koalition angeboten. Was sagt derjenige, dem es angeboten wurde, nämlich Sie? Klar ist einmal, dass die SPD eine Partei der Mitte ist und dass das eingetreten ist, was wir vorausgesagt haben. Die Regierungsseite wird abgewählt werden. Sie wird nach dieser Wahl keine Mehrheit mehr haben. Nun kommt es darauf an, schwierige Gespräche zu führen. Der Wähler hat entschieden, dass voraussichtlich nur drei Parteien in den Landtag kommen. Und die Gremien unserer Partei werden tagen. Also die Optionen sind einfach. Wir werden versuchen, einen möglichst breiten Konsens zunächst erst einmal innerhalb der Partei über den weiteren Weg zu erreichen. Klar ist, dass ohne die SPD nichts mehr geht. Und klar ist auch, dass eine Mehrheit in diesem Land keinen Ministerpräsidenten Seite will.
Ja, Sie haben aber dennoch ja nur zwei Optionen. Sie können entweder mit der PDS ja geradezu koalieren, denn das Magdeburger Modell würde hier nicht funktionieren. Sie bräuchten die aktive Unterstützung der PDS. Das wäre eine völlig neue Situation. Würden Sie sich darauf einlassen? Also es gibt noch andere Möglichkeiten. Es können auch zwei andere Parteien einander tolerieren. Das sind auch Möglichkeiten, die es gibt. Klar ist, ohne die SPD läuft nichts. Und klar ist auch, dass Ministerpräsident Seitel keine Mehrheit für seine Regierung bekommen hat, um die er geworben hat. Wir haben einen sehr schwierigen Wahlkampf führen müssen. Die PDS hat im Wahlkampf den Eindruck erweckt, man könne sie wählen, wenn man einen anderen Ministerpräsidenten wolle. Das war nicht ganz fair. Und es gab auch von der anderen Seite einige Dinge, die erst einmal besprochen werden müssen. Herr Ringstorff, ich weiß, dass es immer schwierig ist, am Abend so schnell eindeutig was sagen zu wollen und zu können. Aber Sie haben zwei Optionen, große Koalition und die Option mit der PDS, sich in irgendeiner Form in eine Kooperation einzulassen, die weitergeht, und zwar extrem weitergeht, als die in Magdeburg. Was ist denn Ihre Prioritätenliste? Es gibt keine Prioritätenliste. Also es werden Gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien geführt, mit der CDU und mit der PDS. Es geht darum, möglichst konkrete Sachpolitik für dieses Land durchzusetzen. Und da muss es zu Veränderungen kommen. Und Sie würden der PDS ungeheuer weit entgegenkommen, viel weiter, als das bisher in irgendeiner Form in der Bundesrepublik getan wird? Nein, ich bleibe dabei. Es sind erst einmal Sachgespräche zu führen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es muss zu einer Veränderung der Politik in diesem Land kommen. Und wir werden sehen, wie das möglich sein wird. Man könnte ganz brutal formulieren, von der großen Zunge PDS, von der wir heute Abend gesprochen haben, nicht dem Zünglein, sondern der großen Zunge, sind Sie wirklich der Geleckte. Denn Sie haben, wenn man so will, eine linke Mehrheit in diesem Land, aber Sie können davon nicht profitieren. Nimmt Ihnen die PDS schlichtweg die Stimmen weg? Die CDU hat natürlich in diesem Wahlkampf die PDS hochgeredet durch die Kampagne, die gefahren worden ist. Die hat der SPD geschadet und der PDS genutzt. Darum wird es schwieriger in diesem Bundesland, als vielleicht noch vor 3-4 Monaten vorauszusehen war. Wir werden sehen, was die Gespräche mit den Parteien ergeben und was die Gremiensitzungen ergeben. Klar ist, ohne die SPD in diesem Land läuft nichts. Naja, das klingt stolz. Wir haben jedenfalls, glaube ich, jetzt doch das feste Ergebnis hier aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben drei Parteien drin und die müssen sich in irgendeiner Weise zueinander finden. Eine große Koalition ist möglich oder es ist möglich, dass sich die SPD von der PDS noch in irgendeiner Form tolerieren lässt. Aber dazu wollen wir hier oder kriegen wir hier keine konkreteren Aussagen mehr. Schönen Dank. Zurück nach Köln. In Mecklenburg-Vorpommern wird es schwierig. Sicherlich einfacher ist es in Thüringen. Dort ist Wolfgang Kente mich. Ah nein, in diesem Augenblick höre ich gerade, dass der SPD-Kanzlerkandidat der SPD, Rudolf Scherping, vor die Kameras tritt. Nach Bonn zu Rudolf Scherping. Was muss ich machen? Meine Damen und Herren, wir hören soeben, dass Herr Scherping sich anschickt, eine Treppe herunterzukommen und anschließend eine Erklärung abzugeben. Ganz ähnlich, wie es der Bundeskanzler vorhin gemacht hat. Sie haben das ja gesehen. Aber im Augenblick richten sich also ungefähr, ich kann es kaum abschätzen, 30 Kameras auf ihn. Jetzt höre ich, dass er doch etwas später kommt. Also müssen wir uns noch einen Augenblick gedulden. Vielleicht kann ich inzwischen zurück nach Köln gehen. Ja, und hier in Köln machen wir ganz einfach eine Hochrechnung. Kennen wir ja nichts. Was, Uli Deppnow? Ja, das machen wir ganz einfach. Die neueste Hochrechnung, meine Damen und Herren, die sieht dann wie folgendermaßen aus. Die FDP-Union kommt auf 41,4. Die Sozialdemokraten auf 37,1%. Die Freien Demokraten 6,8. Bündnis 90 Grüne auf 6,7. Die PDS auf 4,3%. Die anderen auf 3,7%. Jetzt das Ganze in Gewinn- und Verlustrechnung. Union minus 2,4% Punkte, die Sozialdemokraten plus 3,6% Punkte, die Freien Demokraten minus 4,2% Punkte, hauptsächlich in den neuen Bundesländern. Bündnis 90 Grüne plus 1,7, die PDS plus 1,9 und die anderen 0,6% Punkte minus. So, jetzt wieder der Blick in den Bundestag, die Mandatsverteilung. Wir gehen von 656 Sitzen aus. Die Union kommt auf 284 Sitze, verliert 34 Mandate. Die Sozialdemokraten 253 Sitze, gewinnen 16 hinzu.
Die Freien Demokraten verlieren 33 Abgeordnete, haben jetzt 46 Abgeordnete im neuen Bundestag. Bündnis 90 Grüne 44 und die PDS, obwohl nur 4,3%, aber sie hat die drei Direktmandate wohl erreicht. Dann kommt sie nämlich auf 29 Mandate und zieht in den neuen Bundestag ein, sodass, ich sage mal, das Lager der CDU, CSU, FDP jetzt bei 330 Sitzen liegt und das andere Lager, wenn man SPD, Bündnis 90 Grüne und PDS zusammenzieht, bei 326. Das ist knapp, aber komfortabel und es wird weiter so gehen. So, und wir schalten jetzt noch mal nach Thüringen, denn das, was manche erwartet hatten, ist ja nicht eingetreten, dass die SPD nun die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat bekommen könnte, wenn sie in Thüringen die Macht übernimmt. Also nach Thüringen, Erfurt, Wolfgang Kentemich. Ja, in der Tat, Uli Wickert, das hatte keiner erwartet, das ist auch wohl eher scherzhaft gemeint gewesen. Natürlich hatte die SPD angestrebt, hier den Machtwechsel herbeizuführen. Das hat sie nicht geschafft, aber es gibt eine völlig offene Situation, ähnlich auch wie in Mecklenburg-Vorpommern. Möglicherweise nur drei Parteien im neuen Landtag. Bei den Grünen sieht es noch etwas wackelig aus, aber möglicherweise bleiben sie draußen. Ich habe hier Gerd Schochert, der SPD-Spitzenkandidat, Herausforderer von Bernhard Vogel. Sie haben es nicht gepackt. Woran lag das? Ja, wir haben eine Menge gepackt, aber gestatten Sie, dass ich zunächst mal den Thüringer Bürgern danke, dass sie in so überzeugender Weise zur Wahl gegangen sind. Ich freue mich über die sehr gute Wahlbeteiligung. Die war besser und als bei der Europawahl. Ja, auf jeden Fall. Und wir Thüringer Sozialdemokraten haben hier ein kräftiges Stück zugelegt. Wir haben etwa 6 Prozentpunkte gewonnen und das ist ein Riesenerfolg. Nun haben Sie aber eine äußerst schwierige Situation vor sich. Sie haben vom Ministerpräsidenten Bernd Vogel gehört, dass er mit allen Parteien sprechen will. Sie werden wahrscheinlich als erstes dran sein. Sind Sie denn bereit, eine große Koalition einzugehen? Jetzt müssen wir erst mal abwarten, wie das Landtagswahlergebnis wirklich aussieht. Bisher sind nur Prognosen bekannt und erste, noch sehr unsichere Hochrechnungen. Nun wollen wir erst mal sehen, wie das Ergebnis wirklich ist. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Grünen in den Thüringer Landtag kommen. Ich würde es Ihnen wünschen. Sie haben eine gute Arbeit geleistet. Es ist noch zu früh, eine endgültige Wertung zu geben, außer einer, dass Herr Vogel sein erklärtes Wahlziel nicht erreicht hat, nämlich mit der FDP zusammen eine Regierung bilden zu können. Es könnte nach einigen Hochrechnungen immer noch die Variante geben, dass er eine absolute Mehrheit der Sitze bekommt. Das schließen wir jetzt mal im Moment aus, weil das die einfachste Lösung, was zumindest die Sitzverteilung anbetrifft, wäre. Was können Sie denn ausschließen in Bezug auf das Magdeburger Bordell? Sie haben immer gesagt, mit der PDS geht hier in Thüringen nichts. Nun gibt es aber auch hier die mögliche Variante, dass die SPD mit den Grünen und der PDS zusammen mindestens gleich auf mit der CDU, aber auch sogar stärker sein könnte. Gibt es eine Konstruktion jenseits der CDU? Ich habe vor der Wahl eine klare Aussage getroffen und ich gehöre zu den Leuten, für die nach der Wahl das Gleiche gilt wie vor der Wahl. Es wird keine Lösung mit der PDS zusammengeben. Schönen Dank, Herr Schuchert, fürs Erste. In Thüringen, wie gesagt, bleibt es ebenso spannend, was zumindest die nächste Regierungskonstellation anbetrifft. Damit zunächst zurück zu Uli Wickert. So, und weil Rudolf Scharping immer noch nicht die Treppe runterkommt, jetzt ein Gespräch. Martin Schulze, Gerhard Schröder. Herr Schröder, drei Sitze mehr für die jetzige Regierung. Halten Sie das für eine stabile Möglichkeit, dieses Land zu führen? Überhaupt nicht. Das sind die Wahlverlierer, und zwar alle beide, wie die Grafiken zeigen ihrer Zuschauer. Und in einer solchen Konstellation kann man angesichts der Probleme, die wir im Ökonomischen vor allen Dingen haben, das Land nicht stabil regieren. Das ist völlig ausgeschlossen. Kurzum, gegen die deutschen Sozialdemokraten ist Deutschland nicht zu regieren. Okay, wenn es nicht gegen... So, Gerhard Schröger, möge das wirklich verzeihen, dass wir ihn hier unterbrechen. Denn Ernst-Dieter Luke hat Helmut Kohl im Gespräch. Ich habe mit 42% gerechnet, weil mir klar war, dass wir was abgeben an die FDP. Wir haben vielleicht 1,5, 1,8, 2% verloren. Das ist gemessen an der Ausgangsposition im Frühjahr dieses Jahres, wo viele uns bei 35% sahen, eine ganz prima Zahl. Wir haben 10 Mandate, 8, 10, vielleicht werden es 12 werden, das warten wir noch ab. Ich lasse jetzt mal das PDS-Problem aus der Diskussion. Dann habe ich die gleiche Mehrheit wie Helmut Schmidt und Willy Brandt, 69 und 76. Warum soll ich mich eigentlich jetzt da lang drüber aufhalten? Wir haben eine Mehrheit, eine klare Mehrheit für die Koalition da.
Und wenn ich nun die kommunistischen Stimmen noch als kommunistische Stimmen deklariere, die gab es ja damals nicht, dann kann ich Ihnen sagen, unter den demokratischen Parteien haben wir gut abgeschnitten. Freuen Sie sich? Diese ganze Legislaturperiode durchhalten. Ja, warum? Warum fangen Sie denn jetzt schon wieder an? Wieso denn knappe Mehrheit? Die FDP hat auch 1969, 1976 genau das Gleiche bei gleicher Mehrheit getan. Warum zweifeln Sie jetzt bei der FDP des Jahres 94 den Willen an, den Sie 1976 und 1969 übrigens unter schwierigeren Verhältnissen wie heute bewiesen hat? Ich bin dagegen jetzt den Kollegen der FDP. Erst hat man ihnen angehängt, sie kommen nicht rein. Wochenlang ist getrommelt worden, die Totenglocke ist geläutet worden. Jetzt sind sie drin, jetzt wird wieder gezweifelt, ob sie seriös sind. Ich denke gar nicht daran. Aber Sie glauben nicht, dass das Regieren schwieriger geworden ist? Warum soll es denn schwieriger geworden sein? Weil das Ihre Parteifreunde bei uns im Interview schon gesagt haben. Ja, das mag ja sein, dass Sie das gesagt haben. Ich sage es Ihnen nicht. Eine große Mehrheit ist im Moment der Wahl sehr komfortabel. Das ist wahr. Ich habe das ja alles schon erlebt. Eine kleine Mehrheit ist eine viel wiederum mit Abstand die stärkste Partei geworden. Und im Januar 1990 hat uns das kein Mensch zugetraut. Jetzt haben wir die 90er-Wahl gewonnen, haben die 94er-Wahl gewonnen. Und wir haben Ergebnisse erzielt, die man natürlich nicht vergleichen kann mit den Wahlen der alten Bundesrepublik. Da war ich neben Adenauer King. Wir haben 48% erreicht. Aber das ist nicht die alte Bundesrepublik. Und in den uralten Kernländern der deutschen Sozialdemokratie, Thüringen, das legendäre Eisenacher Programm der SPD ist in Thüringen verabschiedet. Und der Bernd Vogel hat ein Mandat unter der absoluten Mehrheit. Das ist fantastisch. Das rote Sachsen, Kurt Biedenkopf hat eine riesige absolute Mehrheit. Das ist fantastisch. Sachsen-Anhalt sind wir mit Abstand stärkste Partei und Mecklenburg-Vorpommern auch mit Abstand stärkste Partei. Was kann ich eigentlich noch mehr erwarten? Sie können sich freuen, heißt ja. Es, dass Klaus Kinkel... So, das war Helmut Kohl befragt, nicht von Ernst-Dieter Luk in Maske, sondern von Marcel Pott. Aber wir schalten jetzt nach Saarbrücken. Dort hat Norbert Klein den Ministerpräsidenten Lafontaine zum Gespräch. Ja, Herr Lafontaine, zunächst sah es ja nicht so gut aus für die SPD hier nach den Prognosen. Jetzt haben wir plötzlich ein Zwei-Parteien-System, amerikanische Verhältnisse im Saarländischen Landtag. Zunächst mal die staatspolitische Frage. Wie bewerten Sie denn plötzlich zwei Parteien im Landtag? Na gut, das kann man so oder so sehen. Zwei-Parteien-Systeme haben bekanntlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass eine klare Profilierung beider Parteien möglich ist. Im Übrigen, wenn Sie mir das gestatten, ich bin natürlich sehr glücklich über dieses Ergebnis. Wenn man dreimal die absolute Mehrheit in einem Lande erreicht, dann befällt einen ein Gefühl der Dankbarkeit. Das habe ich gegenüber der saarländischen Bevölkerung. Und das verbindet mich mit diesem Land noch mehr, als es bisher schon der Fall war. Ich möchte allen, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben, herzlichen Dank sagen. Ist das auch ein Ansporn für Sie, erst recht jetzt im Land zu bleiben? Also, wir wissen nicht, wie die Bundestagswahl ausgeht. Ich habe ja klare Festlegungen getroffen, wie auch vor der letzten Wahl. Ich kann im Moment nicht sagen, wie in Bonn sich die Karten mischen werden. Wenn in Bonn eben die Regierung weiter amtiert, ist es klar, dass ich hier weiter als Ministerpräsident amtiere. Dass es nicht auf den ersten Schlag zumindest gereicht hat, in Bonn tatsächlich den Wechsel zu schaffen. Wo liegen da die Ursachen? Hat das mit der Troika doch nicht so geklappt? Na, wir haben immer so eine halbe Aufteilung der Wählerschaft gehabt. Es gab ja sehr früh die Lagertheorie, die ist ja jetzt auch sichtbar geworden mit allen Differenzierungen. Und letztendlich ist eben in einer Zeit, in der die Staatsfinanzen so ruiniert sind, die Arbeitslosigkeit so hoch ist und der eben noch die Steuerschraube bereits so angedreht ist, ist eben nicht viel Raum für große Würfe. Da geht es also mehr um Einsparen und so weiter und das ist ja überall nicht populär. Wie wird es denn in Bonn weitergehen? Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil man dazu wirklich das Ergebnis braucht. Das liegt mir noch nicht vor. Trotzdem noch mal zurück. Haben Sie Fehler gemacht im Wahlkampf oder wie führen Sie was führen Sie denn auf die Tatsache zurück, dass Sie es einfach nicht geschafft haben noch mal? Sie haben die Frage eben nicht präzise beantwortet. Nun, wir hatten ja eine schlechte Ausgangssituation im Sommer. Da wurden wir also bei 33, 34 gehandelt. Wir sind jetzt doch deutlich nach vorne gekommen. Auf der anderen Seite ist eben die Regierung immer in irgendeinem Vorteil. Das sieht man ja auch in den Ländern. Und insofern wollen wir doch mal gewichten. Die CDU hat eines der schlechtesten Ergebnisse, das sie je hatte. Wir sind wieder deutlich nach vorne gekommen und sind damit natürlich zufrieden. Wenn es auch in Bonn nicht für einen Wechsel gereicht hat, es deutet sich ja doch an, dass im Bundesrat sich einiges ändert. Das ist richtig. Das ist auch für die Saarbevölkerung von großem Interesse. Unsere Position ist im Bundesrat noch stärker geworden, sodass wir auch für den Fall, dass in Bonn eben die Dinge beim Alten bleiben, sehr gute Möglichkeiten haben, die Interessen unseres Landes zu vertreten. Schönen Dank. Ich gebe zurück nach Köln. Der Oskar Lafontaine ist zufrieden. Wie sieht es denn aber mit der Hochrechnung aus im Saarland und in anderen Ländern?
Ja, Olli Wickert, liebe Zuschauer, wir haben die zweite Hochrechnung aus den Landtagen. Eines steht jetzt schon fest, die Landtage werden sich doch um einiges verändern. Das heißt, die Zusammensetzung mit den Parteien werden sich verändern. Wir blicken zunächst einmal ins Saarland. Die SPD erreicht dort 50,1%, die CDU kommt auf 38,5%, die FDP nur noch auf 2,1% und ist damit raus. Bündnis 90 Grüne 4,9%, sie schaffen es im Saarland nicht. Die Republikaner kommen auf 1,5% und die übrigen Parteien auf 2,9%. Ja, ich höre gerade, wir müssen, glaube ich, rüber. Genau, wir gehen nämlich jetzt rüber zu Rudolf Scharping, denn endlich kommt er die Treppe runter. Hoffentlich, da ist er. Ein Interview zu geben. Ich kann mal spekulieren, was geschehen wird. Rudolf Scharping wird entweder sehr deutlich oder aber auch verklausuliert darauf hinweisen wollen, dass es die Möglichkeit einer großen Koalition geht. Ich denke, es wird ein Angebot werden. Wenn Sie gerade den Bundeskanzler gehört haben, dann wird es für ihn schwer sein, von seiner Position herunterzukommen. Zunächst aber jetzt Rudolf Scharping, der von dem großen Beifall, es sind ja im Wesentlichen Genossinnen und Genossen, die hier sind, begleitet wird. Er beginnt seine Rede. Also, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Hört ihr mich jetzt alle? Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, zunächst, ich bedanke mich bei allen, die einen unglaublich engagierten und außerordentlich erfolgreichen Wahlkampf geführt haben, bei allen in der Partei und bei allen, die darüber hinaus mitgeholfen haben. Auch beim Regierungsteam, bei Oskar Lafontaine, bei Gerhard Schröder und allen anderen, die dazugehört haben. Wir haben ein Ergebnis mit einem Zuwachs von rund 3,5%. Das ist der stärkste Zuwachs für die SPD seit 1949, mit Ausnahme der Zeit zwischen 61 und 65. Wir sind... Wir sind im Übrigen im Osten Deutschlands sehr stark vorangekommen und im Westen Deutschlands liegen wir über dem Ergebnis des Jahres 1983, also das beste Ergebnis im Westen Deutschlands seit dem Regierungswechsel 82. Und nun kommt aus meiner Sicht etwas hinzu, was ich für sehr beachtlich halte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Koalition 1, 2 oder 3 Mandate Mehrheit hat. Sie wird extrem knapp bestätigt und bleibt dennoch eine Koalition der Verlierer. Was immer in den nächsten Stunden noch passiert, es sind ja noch gewisse Schwankungen möglich. Eines ist völlig klar, wir werden ganz konsequent und ganz beharrlich an unserer Linie festhalten, wirtschaftlichen Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und ökologische Erneuerung so miteinander verbinden, dass dieses Land gerechter und friedlicher gestaltet wird, dass die Menschen im Osten Deutschlands eine faire Chance bekommen, und dass jeder in diesem Land sich darauf verlassen kann, die Sozialdemokratie wird in den nächsten 4 Jahren, egal in welcher Konstellation oder Rolle im Einzelnen auch immer, auf jeden Fall gestärkt auch durch die Ergebnisse der Landtagswahlen, eine starke Kraft sein, an der in Deutschland im Prinzip nichts mehr vorbeiführt. Dann will ich aber auch von dieser Stelle aus Oskar Lafontaine, Gerd Schuchardt und Harald Ringsdorf sehr herzlich gratulieren. Die haben gute Ergebnisse und eine absolute Mehrheit zu behaupten, ist ein gutes Ergebnis. Zuwächse
unter den bekannten Schwierigkeiten zu erreichen in den beiden ostdeutschen Ländern. Das sind gute Ergebnisse. Ich hoffe, das ist mit der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ganz genauso. Und jetzt wollen wir mal in Ruhe abwarten, wie der Rest des Abends geht. Es gibt ein paar hektische Leute. Und wer den Herrn Kohl gesehen hat, der hat gesehen, der ist auch etwas hektisch geworden und gar nicht so sicher, wie er sich eigentlich immer darstellt. Wenn wir jetzt nicht regieren, dann ist eines gewiss, wir werden es 1998 oder früher mit großer Sicherheit tun. So, das war der SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping. Und wir machen weiter bei den Hochrechnungen von Landtagen. Saarland hat abgehakt und jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Saarland war abgehakt, meine Damen und Herren. Dort hatten wir festgestellt, dass nur noch zwei Parteien im Landtag sein werden. Bündnis 90 Grüne und FDP haben es dort nicht geschafft. Wir blicken jetzt auf Mecklenburg-Vorpommern. Und da sieht die zweite Hochrechnung so aus. Die CDU kommt auf 38,9%, die SPD auf 27,8%. Die FDP auf 4,0 hat es demnach in Mecklenburg-Vorpommern nicht geschafft. Bündnis 90 Grüne ebenfalls nicht drin, 3,6%. Und die PDS auf 23,2, die übrigen bei 2,5. Und nun die Gewinn- und Verlustrechnung für Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU bleibt in etwa stabil, plus 0,6 Prozentpunkte. Die SPD ebenfalls plus 0,8. Die FDP minus 1,5. Bündnis 90 Grüne minus 2,8, die PDS Gewinnerin mit plus 7,5 Prozentpunkten und die übrigen verlieren minus 4,6 Prozentpunkte. Und wir blicken nun in den Landtag nach Schwerin und der sieht jetzt wie folgt aus. 71 Sitze sind zu verteilen, die CDU bekommt 31, gewinnt 2 hinzu, die SPD 22 plus 1, die PDS 18 plus 6 und die FDP ist raus. So, und nun blicken wir nach Erfurt. Zur zweiten Hochrechnung nach Thüringen. Die CDU kommt dort auf 44,7 Prozent, die SPD auf 28,8. Die FDP ist draußen in Thüringen. Sie war dort an der Regierung mitbeteiligt. Sie hat jetzt nur noch 2,9 Prozent. Bündnis 90 Grüne sind nicht drin, 4,6 Prozent. Die PDS dagegen 16,5 und die übrigen Parteien bei 2,5. Und damit zurück zu Uli Wickert. Ja, es tut mir leid, dass ich Sie schon wieder unterbrechen muss, aber jetzt hat Martin Schulze den SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping im Gespräch. Martin Schulze. Können wir ein Wasser bekommen? Herr Scharping ist etwas trocken in der Kehle von seiner langen Rede gerade. Lang war sie doch nicht. Nein, das war es nicht. Herr Scharping, Sie haben gerade, wir haben das live übertragen, gesagt, gegen die SPD kann in Deutschland nicht mehr regiert werden. Ich denke, Sie meinen auch Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und so etwas. Was heißt denn das genau? Steuern Sie eventuell eine große Koalition an? Nein, davon ist überhaupt keine Rede. Ich möchte nur sehr deutlich machen, dass die Koalition, wenn überhaupt, das ist ja noch offen, eine sehr knappe Mandatsmehrheit haben wird und dass die Position der SPD, die im Bundesrat ohnehin schon sehr stark war, heute weiter gestärkt worden ist. Halten Sie es überhaupt für möglich, dass mit einer so knappen Mehrheit und gegen den Bundesrat in Deutschland stabil regiert werden kann? Herr Kohl will es ja versuchen. Heißt das für Sie, dass Sie glauben, dass schon während dieser Legislaturperiode Sie die Macht übernehmen können? Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass diese Koalition in große Schwierigkeiten kommt. Wer die letzten Wochen beobachtet hat und die Zeit davor, der weiß, dass die innere Konsistenz von CDU und Liberalen nicht so sonderlich ausgeprägt ist. Ich warte das jetzt in großer Ruhe ab. Wir haben eine sehr starke Position auf der Grundlage höchst beachtlicher Zugewinne, wofür ich allen danke, die mitgewirkt haben. Aber unsere Position ist ungewöhnlich stark geworden. Und das werden wir nutzen, und zwar so, wie wir es versprochen haben. Wirtschaftlichen Fortschritt, soziale Verantwortung, ökologische Erneuerung. Vielen Dank, Herr Scharping. Wir sehen und hören Sie gleich wieder in der Bonner Runde. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, eine letzte Meldung von dem Landeswahlleiter in Berlin. Danach hat er Hochrechnungen, die in 4 von 5 Ostberliner Wahlkreisen die PDS vorne sehen, auch Stefan Heim. Wir verabschieden uns jetzt für diesen Teil aus dem Wahlstudio. Es geht natürlich weiter in der Tagesschau, Tagesthemen, Telegramm extra und den Tagesthemen. Melden uns hier aus diesem Studio um 23:45 Uhr noch einmal.
dann kommt nicht, wie in manchen Zeitungen ausgezeichnet, zack, sondern das, der zweite Teil dieser Sendung. Bis dahin. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bonner Regierungskoalition bleibt aller Voraussicht nach im Amt. Sie erhielt heute bei der Bundestagswahl eine Mehrheit, die nach den Hochrechnungen allerdings sehr knapp ist. Gleichzeitig konnte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD ihre absolute Mehrheit behaupten, während in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen die Landtagswahlen zu neuen Regierungen, möglicherweise großen Koalitionen, führen. Fest steht, dass auch im 13. Deutschen Bundestag die Unionsparteien stärkste politische Kraft sein werden. Sicher ist ferner, dass nicht nur die FDP, sondern auch die Grünen und die PDS den Einzug ins Parlament geschafft haben. Ebenso wie diese beiden Oppositionsparteien hat auch die SPD Stimmengewinne erzielt. Zum Ausgang der Bundestagswahlen nun direkt aus Köln, Ulrich Deppendorf. Ja, und ich melde mich mit einer neuen Hochrechnung von Infas. Und das sieht folgendermaßen aus. Die Union kommt auf 41,4%, die Sozialdemokraten auf 37,1%, die Freien Demokraten 6,8%, Bündnis 90 Grüne 6,7%. Die PDS auf 4,3% der Zweitstimmen, aber sie gewinnt 3 Direktmandate mit Sicherheit und die anderen Parteien 3,7%. In den Gewinn und Verlusten ausgedrückt heißt das, die Union verliert minus 2,4%, die Sozialdemokraten plus 3,6%, die Freien Demokraten minus 4,2%, das meiste davon in den neuen Bundesländern. Bündnis 90 Grüne plus 1,7%, PDS plus 1,9% und die anderen minus 0,6. Und jetzt ein Blick in den neuen Bundestag in Bonn. 656 Sitze, die Union kommt auf 284, verliert 34 Mandate, SPD auf 253, gewinnt 16 hinzu, die Freien Demokraten kommen auf 46 Abgeordnete, verlieren 33 Sitze, Bündnis 90 Grüne kommen auf 44 Abgeordnete, gewinnen 38 Mandate hinzu. Und die PDS kommt auf 29 Sitze und gewinnt 12 hinzu. Wenn man die Lager sozusagen zusammenrechnet, heißt es 330 für die Regierungskoalition und 326 für SPD, PDS und Bündnis 90 Grüne. Und jetzt noch ein Blick auf die Wahlbeteiligung. Bei dieser Bundestagswahl liegt sie nach der Berechnung von Infas bei 75% gegenüber 78% bei der letzten Bundestagswahl. Und das ist die schlechteste Wahlbeteiligung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Und damit zurück nach Hamburg. Es war die zweite gesamtdeutsche Wahl nach der Wiedervereinigung. Während vor 4 Jahren lediglich 77,8% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, wird diesmal mit einer deutlich höheren Beteiligung gerechnet. Zum Wahlausgang nun aus Bonn Stellungnahmen der Spitzenpolitiker. Wir haben 10 Mandate, 18, vielleicht werden 12 werden, das warten wir noch ab. Ich lasse jetzt mal das PDS-Problem aus der Diskussion. Dann habe ich die gleiche Mehrheit wie Helmut Schmidt und Willy Brandt, 69 und 76. Warum soll ich mich eigentlich jetzt da lang drüber aufhalten? Wir haben eine Mehrheit, eine klare Mehrheit für die Koalition da. Und wenn ich nun die kommunistischen Stimmen noch als kommunistische Stimmen deklariere, die gab es ja damals nicht, dann kann ich Ihnen sagen, unter den demokratischen Parteien haben wir gut abgeschnitten. Eine große Mehrheit ist im Moment der Wahl sehr komfortabel. Das ist wahr. Ich habe das ja alles schon erlebt. Eine kleine Mehrheit ist eine viel bessere Möglichkeit, um Disziplin zu üben. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir das hinkriegen werden. Steuern Sie eventuell eine große Koalition an? Nein, davon ist überhaupt keine Rede. Ich möchte nur sehr deutlich machen, dass die Koalition, wenn überhaupt, das ist ja noch offen, eine sehr knappe Mandatsmehrheit haben wird und dass die Position der SPD, die im Bundesrat ohnehin schon sehr stark war, heute weiter gestärkt worden ist. Halten Sie es überhaupt für möglich, dass mit einer so knappen Mehrheit und gegen den Bundesrat in Deutschland stabil regiert werden kann? Herr Kohl will es ja versuchen. Heißt das für Sie, dass Sie glauben, dass schon während dieser Legislaturperiode Sie die Macht übernehmen können?
Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass diese Koalition in große Schwierigkeiten kommt. Wer die letzten Wochen beobachtet hat und die Zeit davor, der weiß, dass die innere Konsistenz von CDU und Liberalen nicht so sonderlich ausgeprägt ist. Ich war absolut sicher, weil ich sicher war, dass sich mein klarer, unser klarer Kurs auszahlt. Und so ist es. Wir haben auf Bundesebene ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können. Ob wir die Koalition fortsetzen können, ist noch nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass das möglich sein wird. Aber die weniger Prozent, die Sie jetzt haben, vielleicht sogar die Halbierung Ihrer bisherigen Mannschaftsstärke im Parlament, bedeutet das, Sie müssen mehr nachgeben, Sie müssen braver sein? Nein, nein, das bedeutet das überhaupt nicht. Das hätten manche gern, nicht? Das wird aber nicht so sein. Sie werden mich aber nicht an einem Wahlabend, der für uns mindestens was die Bundesebene anbelangt, erfreulich ist, dazu bringen, dass ich jetzt Hürden errichte gegenüber dem Koalitionspartner. Ja, unser wichtiges Ziel war, dass wir wieder reinkommen mit einer starken Fraktion. Und ich denke mir, das können wir schaffen und das haben wir geschafft. Und damit bin ich deswegen ganz happy heute. Wir haben auch einen sehr schweren Wahlkampf hinter uns gehabt, als quasi außerparlamentarische Kraft im Westen wieder in das Parlament reinzukommen. Können Sie sich vorstellen, dass eine Rot-Grün-Koalition von PDS gestützt wird? Also ich kann mir heute Abend so ziemlich alles und nichts vorstellen, weil die Zeit der Vorstellung ist vorbei. Worum es jetzt geht, ist, belastbare Ergebnisse zu bekommen. Die Positionen der Parteien sind bekannt. Und nun warten wir mal ab. Und wenn wir da Konkreteres wissen, dann werden wir sicher Gelegenheit haben, darüber noch sehr sorgfältig zu reden. Das ist zunächst mal eine wirklich historische Leistung. Denn eine solche Allparteienfront gegen eine einzige Partei wie in diesem Wahlkampf hat es, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Alle waren bestrebt zu verhindern, dass wir in diesen Bundestag einziehen. Und ich finde, dass wir uns dagegen durchgesetzt haben, auch noch gegen einen beachtlichen Teil der Medien, beachtliche Kampagnen. Das kann man schon als historisch bezeichnen. Zum Wiedereinzug der SED-Nachfolgepartei PDS nach dem Gewinn von 4 Direktmandaten in den Bundestag nun ein Bericht von Robin Lautenbach. Lange ging es hier zwischen Hoffen und Bangen in der PDS, auf der PDS-Wahlfete am Berliner Alexanderplatz hin und her. Die Gefühle gingen auf und ab, denn es war keineswegs sicher, dass das notwendige dritte Direktmandat hier in einem Ostberliner Wahlkreis errungen worden ist. Gregor Gysi mit 45% in seinem Wahlkreis, das war erwartet worden. Und auch Christa Luft mit 43% in dem zweiten Wahlkreis, auch das war klar. Doch dann ging es lange Zeit zwischen Stefan Heim und Wolfgang Thierse Kopf an Kopf hier in Mitte Prenzlauer Berg. Inzwischen, wenige Minuten vor 8 Uhr, hat es sich dann auch hier herumgesprochen unter großem Bodenlichen. Es gibt 4 Direktmandate, das hat das Statistische Landesamt verkündet. Also auch Stefan Heim ist drin und auch eine gewisse Überraschung. Der Kandidat Manfred Müller ist auch im Wahlkreis Hohenschönhausen-Pankow direkt gewählt worden mit 39%. Manfred Müller, das ist das Besondere, ist von der Handelsbankenversicherungsgewerkschaft. Und er ist aus dem Westen der Stadt nach Ost-Berlin gegangen, um dort für die PDS zu kandidieren. Vielleicht noch 2 Bemerkungen zum Schluss. Die PDS ist oft totgesagt worden. Sie hat das an dieser Wahl überlebt. Und die zweite Bemerkung, auch dieses Wahlergebnis zeigt, die PDS ist und bleibt eine Partei des deutschen Ostens. Damit zurück nach Hamburg. Zugleich mit der Bundestagswahl sind heute auch 3 Landtage neu gewählt worden. Im Gegensatz zu Bonn hat die CDU dabei in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen offensichtlich ihren Koalitionspartner verloren. Sie wurde zwar wieder stärkste Partei, die Freien Demokraten aber haben den Wiedereinzug in die Landtage von Schwerin und Erfurt nicht geschafft. Auch aus dem Landtag in Saarbrücken scheiden sie aus. Im Saarland bleibt die SPD stärkste Partei. Sie hat wahrscheinlich sogar ihre absolute Mehrheit der Stimmen verteidigt. Aus dem Wahlstudio Marion von Haaren. Ja, die Landtage in allen 3 Bundesländern werden ihr Gesicht verändern hinsichtlich der kleinen Parteien. Sehen wir uns zunächst die Hochrechnung für das Saarland an. Danach kommt die SPD auf 50,1%, die CDU auf 38,5%, die FDP fällt raus, 2,1%, Bündnis 90 Grüne schaffen es nicht, 4,9%, die Republikaner 1,5% und die übrigen Parteien 2,9%. Und nun zum Landtag in Saarbrücken und der sieht wie folgt aus. 51 Sitze sind zu vergeben. Die SPD bekommt 29 und verliert einen und die CDU bekommt jetzt 22. Das sind 4 mehr als vorher. Wir haben es also mit einem Zwei-Parteien-Landtag zu tun. Und nun gehen wir gleich weiter nach Mecklenburg-Vorpommern zur neuesten Hochrechnung. Die CDU kommt hier auf 40%, die SPD erreicht 27,4%. Die FDP
3,8 und fällt raus. Bündnis 90 Grüne schaffen es nicht, 3,5%. Die PDS dagegen 22,7% und die übrigen Parteien 2,6. Und nun ein Blick in den Schweriner Landtag. Hier sind 71 Sitze zu vergeben. Die CDU kommt auf 31, das sind zwei mehr als vorher. Die SPD auf 22, sie gewinnt einen hinzu. Und die PDS bekommt 18, das sind sechs mehr als vorher. Die FDP ist, wie eben schon gesagt, raus. Und nun zur jüngsten, zur neuesten Hochrechnung aus Thüringen. Und die sieht wie folgt aus. Die CDU kommt auf 44,3%. Die SPD erreicht 28,7, die FDP 2,7, sie ist damit in Thüringen heraus. Bündnis 90 Grüne 4,7, sie schaffen es diesmal nicht mehr. Die PDS kommt dagegen auf 16,5 und die übrigen Parteien 3,1%. Und zum Schluss noch ein Blick in den Landtag von Erfurt. 88 Sitze sind hier zu vergeben, 44, die Hälfte davon, bekommt die CDU. 28 bekommt die SPD und gewinnt 7 hinzu. Und die PDS kommt jetzt auf 16 Sitze. Bündnis 90 Grüne sind, wie eben schon gesagt, raus. Genauso wie die FDP. Und damit zurück nach Hamburg zur Tagesschau. Im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, haben die Bürger heute nicht nur für den Bundestag abgestimmt, sondern zugleich neue Kommunalparlamente gewählt. Ausgezählt werden diese Stimmzettel aber erst dann, wenn die Bundestagsergebnisse in Nordrhein-Westfalen vorliegen. Soweit unsere Berichte vom Wahltag in Deutschland. Mit großer Mehrheit haben die Finnen heute für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union gestimmt. Aus Helsinki berichtet Markus Lesch. Wir machen weiter mit Irak mit der 513, bitte. Dieser Bericht liegt leider im Augenblick noch nicht vor. Jetzt eine Meldung aus New York. Der Weltsicherheitsrat hat in der vergangenen Nacht den irakischen Truppenaufmarsch an der Grenze zu Kuwait verurteilt und den Rückzug der Elitetruppen gefordert. In der einstimmig verabschiedeten Resolution wurde die Regierung in Bagdad zugleich aufgefordert, die Souveränität des Emirats und die Unverletzlichkeit seiner Grenzen anzuerkennen. Außerdem hob der Sicherheitsrat alle gegen Haiti verhängten Sanktionen auf. Er reagierte damit auf die gestrige Rückkehr des rechtmäßigen Präsidenten Aristide in seine Heimat. Gegen Haiti war nach dem Putsch im September 1991 ein Handels-, Öl- und Waffenembargo verhängt worden. Zudem war die Wirtschaft des Landes mit einer Seeblockade praktisch lahmgelegt. Nordkoreas mutmaßlicher neuer Staats- und Parteichef Kim Jong-il hat sich heute zum ersten Mal seit Mitte Juli wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Er nahm an einer Kundgebung zum Ende der Trauerzeit für seinen Vater teil. Heute Nachmittag 16 Uhr in Pyongyang. Vor der großen Halle des Volkes erscheint Kim Jong-il zum ersten Mal seit 3 Monaten in der Öffentlichkeit zu der Gedenkfeier für seinen verstorbenen Vater Kim Il-sung. Kim hielt keine Rede, wirkte aber gesund, anders als bei seinem letzten Auftritt während der Trauerfeier im Juli und entgegen allen Spekulationen, nach denen er aus Gesundheitsgründen die Nachfolge für den großen Führer nicht antreten könne. Seine öffentliche Abstinenz führte zusätzlich zu Gerüchten über einen politischen Machtkampf um die Nachfolge des am 8. Juli verstorbenen Staats- und Parteichefs. Wann dessen Sohn nun offiziell nachfolgen wird, gab man auch heute noch nicht bekannt. Es heißt, dass das Zentralkomitee der Partei ihn 1 bis 2 Tage nach dieser Massenveranstaltung benennen wird. Doch in den Festreden wurden die Soldaten schon eingeschworen, dem Kameraden Kim Jong-il als Oberbefehlshaber treu zu dienen. Mit der heutigen Gedenkfeier ging nach alter koreanischer Tradition die 100-tägige Trauerzeit zu Ende. Hunderttausende versammelten sich wieder zu Ehren des letzten stalinistischen Diktators, der das Land 50 Jahre beherrschte. Die nach der Entführung eines israelischen Soldaten unterbrochenen Autonomiegespräche zwischen Israel und der PLO sollen am Dienstag in Kairo fortgesetzt werden. Nach einer Sitzung des Kabinetts in Jerusalem teilt ein Sprecher von Ministerpräsident Rabin ferner mit, die Schließung der Grenze zum autonomen Gazastreifen werde morgen aufgehoben. Die von der radikalen Hamas-Bewegung entführte 19-jährige Soldat Wachsmann war am Freitagabend bei einem Befreiungsversuch eines israelischen Kommandos im Westjordanland getötet worden. In Algerien hat es heute 2 weitere Opfer der politisch motivierten Gewalt gegeben.
offenbare die Karle Moslems erschossen in einem Vorort von Algier einen 41-jährigen Rundfunkreporter. In Chemis Miljana wurde der Chef des staatlichen Zuckerkonzerns zunächst verschleppt und später umgebracht. Einen Schaden von schätzungsweise 50 Millionen Mark hat ein Feuer im hessischen Weiterstadt verursacht. Dort brannte in der vergangenen Nacht eine Großbäckerei aus. Rund 200 Feuerwehrleute mit 9 Löschzügen konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gefahrengutdepot übergriffen. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Michael Schumacher hat heute den großen Preis von Spanien vor seinem stärksten Konkurrenten Damon Hill gewonnen. Beim Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft konnte der Kerpener nach 2 Rennen Sperre seinen knappen Vorsprung leicht ausbauen. Trotzdem ist vor den beiden letzten WM-Läufen in Japan und in Australien noch alles offen. Heute in Jerez fuhr der Mönchengladbacher Heinz-Harald Frenzen auf Platz 6 und bekam einen WM-Punkt. Sieg für Anke Huber beim internationalen Damentennisturnier in Filderstadt. Überraschend klar konnte sie sich gegen die Vorjahressiegerin Marie Piers aus Frankreich durchsetzen. Anke Huber überzeugte durch konstante Leistung, wie schon im Viertelfinale gegen Martina Navratilova. Die Französin leistete sich dagegen viele Fehler. Am Ende hieß es 6:4 und 6:2 für Anke Huber, die dann noch Nerven zeigte. Sie verwandelte erst den 4. Matchball zum Turniersieg, den 5. in ihrer Karriere. So, der Beitritt über die Abstimmung in Finnland liegt jetzt vor. Aus Helsinki berichtet Markus Lesch. Guten Abend nach Hamburg. Ja, die letzten Zahlen hier aus der Hauptstadt Helsinki sagen, 57% der Finnen sind dafür, dass ihr Land in die Europäische Union eintritt ab dem 1. Januar. 43% haben heute Abend dagegen votiert. Diese Volksbefragung gilt als die bedeutendste politische, friedenspolitische Entscheidung seit der Unabhängigkeitserklärung von Russland im Jahr 1917. Die Stimmung im Lager der Sieger, der EU-Befürworter heute Abend dennoch sehr verhalten. Ministerpräsident Esko Aho will das Land nicht spalten, nicht polarisieren. Im Übrigen haben jetzt noch die Parlamentsabgeordneten das letzte Wort. Sie müssen im Parlament eine Zweidrittelmehrheit herbeiführen, damit der Beitritt tatsächlich stattfinden kann. Im Moment gibt es darüber noch eine heftige Diskussion im finnischen Fernsehen, weil einige Abgeordnete sich jetzt auf ihre Unabhängigkeit berufen. Auch wenn dieses Ergebnis sehr klar ist, sehr eindeutig für den Beitritt, dann heißt das nicht, dass Finnland jetzt mit fliegenden Fahnen quasi nach Brüssel überläuft. Es ist eher eine nüchterne Entscheidung, eine pragmatische, dass Finnland so den Weg aus der Wirtschaftskrise finden könnte. 18% der Finnen sind im Moment arbeitslos. Grund ist der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und deswegen diese Abwendung vom bisherigen pragmatischen Kurs zu Moskau, der ausgeschlossen hat eine starke Westbindung. Die Finnen sagen jetzt Ja zu Europa, das heißt aber nicht automatisch Ja zur NATO. Sie wollen in der Westeuropäischen Union zunächst mal Beobachterstatus haben, vielleicht auch eines Tages da Mitglied sein. Das ist der letzte Stand aus Helsinki und damit zurück nach Hamburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Oktober. Im Tagesverlauf lösten sich die Nebelfelder über Süddeutschland auf, danach war es hier sonnig. Über Norddeutschland jedoch ein breites Wolkenband. Es gehört zu der Kaltfront eines Tiefs über Nordwestrussland. Später kam aber auch in der Nordhälfte die Sonne wieder durch. Die Kaltfront bewegt sich weiter südwärts. Morgen daher besonders im Alpenvorland, aber auch im Osten zum Teil noch starke Bewölkung. Es bleibt aber weitgehend trocken. Überwiegend gutes Wetter mit viel Sonne dagegen im übrigen Deutschland. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf +3 bis -2 Grad, im Süden nicht ganz so tief, hier nur auf 8 bis 3 Grad. Die Tageswerte liegen bei 6 bis 11, im Südwesten bei 13 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise auch frisch aus nördlichen Richtungen. Das Wetter am Dienstag heiter bis wolkig und trocken, am Mittwoch wieder mehr Wolken und nachfolgend Regen. Unbeständig auch der Donnerstag mit 10 bis 16 Grad, aber wieder etwas milder. Mehr von den Wahlen heute in einer Tagesthemen-Extrasendung um 21.35 Uhr und in den Tagesthemen um 23.15 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bonner Runde, wie immer bei ARD und ZDF. Hier im Bonner ARD-Studio
begrüßen mein Kollege Klaus Bresser und ich die Vertreter der Parteien, die heute in den Deutschen Bundestag gewählt wurden. Sie ist also doch noch zustande gekommen, die berühmte Elefantenrunde, die wir auch vor der Wahl so gerne gehabt hätten. Umso froher sind wir, dass wir Sie jetzt haben. Unsere Gesprächspartner sind wie immer die Vorsitzenden bzw. die Sprecher der Parteien. Aus Ihrer Sicht, meine Damen und Herren, von rechts nach links zunächst der CSU-Vorsitzende Theo Weigel, dessen Partei nur in Bayern kandidiert hat und der deshalb aus München, Dagelfing, zugeschaltet ist. Was heißt daneben, da nur in Bayern kandidiert? Dafür haben wir besonders gut abgeschnitten. Daneben der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl, der alte und wohl auch ziemlich sicher der neue Bundeskanzler. Dann der FDP-Vorsitzende Klaus Kinkel. Daneben der Spitzenkandidat der SPD und deren Vorsitzender Rudolf Scharping. Neben ihm Ludger Vollmer, der Sprecher des Bündnis 90 der Grünen. Und schließlich an seiner Seite der Vorsitzende der PDS, Lothar Bisky. Im Regelfall, meine Damen und Herren, sind in dieser Runde die Parteien vertreten, die die 5%-Hürde überwunden haben. Im Fall der PDS, Sie haben das sicher in unseren Wahlsendungen gesehen, ist das ein klein bisschen anders. Die PDS hat sich ihren Einzug als Partei in den Bundestag durch das Erreichen von mittlerweile 4 Direktmandaten gesichert. So viel an Präliminarien. Die erste Frage an den Gewinner dieser Wahl wohl von Klaus Bresser. Herr Kohl, eine eindeutige Mehrheit für die CDU-CSU, aber nur eine sehr knappe für die Koalition. Es sind gerade mal 4 Sitze, die wir jetzt ausweisen können. Reicht das zum Regieren? Also zunächst einmal zu den Stimmen der CDU. Das ist die zweite gesamtdeutsche Wahl, die geschlagen wurde. Die Vergleichszahlen zur alten Bundesrepublik sind ja wenig aussagekräftig, weil ja 17 Millionen Einwohner der früheren DDR, der neuen Länder, fehlen. Und wir haben 1990 43,8 gehabt und haben jetzt, wenn die Hochrechnungen sich so stabilisieren, ungefähr 41,5. Das heißt, wir haben Stimmen verloren, aber es ist natürlich ein Ergebnis, mit dem ich sehr gut leben kann. Denn Sie müssen ja wissen, wie diese 4 Jahre waren, das haben Sie alles ja miterlebt. Sie wissen, welche Prognosen uns noch im Juni gestellt wurden. Wir sind eindeutig stärkste Partei. Die Koalition, und wir sind vor allem in den neuen Bundesländern, mit Ausnahme von Brandenburg, überall stärkste Partei. Eine Landschaft, von der man das ja früher nie erwarten konnte. Denken Sie nur an Erfurt, Erfurt der Hochburg der SPD und jetzt Herrn Vogel knapp unter der absoluten Mehrheit. Und wir werden die Koalition fortsetzen. Das wird knapp. Ich will jetzt mal zu den jetzigen Zahlen was sagen. Das wird knapp. Aber wissen Sie, ich habe auch mit knappen Mandatszahlen früher schon einmal in einem Land regieren müssen. Das hat 2 Seiten. Mir wäre es natürlich wir hätten mehr Stimmen. Aber ein knappes Ergebnis hat einen Vorteil, es disziplinierte mehr. Und die Ausflüge ins eigene Ego werden geringer sein. Damit meinen Sie Ihren Koalitionspartner? Nein, das ist keine Frage der FDP, das ist eine Frage aller Parlamentarier. Je größer eine Mehrheit für eine Regierung ist, umso weniger ist das Bedürfnis ausgebaut. Es kommt auf meine Stimme an, auf meine Präsenz. Wir werden diese Mehrheit ohne weiteres für praktische Arbeit verwenden. Wir müssten so und so, egal ob wir jetzt 20 Mandate mehr haben oder 4 Mandate mehr haben, darauf achten in der Praxis des Alltags, dass wir mit dem Bundesrat rechnen müssen. Und dementsprechend warte ich jetzt einmal ab. Ich denke, es besteht ja eine Chance, dass sich die Mehrheit noch verbessert durch Überhangmandate. Die gab es bisher immer. Ich kenne hier nicht den neuesten Stand. Jetzt warten wir es ab. Aber hätten Sie sich die letzten 4 Jahre, die Sie als Kanzler regieren, nicht komfortabler vorgestellt mit einer sichereren Mehrheit? Wird das nicht sehr schwierig? Das wird schwierig, aber so ist das Leben. Ich bin ja kein Schönwetter-Bundeskanzler, sondern ich bin für alle Lebenslagen zuständig. Aber ich komme ja von einer ganz anderen Perspektive. Also erinnern Sie sich an den Abend der Niedersachsenwahl im März, erinnern Sie sich an die Botschaften im Zusammenhang mit der Europawahl im Juni. Da war ich überall ein auslaufendes Modell und jetzt gratulieren Sie mir zur Wiederwahl noch nicht, aber immerhin, Sie erwarten die Wiederwahl. Was will ich eigentlich noch mehr? Herr Scharping, Sie sind gleichzeitig Sieger und auch Verlierer dieser Wahl. Sie haben bis zuletzt große Zuversicht ausgestrahlt, dass der Wechsel diesmal gelingen werde, obwohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik das Volk einen Kanzler abgewählt hat. Worauf haben Sie eigentlich diese Hoffnung gebaut, dass es ausgerechnet jetzt
die Zeit reif sein sollte für einen Wechsel. Ja, zunächst, Herr von der Tann, würde ich sagen, dass es ja auch noch nie so knapp war, wie es heute ist. Und auch da warte ich ab, bis das endgültige Ergebnis auf dem Tisch ist. Die SPD geht aus dieser Wahl gestärkt hervor, sowohl im Deutschen Bundestag wie auch im Bundesrat. Und das ist auch das Verdienst der vielen, die in Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen, im Saarland dafür gestritten haben. Wir haben jetzt eine denkbar knappe Bestätigung der Koalition nach den Hochrechnungen. Aber beide Koalitionspartner haben kräftig verloren und die SPD hat kräftig gewonnen. Ich bin mit dem Tag zufrieden, selbst wenn das Hauptziel eindeutig nicht erreicht ist, warten wir es ab, wie es am Ende des Tages aussieht. Herr Klinkel, für die anderen hier am Tisch ging es heute um Sieg oder Niederlage. Für Sie ging es um Sein oder Nichtsein. Aus drei weiteren Landesparlamenten sind Sie heute herausgeflogen. Im Bund haben Sie es ja gerade noch mal geschafft, aber erleichtert werden Sie sein. Aber reicht solch ein Minimalergebnis zum Überleben? Also zunächst mal werden Sie mir nicht verdenken, dass ich mich mit meinen Parteifreunden darüber freue, dass wir auf Bundesebene die beiden Wahlziele wohl offensichtlich erreicht haben, die wir uns gesetzt hatten. Erstens glattes Überspringen der 5%-Hürde, das heißt zurück wieder in den Bundestag, wo wir ja mit einer starken Fraktion noch drin sind. Zweitens Fortsetzung der Koalition. Die beiden Ziele haben wir erreicht und da waren wir ja nun auch totgesagt, nicht? Alle haben uns also ja schon absolut weg und abgeschrieben gehabt und deshalb werden Sie mir nicht böse sein, wenn ich sage, dass mich das Ergebnis natürlich freut. Ja, ich bin traurig über das Ergebnis bei den Landtagswahlen, gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und ich würde doch hier gern sagen, dass wir mit dem Bundestagswahlergebnis, das wir erreicht haben, sorgsam umgehen werden. Wir haben die Signale schon verstanden, die ausgegangen sind von den verlorenen Landtagswahlen. Wir werden versuchen, das Vertrauen, das uns jetzt ausgesprochen worden ist, auf Bundesebene zu rechtfertigen. Und wir werden uns mächtig Mühe geben müssen in den Ländern, um da wieder aufzuholen. Und das werden wir tun, das werden Sie sehen. Es gab in der Vergangenheit öfter Situationen, leider, bei der FDP, die eben auf Bundesebene, auch sage ich auch nochmals leider, stärker immer war als auf Kommunal- und Landesebene. Aber wir werden Aufbauarbeit vor allem leisten müssen in und für die neuen Bundesländer. Und das haben wir uns fest vorgenommen, heute schon in der Präsidiumssitzung, das werden wir in die Tat umsetzen. Also keine Euphorie bei uns nach diesem Wahlergebnis, aber auch kein in Sack und Asche gehen, sondern klare Fortsetzung der Koalition hier und Aufbauarbeit wieder in den Ländern. Herr Vollmer, die Grünen sind ja nun in den Bundestag zurückgekehrt, Sie waren ja draußen. Dann habe ich aber auf der anderen Seite von Ihnen heute eine Äußerung gesehen. Sie haben gesagt, wir werden den Kanzler jagen, ihm auf den Fersen bleiben. Ist das nicht ein bisschen den Mund vollgenommen, mit 6,7% den Kanzler zu jagen und ihm auf den Fersen zu bleiben? Sehen Sie, unser erstes und wichtigstes Ziel war überhaupt das Comeback zu organisieren. Das haben wir geschafft. So etwas hat in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie eine Partei geschafft. Wir sind natürlich froh und glücklich darüber und das ist die Voraussetzung für alles Weitere. Endlich haben die ökologischen und feministischen und radikaldemokratischen Kräfte in der Bundesrepublik wieder eine politische Kraft im Bundestag, die deren Interessen auch wirklich Ausdruck verleiht. Und wir werden sehen, was wir damit anfangen können. Die Oppositionsrolle werden wir gerne übernehmen. Es wird diese Rolle auch niemand besser spielen können als wir. Aber wir warten darauf, ob es in den nächsten vier Jahren auch die Chance gibt zu einem vorzeitigen Wechsel. Denn die Mehrheit, die könnte sehr, sehr knapp sein. Und wenn ich sage, wir jagen, heißt das, wir werden ganz energische und konsequente Oppositionspolitik betreiben. Ich weiß nicht, welche Strategie die SPD verfolgt mit ihrer Stärke im Bundesrat. Und vielleicht ergibt sich die Chance, in der Mitte der Legislaturperiode einen Wechsel zu organisieren. Also für mich sind die Dinge überhaupt nicht ausgeschlossen. Man darf nicht sagen, die Machtfrage ist für die nächsten vier Jahre erledigt. Und nun lehnen wir uns zurück, lassen uns noch weiter entpolitisieren als in den letzten Jahren, sondern jetzt heißt es energisch kämpfen, Opposition betreiben und die ökologischen, sozialen, feministischen und radikaldemokratischen Inhalte zur Geltung bringen. Herr Weigel in München, bei der Bundestagswahl hatten Sie jetzt kaum weniger Stimmen als bei der doch sehr erfolgreichen Bayernwahl vor wenigen Wochen. Das ist noch gar nicht gesagt, denn wir haben ja eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung und wahrscheinlich haben wir bei der Bundestagswahl genauso viel absolute Stimmen erreicht wie bei der Landtagswahl.
Ja, wenn, gut, also wenn wir auf 50,6% kommen, ist das jedenfalls ein Spitzenergebnis. Und bleibt dann noch um einige Prozent hinter der Bayernwahl. Aber was ich wissen will, dieses gute Ergebnis veranlasst Sie, das, Ihren Einfluss in Bonn zu verstärken, innerhalb der Koalition? Wir sind und bleiben ein stabilisierendes Element in dieser Koalition, in dieser Regierung. Wir sind mit etwa 7,2% bundesweit, obwohl wir nur in Bayern kandidiert haben, die drittstärkste Partei, die drittstärkste Kraft. Und das verpflichtet natürlich. Vor 4 Jahren hat man sich lustig gemacht und gesagt, möglicherweise könnte eine CDU-FDP-Koalition die Mehrheit haben. Heute weiß jeder, ohne und gegen die CSU kann in Bonn nicht regiert werden. Und wir werden diesen Auftrag sehr verantwortungsbewusst wahrnehmen. Herr Biski, über 4 Direktmandate, so sieht es jetzt aus, sind Sie dann doch wieder in den Bundestag gekommen. Aber das Zünglein an der Waage, das Sie hätten gern spielen wollen, das sind Sie nun doch nicht geworden. Was spielen Sie denn jetzt dann künftig für eine Rolle unter 3 Oppositionsparteien und dann auch noch eine Partei, mit der die anderen nichts zu tun haben wollen? Also wenn wir 1990 gesagt hätten, wir kommen wieder in den Bundestag, hätten uns alle ausgelacht. Das steht fest. Und wir sind jetzt wieder im Bundestag, über 4 Direktmandate. Das heißt, dort, wo Menschen uns kennen und auch die Erneuerung in der PDS erlebt haben, dort werden wir gewählt, und zwar in Größenordnung. Ich gehe einmal davon aus, dass auch die Ergebnisse in Thüringen 7% zugelegt, in Mecklenburg-Vorpommern 6% zugelegt, dass wir damit die drittstärkste Kraft im Osten geworden sind. Es stimmt. Wir wollen Opposition betreiben, wir wollen auch nicht unbedingt irgendein Zünglein sein im Osten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern Opposition. Nein, da sind wir ja schon Zunge geworden, nicht? Eine kräftige Zunge. Und ich gehe mal davon. Aber Opposition? Ja, das wird sich ja zeigen, was es dort ergibt. Es hat uns noch niemand etwas angeboten, und wir werden mit unseren Stimmen verantwortungsbewusst umgehen, denn wir haben in Mecklenburg-Vorpommern immerhin mehr als 20%. Warten Sie denn auf ein Angebot? So klingt das jetzt. Ich gehe von Realitäten aus. Und die Realitäten sind, wir sind heute in den Bundestag gekommen, obwohl alle eine Allianz gegen uns. Nein, ich sprach von Mecklenburg-Vorpommern. Erwarten Sie von der SPD ein Angebot? Das müssen Sie die SPD fragen. Ich kann nicht für die, also, Herr Scharping, ich kann nicht für die SPD antworten. Ja. Nein, ich will aber noch einen Satz dazu sagen. Wir streben nicht Regierungsbeteiligung an. Es bietet uns ja auch ernsthaft niemand welche an. Aber im Osten... Noch nicht. Aber das hörte sich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern ganz anders an. Ich hoffe ja in 2-3 Jahren. Dann sieht es auch anders aus. Lassen Sie uns noch 2-3 Jahre auf der Opposition. Der Spitzenkandidat Herr Scharping in Mecklenburg-Vorpommern, der SPD, heißt Ringsdorf. Und der hat das heute Abend sehr offen gelassen. Und man glaubte schon, dort könnte Ähnliches oder gar mehr als in Mecklenburg-Vorpommern geschehen. Sie meinen als in Sachsen-Anhalt, aber... Als in Sachsen-Anhalt, ja. Aber unbeschadet dessen, ich werde mit Harald Ringsdorf so wie bisher auch telefonieren, in persönlichen Kontakt bleiben und schon mithelfen, dass es da eine vernünftige Operation gibt. Aus meiner Sicht darf es in der deutschen Politik auf die PDS nicht ankommen. Herr Bundeskanzler, es war dies ein Wahlkampf der Personen, Helmut Kohl und Rudolf Scharping, fast, das ist uns ja auch als den Medien immer zum Vorwurf gemacht worden, fast ein Präsidialwahlkampf. Sachthemen, dies war wiederum ein Vorwurf an Sie, haben in diesem Wahlkampf eine eher geringe Rolle gespielt. Das ist also auch ein persönlicher Erfolg für Sie, was Sie da erreicht haben. Hätten Sie es denn mit einem Gegenkandidaten Gerhard Schröder schwerer gehabt? Also zunächst einmal bestreite ich entschieden die These, dass Sachthemen keine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich war ja nun in über 100 Wahlkundgebungen, Kundgebungen jeglicher Art, habe vor fast einer 750.000 Menschen gesprochen. Ich habe unentwegt, meine Freunde und Kollegen der Partei auch, über Sachthemen gesprochen. Die Leute, die da an den Ständen standen, übrigens für alle Parteien, und das finde ich, sollte man mal bei der Gelegenheit auch sagen, alles ehrenamtliche Leute, die zu zigtausenden unterwegs sind, die unseren besonderen Respekt und unseren besonderen Dank verdienen, das sage ich auch meinen eigenen Freunden in der Partei, die haben natürlich Sachdiskussionen geführt darüber. Sie, zum Beispiel auf dem Plakat, auf dem Sie zu sehen waren. Dabei haben Sie denn mal auf Plakaten Sachthemen erörtern können in einem Halbsatz? Das ist doch nie ein Thema gewesen. Wir haben natürlich über Sachthemen gesprochen. Aber ich freue mich ja darüber, dass auch in der Personalisierung diese Wahl gewonnen wurde. Denn es ist ja nun eindeutig, wir liegen mit weitem Abstand, sind die einzige Partei über 40%.
und das in Gesamtdeutschland. Und wissen Sie, ich habe noch in meiner Erinnerung den Januar 1990, da hat man mir damals prophezeit, da war noch vor der Volkskammerwahl, dass wir so bei 12-14% abkommen würden. Und jetzt sind wir wieder mit Abstand die stärkste Partei. Ja, und das bei Gerhard Schröder als Gegenkandidat auch so wissen Sie, ich finde, das ist journalistisch verständlich, aber für mich überhaupt gar kein Thema. Ich habe mich immer geweigert, den Gegenkandidaten mies zu machen, zu allen Zeiten. Das war früher schon so bei Willy Brandt und das war später bei Helmut Schmidt so. Und dann habe ich ja mit einer ganzen Reihe von Kollegen der SPD zu tun gehabt. Es ist die Sache der Volkspartei, der großen Volkspartei SPD, ihren Kandidaten aufzustellen. Und es ist nicht meine Sache, da Noten abzugeben. Der Herr Schröder ist jetzt Ministerpräsident, in der Lage der Dinge wird er das bleiben. Und er wird sich ja dann wieder mindestens zur Wahl in Niedersachsen stellen. Dann sehen wir weiter. Das ist für mich heute gar kein Thema. Herr Scharping, jetzt da alles vorbei ist, können Sie vielleicht offener reden. Sie waren im Frühjahr des Jahres noch ganz oben, dann ziemlich weit unten. Woran lag denn das? Lag es auch an eigenen Fehlern, die Sie gemacht haben? Naja, zunächst, jetzt sind wir ja auch wieder ziemlich weit oben. Und da kommen viele Dinge zusammen. Natürlich haben wir Fehler gemacht, ich auch. Aber aus denen lernt man bekanntlich. Und welche waren das? Naja, wollen wir die jetzt nochmal alle aufzählen? Oh, so, vielleicht also, einen, Herr Scharping. Naja gut, also ich habe doch gelernt, Sie vergessen das Wort steuerpflichtig und dann fallen schon ein paar drüber her mit Brutto-Netto. Im Übrigen, ich will dann doch sagen, dass dieser Wahlkampf aus meiner Sicht unter einem gelitten hat. Nicht? Sie hatten den Mut nicht, diese Runde einzuladen, die man vor der Wahl... Oh, schon wir haben sie eingeladen. Wir haben bloß keine Zusagen bekommen. Und dann ist es so gelaufen, dass ein Teil der Dinge eben doch sehr nebenbei... Wissen Sie, meine Erfahrung ist eine ganz andere. Die Leute, mit denen ich geredet habe, die sind sehr daran interessiert, was im Wirtschaftlichen, was im Sozialen und was im Ökologischen geschehen kann. Und vielleicht kann man sich ja für die nächsten 4 Jahre, alle Beteiligten übrigens, mal vornehmen, die Sache wieder etwas stärker in den Vordergrund zu rücken, damit nicht die Leute den Eindruck haben, da laufen nur Menschen durch die politische Landschaft, die an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert sind, aber nicht so sehr stark an dem, die Sache auszufechten. Es geht nämlich um die Menschen. Da kommt wieder eine Sache rein, die wollen wir mal aufräumen heute Abend. Diese Runde. Diese Gegenüberstellung Herausforderer und Amtsinhaber, das hat es nie gegeben. Wir haben zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik, seit es Fernsehen gibt, eine Runde gehabt, in der der SPD-Vorsitzende oder der CDU-Vorsitzende, CSU-Kandidat miteinander diskutierten. Aber Sie sind aus dem Landesebene so bedacht. Aber in dem ganz einfachen Grund, dass das doch im Verhältnis zu meinen Freunden in der CSU, meinen Kollegen der FDP, heute genauso ist wie zu Willy Brandts Zeiten und zu Zeiten von Helmut Schmidt, der ja mit mir auch nicht diskutiert hat. Ich habe nichts anderes gemacht, wie im Rahmen der koalitionsfreundlichen, selbstverständlichen Miteinander mich so verhalten. Also Herr Scharping würde natürlich im Traum nicht daran denken, wenn er mal Kanzler wäre, mit einem CDU-Kandidaten zu diskutieren. Deswegen finde ich, sollte man den Unsinn sein lassen. Dennoch, Herr Kohl, werden wir Sie... Das ist natürlich Interesse des Fernsehens. Ist unser Interesse. Wir werden Sie auch immer mal wieder einladen, auch in der vielleicht der Erwartung, dass das koalitionsfreundliche Miteinander nicht immer so freundlich ist. Gibt ja vielleicht eine Chance. Aber Herr Scharping, doch noch mal gefragt nach den Fehlern. War Sachsen-Anhalt ein Fehler? Nein, Sachsen-Anhalt war die einzige Möglichkeit, ohne Rücksicht auf die PDS mit den Parteien, die unbelastet waren, eine reformerische Mehrheit zu bilden. Und weil sich das nicht... Das hat das nicht auch vielleicht Sie die paar Stimmen gekostet, die Sie heute vermissen? Es hat der CDU eine sehr gezielte Verleumdung ermöglicht, das ist richtig. Wäre jetzt Mecklenburg-Vorpommern auch ein Fehler, wenn sich Herr Ringsdorf dazu entschlösse, Ähnliches zu machen? Sie haben gesagt, aus Ihrer Sicht wäre es falsch, aber vielleicht gibt es ja innerhalb der Sozialdemokraten auch andere Sichten. Also jetzt dachte ich, wir bereden das Ergebnis der Bundestagswahl, aber was zur PDS zu sagen ist, das habe ich gesagt. Und die Konstellation in Mecklenburg-Vorpommern ist, wie Sie wissen, eine andere als in Sachsen-Anhalt. Herr Kinkel, ich muss leider den Finger noch mal in die Wunde legen. Glaubt man den Demoskopen, dann haben Sie den Wiedereinzug ins Parlament vor allem Leihstimmen zu verdanken, übrigens nicht nur den Demoskopen, sondern das war auch auf dem Lager der CSU zu hören. Wie fühlt man sich denn als Vorsitzender einer Partei, die bescheinigt bekommt, dass sie eigentlich kein ausreichendes Profil, keine ausreichenden Inhalte hat?
Das sagen Sie. Ich sehe das völlig anders. Ich fürchte, das sagt der Wähler. Nein, ich fürchte nicht, dass der Wähler das sagt. Wir haben Gott sei Dank mündige Wähler in dieser Republik und die vergeben ihre Stimmen sehr wohl nach vorheriger Überlegung. Und wir haben unsere Stimmen bekommen nach vorheriger Überlegung und auch diejenigen, die vielleicht aus der CDU-CSU uns Stimmen gegeben haben, das will ich ja überhaupt nicht wegdrücken, die haben damit natürlich inhaltlich auch etwas verbunden, nämlich den Wunsch, diese Koalition, die erfolgreich gewirkt hat in den letzten 4 Jahren, fortzusetzen. Und sie sollten nicht so mit Leihstimmen und solchen Dingen so leichtfertig umgehen. Das lasse ich natürlich auch als Vorsitzender einer kleinen Partei nicht zu und füge auch noch hinzu zu dem, was eben gesagt wurde. Wir haben hier keinen Präsidialwahlkampf geführt und werden auch in Zukunft keinen führen, sondern wir führen einen Wahlkampf mit gleichberechtigten Parteien und Parteivorsitzenden, auch wenn es im Fernsehen manchmal etwas anders gehandhabt wird. Obwohl, Herr Kinkel, Sie gesagt haben, wer Kinkel wählt, wählt Kohl. Ja, sicher, selbstverständlich. Es war so, dass die CDU-CSU, wie ich finde, zu Recht gesagt hat, gebt uns die Zweitstimme. Wir haben gesagt, jawohl, gebt sie uns. Denn nur wenn die FDP stark, ja, wenn die FDP stark genug ist, wird es zur Fortsetzung dieser Koalition kommen und so bewahrheitet sich das ja. Bei 70 Mandaten Verlust und bei den schweren Problemen, in denen das Land steckt und bei einem Mandatsvorsprung von 2, 3 oder 4 behaupten können, Sie seien erfolgreich. Das erschließt sich mir. Also lieber Herr Scharping, erstens, ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Können wir vielleicht mal so verfahren, dass wir zu Ende reden dürfen. Ich höre ja auch zu, wenn die anderen sprechen. Ja. Darf ich vielleicht jetzt weiterfahren? Bitte. Weil ich das nicht sehr fair finde, wenn man unterbrochen wird. Gerade weil man Vorsitzender einer kleineren Partei ist, die aber eben gezeigt hat, dass sie wieder drin ist. Nochmals, ich habe vorher erklärt und dabei bleibt es, dass wir dieses Wahlergebnis nicht euphorisch aufnehmen, sondern dass wir das ruhig bewerten und sehr wohl wissen, dass dies ein Vorschuss für die Zukunft ist, aber auch eben Belohnung für Geleistetes. Und wir werden diese Chance wahrnehmen müssen. Wir wollen sie wahrnehmen und wir werden sie wahrnehmen. Sie haben also heute Abend nicht mit einem FDP-Vorsitzenden zu tun, der hier in Euphorie verfällt, sondern der sehr ruhig weiß. Dazu gibt es ja auch wirklich keinen. Ja, nur der sehr ruhig was los ist, und wir werden uns zusammensetzen und werden das, was an Fehlern sich gezeigt hat, versuchen auszumerzen mit aller Kraft. Herr Weigel, Sie haben den Wahlkampf der FDP eine wehleidige liberale Zweitstimmenschnorrerei genannt und die Bürger gewarnt, darauf reinzufallen. Hat die FDP nun geschnorrt oder nicht? Ja, natürlich hat sie auch um unsere Stimmen geworben. Und wir haben in Bayern ja erreicht, dass wir mit über 50% als CSU erfolgreich geblieben sind. Nur ich will zu einem anderen Punkt etwas noch sagen. Vorher sagte Herr Scharping, es habe eine Verleumdungskampagne gegen die SPD wegen der PDS gegeben. Was stattgefunden hat, ist ein klarer Trennungsprozess. Man muss wissen, dass in Deutschland weder in einem Landtag noch im Bundestag die Situation eintreten darf, dass die PDS über die Geschicke entscheiden darf. Und das hat Herr Scharping oder sein Generalsekretär Verheugen viel zu wenig gesehen. Davon haben sie sich nicht distanziert. Und wenn Herr Scharping und Verheugen gestern oder vorgestern noch gesagt hätten, dass sie die Koalition in Sachsen-Anhalt beenden, dann hätten wir auch diese Aktion beenden können. Das muss klar gesagt werden. Und wir werden auch künftig das tun. In Bayern haben wir mit Erfolg die Republikaner nochmals dezimiert, nochmals ihnen Stimmen weggenommen. Mit radikalen Parteien muss man konsequent umgehen. Und nur wenn alle demokratischen Parteien die PDS konsequent bekämpfen, werden wir auch radikale Parteien aus dem Bundestag und aus den Landtagen heraushalten können. Herr Biski, muss man denn auf der anderen Seite nicht vielleicht sagen, dass Ihnen diese Angriffe auf Ihre Partei womöglich sogar einen Gefallen getan haben, indem Sie nämlich dauernd in den Zeitungen, in den Medien waren? Und insofern könnte es ja sogar sein, dass diese Angriffe Ihnen zu dem Wahlergebnis verholfen haben, das Sie jetzt haben. Ich fürchte nicht. Ich fürchte, wir hätten sonst mehr bekommen, oder? Es ist ziemlich sicher. Ich will nur eines sagen, was Herr Weigel jetzt sagt. Wenn das ehrlich wäre und nicht Heuchelei, dann ziehen Sie doch bitte die CDU-Landräte zurück, die mit Stimmen der PDS gewählt wurden, und sehen Sie bitte zurück die Bürgermeister der CDU, die mit PDS-Stimmen gewählt wurden. Das ist doch alles unehrlich. Ich lasse mich doch von diesem Altkommunisten nicht als Heuchler bezeichnen. Herr Weigel,
wir haben eine kommunistische Plattform, eine kommunistische Partei, die eine eigene kommunistische Plattform hat, gibt es nicht aus der Welt, auf dieser Welt. Wir sind PDS, wir verstehen uns als sozialistische Partei. Aber ich muss auch sagen, es bringt doch nichts. Wir haben doch auch in Landtagen im Osten mit den verschiedenen Parteien zusammen gestimmt in dieser oder jener Frage. Und deshalb sage ich, wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann ziehen Sie Ihre Landräte und Bürgermeister zurück. Das können Sie Herrn Weigel nicht sagen, denn der hat wirklich keine Landräte mit Ihnen gemeinsam unterstützt. Und vor allen Dingen, haben wir auch keine Landräte und keine Bürgermeister mit den Stimmen der Republikaner wählen lassen. Wir haben Herr Weigel, uns mit den Republikanern gleichzusetzen, ist ziemlich unverfroren, das wissen Sie auch. Nein, Sie sind beide gleich schlimm. Was sagt denn der, kann ja viel vertragen, aber so etwas nicht. Was sagt denn der Bundeskanzler zu der ja doch zweifellos vorhandenen Unterstützung auf regionaler Ebene der PDS durch einzelne CDU-Politiker? Aber ich bitte Sie, Herr Präsident, das ist minimalst. Und es ist überhaupt keine Sache, die ich hier unterstütze, aber nie unterstützen werde. Der Theo Weigel hat natürlich völlig recht. Wir haben jeden Versuch abgewehrt, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten, obwohl es doch das jahrelang unterstellt worden ist. Und die PDS hat natürlich null Zukunft, wenn die demokratischen Parteien wirklich ein klares Schiff machen und sagen, mit PDS und Republikanern haben wir nichts zu tun. Er hat vollkommen recht und ich bleibe auch bei diesem Kurs. Und wenn das in irgendeinem Bereich in den neuen Ländern auf lokaler Ebene geschieht, ist das eine Sache, das ist nicht unsere Politik, wir haben es auch nie gebilligt. Wir reden doch hier nicht also von einem Kreistag, wir reden vom Bundestag und reden von Bundesländern, denn die Bundesländer nehmen Anteil an der Bundesgesetzgebung. Die bilden die zweite Kammer im Bundesrat. Insofern haben sie eine nationale Bedeutung und nicht irgendeinen Kreistag. Herr Vollmer, zu den Grünen. Sie wollten ja eigentlich die bessere FDP werden, hat man manchmal das Gefühl gehabt, Sie wollten nicht nur Ökopartei sein, sondern auch sozusagen die bürgerliche Mitte besetzen, indem Sie sich um Bürgerrechte und auch um den Rechtsstaat gekümmert haben. Aber geht das eigentlich, wenn man gleichzeitig die Bürger so verschreckt, indem man zum Beispiel 5 Mark für den Liter Benzin verlangt oder aber die Auflösung der Bundeswehr oder aber den Austritt aus der NATO? Ist da Ihr Programm, Ihre Darstellung in sich konkludent und ist es das nicht vielleicht, was Ihnen noch ein paar Prozente mehr gekostet hat? Sehen Sie, wir wollten nie die FDP sein, sondern wir haben den linksliberalen Teil teilweise von der FDP abgespalten, den linksliberalen. Das, was die FDP an Leihstimmen von der Union bekommt, wollen wir gar nicht haben. Und wenn wir vielleicht 0,5% weniger bekommen haben, als wir hätten können, dann durch solche Falschdarstellungen, wie Sie sie gerade auch gebracht haben. Nie haben wir beschlossen, den Austritt aus der NATO. Die Auflösung der Bundeswehr haben wir im Zusammenhang gesehen mit dem Ersetzen der bisherigen Sicherheitssysteme durch ein anderes. Und 5 Mark für Sprit haben wir auch nicht sofort gefordert, sondern wir haben gesagt, mit einer schrittweisen Erhöhung des Preises werden wir in 10 Jahren ungefähr bei 5 Mark sein, wenn es überhaupt so weit kommt. Es ist Teilen Ihrer Zunft geschuldet, dass über uns Fehlinformationen bis zum heutigen Tage verbreitet werden. Wir haben jetzt eine Bundestagsfraktion, die wird sich besser zur Wehr setzen können als eine außerparlamentarische Partei. Und ich bin sicher, wir werden genauso durchstarten wie in unserem ersten Jahr im Bundestag. Da sind wir von 5,6 auf 8,3 gekommen. Und dafür werden wir kämpfen. Und wir werden viel konsequenter und schneller und offener die Falschmeldungen, die systematisch über uns verbreitet worden sind, in Zukunft ausräumen. Wir werden den Kampf gegen diese Politik der Fehlinformation, der einseitig gesteuerten Manipulation in den Medien aufnehmen. Ja, ich meine, da kann ich Ihnen wirklich nur viel Glück wünschen, wenn Sie alle Blätter, die übereinstimmend von Ihrem Parteitag berichtet haben, der Falschinformation zeigen, dann haben Sie viel. Viele haben sehr richtig berichtet, aber die haben vorher ins Programm geschaut. Das heißt, Ihre Parteitagsbeschlüsse sind nicht immer für bare Münze zu nehmen? Unsere Parteitagsbeschlüsse sind wörtlich zu nehmen, man muss sie nur auch wörtlich zitieren und man darf sich nicht Dinge zusammenreimen und in irgendwelchen Klischees und Begriffen verballhornen, die wir nicht beschlossen haben und die wir so auch nicht gemeint haben. Das ist keine Distanzierung von unserem Programm, ja, ganz im Gegenteil, dazu stehen wir. Ja. Aber wir verlangen, dass diejenigen, die über uns berichten, auch den Zusammenhang berichten, zumindest richtig zitieren und das haben viele nicht geschafft. Also wir wünschen uns da mehr Klarheit, Herr Kohl, Herr Scharping hat für den Fall seines Wahlsieges angekündigt, das Kabinett wird wesentlich verkleinert, der ganze Regierungsapparat. Nun haben Sie 19 Minister und 53 Staatssekretäre und das könnten ja auch weniger sein, meint sogar auch Herr Weigel. Und bei 700 Milliarden allein an Bundesschulden wäre es dann nicht an der Zeit, da mal und zwar für jeden sichtbar zu sparen. Also zunächst einmal muss ich sagen,
Der Hinweis des Kollegen Schabing hat mich natürlich nicht sehr erschüttert, denn er hat, als er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wurde, die mit Abstand größte Landesregierung gebildet. Das Nummer ist völlig falsch. Ja, nun gut, ich war ja lang genug in Rheinland-Pfalz. Sie haben ja gerade eine Gastrolle gegeben. Also da von Rheinland-Pfalz kann ich wirklich mitreden. Sehr souverän. So ist es aber. Zweitens, was wir jetzt bei der Regierungsbildung machen, das ist völlig offen. Wir werden jetzt vernünftig miteinander reden. Zunächst wird über die programmatischen Fragen geredet. Wie sich da das reden gehört. Sie mit weniger Ministerkandidaten, das war ja die Frage. Nein, als ich denke schon, dass wir von der Gesamtzahl, Staatssekretär, alles, was Sie zusammengerechnet haben, dass wir da eine Verkürzung vornehmen, das halte ich für absolut gegeben. Das ist auch seit langem klar, dass wir das vorhaben. Aber ich denke, ich traue mich jetzt nicht dran, über Details einer Regierungsbildung zu reden. Denn darüber wird dann geredet. Jetzt haben wir erstmal die Wahl. Aber die Ministerzahl bleibt. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich lasse mir da überhaupt jetzt keine Einschränkungen öffentlich vorschreiben, sondern wir reden in der Koalition zwischen CDU, CSU und FDP mit Ruhe über dieses Thema. Das ist auch gar nicht das zentrale Thema. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, was ja in den Vorstellungen von Herrn Schabing ich überhaupt nicht verstehen kann. Wir sind mitten in dem Prozess der europäischen Einigung. Und eine der wichtigsten Dinge, die wir innenpolitisch zu verkraften haben, ist die Anpassung der deutschen Landwirtschaft an die Europäische Unionsentwicklung. Das ist eines der klassischen Felder, wo endlos diskutiert und gearbeitet wird. Und dass man in einer solchen Situation einen Landwirtschaftsminister braucht, der kompetent ist, in der Sache mitarbeitet, der auch präsent ist in Brüssel, das ergibt sich doch ganz selbstverständlich, deswegen werde ich doch nicht... Wollten Sie denn darauf verzichten? Den Landwirtschaftsminister abschaffen. Ich wollte darauf nicht verzichten, ich bin nur der Meinung, das hat auch was mit Umweltpolitik zu tun und wäre ganz sinnvoll miteinander verknüpft worden. Im Übrigen, ich meine schon, jede Regierung ist klug beraten, wenn sie ihre Kompetenzen bündelt und dem Bürger auch durch eigenes Verhalten vorbildlich sagt, wir wollen nicht bei einer Gesamtverschuldung des Bundes von 1.400 Milliarden Mark jetzt immer noch diese großen Apparate aufrechterhalten. Und im Übrigen sind das ja nicht nur große Apparate, es sind ja wegen ihrer Größe und wegen ihrer Aufgeblähtheit auch Apparate, die kaum noch funktionsfähig sind. Können Sie mir mal, Herr Schabing, sagen, wie Sie zu 1.400 Milliarden Schulden des Bundes kommen? Ja, aber das wissen Sie doch genauso gut wie ich, Herr Kollege Weigel. Wenn Sie am 01.01.1995 alles übernommen haben, was Sie übernehmen müssen, dann sind Sie bei der Zahl vermutlich sogar drüber. Nein, dann sind wir auch noch nicht bei 1,4 Billionen. Das wissen Sie ganz genau. Sie haben sich da schon ein paar Mal getäuscht. Und Sie sollten hier nicht noch mal falsche Zahlen nennen. Herr Weigel, ich würde Sie jetzt gerne mal was fragen, wo wir schon bei der Kabinettsbildung sind. Ich habe vorhin aus München gehört, ohne CSU geht in Bonn nichts mehr. Aus dieser Wahl geht die CSU erheblich gestärkt, die FDP aber erheblich geschwächt hervor. Heißt das denn, dass der nächste Außenminister Theo Weigel heißt und dass der auch Vizekanzler wird? Das ist doch überhaupt nicht die Frage heute. Die kann man aber doch fragen. Ja, sicher, fragen dürfen Sie schon, aber wer viel fragt, geht viel irre. Sondern darüber reden wir in Ruhe. Und Sie wissen ganz genau, dass ich an meinem Amt erheblich Spaß habe. Viele von Ihnen haben mich verloren gegeben, haben mir gesagt, nicht wahr, der ist fertig. Aber wir haben die letzten Jahre gut gestaltet. Und das Finanzministerium gibt viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als jedes andere. Aber wir gehen in der Tat morgen und übermorgen gestärkt nach Bonn, denn wir sind ja die zweitstärkste Koalitionspartei. Sollte Herr Kohl ganz schnell Herr Weigel Finanzminister bleiben? Ja, wenn es mir nachgeht, ja. Ich bin völlig übereinstimmend mit ihm. Er ist der erfolgreichste Finanzminister in einer langen Reihe von Finanzministern. Er ist ein Mann mit größtem internationalen Ansehen. Und wir sind da auch persönliche Freunde, wir arbeiten hervorragend zusammen. Warum sollen wir uns jetzt künstlich da Probleme schaffen oder einreden lassen? Gut, also bei 11%, Herr Kinkel, hatten Sie bisher 5 Minister. Wir wollen doch mal danach fragen, jetzt haben Sie knapp 7%. Wie viele Minister dürfen es dann von der FDP denn noch sein? Jetzt zweisatzmäßig. Ja, leider. Also der Bundeskanzler hat, glaube ich, zu Recht gesagt, wir unterhalten uns jetzt in großer Ruhe über die Sachthemen und dann unterhalten wir uns über die Personalfragen ganz am Schluss und das steht jetzt meines Erachtens nicht zur Debatte und ich werde nicht über das Stöckchen springen, das Sie mir da hinhalten. Über Personalfragen wird in Koalitionsverhandlungen dann gesprochen, wenn man sich über die Sachthemen geeinigt hat und so werden wir es diesmal auch machen. Mit größter Ruhe. Herr Schabing, nachdem wir über das Kabinett leider nichts rauskriegen, wie immer es aussehen wird, ein gewichtiges Wort in der Politik spricht ja auch der Bundesrat. Dort hat die SPD bisher schon eine
ziemlich große Mehrheit. Es spricht vieles dafür, dass diese Mehrheit noch ein bisschen größer wird, nach den Regierungsbildungen in den Ländern vielleicht sogar die Zweidrittelquote erreicht. Wird der Bundesrat nun in der kommenden Legislaturperiode das Instrument sein, mit dem Sie versuchen werden, sozialdemokratische Inhalte zu befördern? Ich werde versuchen, das in den nächsten 4 Jahren zu machen, was ich im letzten Jahr gemacht habe, nämlich eine enge Koordination der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und der sozialdemokratischen Bundesratsmehrheit zu erreichen. Ich bin da auch sehr optimistisch, wohl wissend, dass man Länder nicht immer auf ein parteipolitisches Interesse verpflichten darf, sollte man gar nicht als Ziel haben, und wohl wissend, dass eine Bundestagsfraktion hier und da auch Rücksicht nehmen muss auf das, was in den Ländern geschieht. Ich glaube, das werden wir sehr gut hinbekommen, denn davon hängt ja auch die Stärke unserer Position in den nächsten 4 Jahren ab. Warum sollten wir das verschenken? Herr Kohl, Sie kennen ja Rudolf Scharping gut, man ist ja ständig dann in Bonn. Glauben Sie, Sie werden mit ihm zurechtkommen? Ich will ja vorher eine Bemerkung machen, dass sich das nicht festsetzt. Eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundesrat wird es nur geben, wenn die SPD in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern mit der PDS zusammengeht und zwar eine formelle Koalition macht, damit es ganz klar ist. Und wie können Sie mit Rudolf Scharping? Er ist jetzt Oppositionsführer. Ich werde das mit Sicherheit nicht so machen, wie ich, als ich 1976 auch als Ministerpräsident von Mainz herkam, wo mein damaliger Gegenpart, der damalige Bundeskanzler, so mich als ein Quantité Necki Schabel betrachtet hat. Ich habe das nie so empfunden, dass man mit einem Oppositionsführer so umgeht. Ich habe ja auch mit den bisherigen Oppositionsführers, jetzt unterstelle ich, dass Herr Scharping den Fraktionsvorsitzenden damit die Rolle des Oppositionsführers übernimmt, einen ganz vernünftigen und intensiven Kontakt gehabt. Wenn Sie meine Abschiedsrede auf Jochen Vogel gehört haben, wissen Sie ein Beispiel, wir haben scharfe Auseinandersetzungen gehabt. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der SPD, der bis in den bisherigen Bundestag das Amt wahrgenommen hat, mit dem habe ich eine ausgesprochen kritische, aber menschlich angenehme Zusammenarbeit. Nur zur Klärung, Herr Scharping, Sie werden auf jeden Fall Fraktionsführer der SPD. Ich werde für dieses Amt kandidieren und ich gehe mal davon aus, ich werde der Einzige sein, der das tut. Ich würde gerne noch was nachfragen. Helfen bei solchen persönlichen Verhältnissen, hilft da auch was, dass Sie sich landsmannschaftlich relativ nahe sind? Das kann sein, das braucht nicht zu sein. Ich glaube, dass die Amerikaner haben ja einen Begriff, der nicht übersetzbar ist, solche, die Chemistry stimmt. Ich war beispielsweise politisch sehr viel weiter von Willy Brandt über eine lange Zeit entfernt als von Helmut Schmidt und trotzdem hatten wir ein besseres menschliches Verhältnis gehabt. Und ich bin auch ganz sicher, ich kenne ja Herrn Scharping praktisch nur aus der Distanz. Er war ja zu meiner Zeit, als ich in Mainz war, noch nicht Mitglied des Landtags. Und wenn er jetzt Oppositionsführer ist, werden wir also sicherlich gewaltige Schlachten im Deutschen Bundestag, wie sich das gehört, einander liefern. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das ist jedenfalls meine Sache, immer die Dinge so zu betrachten, dass die parlamentarische Schlacht eine Sache ist, und dass man sich zusammensetzt und miteinander vernünftig redet und vielleicht auch mal einen Schluck zusammentrinkt, das halte ich auch für eine denkbare Möglichkeit. Werden Sie einen trinken mit dem Bundeskanzler, Herr Scharping, und wie ist die Chemistry von Ihrer Seite aus? Wenn er einen guten Rotwein hat, warum sollte ich den ausschlagen? Wenn er die Chemistry nicht im Wein hat. Im Übrigen aber will ich eins von vornherein ganz deutlich sagen. Ich lege größten Wert darauf, dass auch ein Weißbier hier und da dabei ist. Ja. In Ordnung, Herr Weigel, in Ordnung. Aber im Übrigen wird sich das aus der Sache ergeben, denn die muss im Vordergrund stehen. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als würde man gewissermaßen im Bundestag die Schlachten fürs Publikum schlagen und dann hinter der Kulisse die wirklichen Entscheidungen. Herr Vollmer, als Bündnis 90 hatten Sie anfangs im Osten große Erfolge. Heute als grüne Partei verlieren Sie nun gerade dort, gewinnen in den besseren Vierteln im Westen. Muss man sich leisten können, grün zu wählen? Nein, das bestimmt nicht. Also wir werden gewählt im Westen von den Leuten, die vielleicht zu mittleren Berufspositionen gelangt sind, aber ein soziales Gewissen haben, ein ökologisches Gewissen und die auch bereit sind, solidarisch denen zu helfen, denen es in dieser Gesellschaft nicht so gut geht. Dass wir im Osten im Moment nicht so stark sind, wie wir es uns wünschen würden, hängt vielleicht damit zusammen, dass wir diese sozialen Elemente, das Thema Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, der Wohnungsnot, nicht genügend konturiert haben oder einfach das Problem hatten, mit nur 3.000 Mitgliedern in die Fläche zu kommen. Wir werden weiter aufbauen im Osten. Wir brauchen dort neue Ideen, einen Neuanfang. Wir werden auch in sozialen Fragen konkurrieren müssen mit der PDS. Wir werden ihr das Thema dort nicht überlassen. Und im Westen werden wir weiterhin ausbauen,
unsere Stellung bei all denen, die wirkliche Reform wollen, denn die Reformen sind überfällig, die sind ja nicht gemacht worden, der jetzigen Regierung, oder falls sie weitermacht, ist nicht zuzutrauen, dass sie den Reformstau löst, sie wird eigentlich noch mehr Sozialabbau betreiben und wir werden der Entpolitisierung, die diese Regierung auch betreibt, durch viel Aufklärung, durch harte Oppositionsarbeit entgegentreten, damit das Reformlager größer wird. Und ich glaube, wir werden dann über kurz oder lang die zweite Chance haben. Irgendwann muss es den Wechsel geben zur Reformpolitik, denn so weitergehen wie bis jetzt kann es nicht. Das kann der Globus nicht verkraften, das können große Teile der Bevölkerung nicht verkraften, das kann der Osten nicht verkraften. Und deshalb geht es eigentlich nur so weiter. Wir gucken nach vorne und werden uns versuchen, stark zu machen. Darf ich dazu zwei Sätze sagen? Ich fürchte, dass Herrn Vollmer und seinen Freunden noch gar nicht aufgegangen ist, dass ihnen am meisten Stimmen von den Kommunisten weggenommen worden ist. Und hier finde ich das große Versäumnis der radikal-demokratischen Kräfte der 90er Jahre, dass sie sich gegen die Kommunisten viel zu wenig zur Wehr setzen und dass sie von ihnen aus einem Teil der Landtage hinausgeworfen worden sind. Das war Ihre rote Sockenkampagne, Herr Weigel. Wer Sie nicht konsequent bekämpft, der wird unter Ihnen büßen, Herr Vollmer. Und das haben Sie noch gar nicht begriffen, welche Gefahr für Sie hier besteht. Herr Biski, da sind wir ja bei Ihnen. Sie haben ja nun im Bundestag sind Sie wieder drin und in den Ländern sehr stark vertreten. Aber eine Zukunftsfrage, wie lang wird denn dieses Sammelbecken der Unzufrieden, das Sie darstellen, sich noch erhalten, wenn es dann drüben in den neuen Bundesländern besser geht und die Einheit gelingt? Also wenn ich von den Wahlanalysen ausgehe, dann haben wir unzufriedene Wähler, auch welche, die protestieren wollen. Das ist richtig, aber das ist ja auch in der Demokratie erlaubt. Wir haben aber vorwiegend auch Wähler, denen es relativ gut geht. Und wir haben auch viele Erstwähler, also junge Leute, die uns wählen. Und das heißt, wir haben eine relativ heterogene Wählerschaft. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Aber wir haben es die schwerste Wegstrecke geschafft, 4 Jahre lang. Die waren nicht einfach. Und im Grunde genommen haben unsere politischen Angebote überzeugt und das, was wir vor Ort machen, nämlich greifbar sind für Sorgen und Nöte der Menschen. Und das werden wir fortsetzen. Das ist ein anderer politischer Stil. Und wenn wir was den natürlich auch mit den übernommenen Strukturen zusammenhängt. Ne? Mit welchen übernommenen Strukturen? Ja, es gibt ja schon noch von der SED aufgebaute Strukturen, ja, zum Beispiel richtig. In den großen Häusern und so, die Sie mit übernommen haben. Sehen Sie, wir haben 150 Mitarbeiter bei der PDS bundesweit. Und das ist ein großes Land, wie Sie wissen. Also wir haben keinen Riesenapparat mehr oder so etwas, was immer vermutet wird. Das stimmt doch nicht. Und von den 2,3 Millionen SED-Mitgliedern, wo immer gesagt wird, das sind die unseren. Wenn die uns heute gewählt hätten, dann wären wir über 5%. Die haben uns ja nicht gewählt. Also diese Differenzierungen im Osten, die muss man ja zur Kenntnis nehmen. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir auch die Ostthemen auf der Tagesordnung halten. Herr Kohl. Ja, ich will was dazu sagen. Das kann doch so nicht stehen bleiben. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, dass die 2,1 Millionen SED-Mitglieder PDS wählen, Mitglieder. Sondern es ist gesagt worden, und das stimmt, dass in den 3 Wahlkreisen aufgrund der alten Strukturen einen massiven Mitgliederbestand der SED-Wähler hatten. Doch nicht in Hellersdorf und Marzahn. Aber ich muss Ihnen sagen, ja, schauen Sie sich doch einmal die Mitgliedskartei der SED von 1988 an. Da werden Sie doch finden, wie nah Sie bei den Mitgliedern und bei den Wählern sind. Und im Übrigen, ich bleibe bei meiner These. Ich habe die ist ja heute durch nichts erschüttert worden. Die PDS hat keine Chance, 1998 über die 5% zu kommen. Unter 2 Voraussetzungen, die beide gleich wichtig sind. Dass demokratische Parteien sie nicht hoffähig machen und zum anderen, dass der Aufschub Ost seinen Weg nimmt. Und wenn der auch in Ostberlin in diesen Wahlkreisen greift, dann greift natürlich, werden Sie sehen, dass Sie mit dem reinen, mit der Kampagne über die Verelendung breiter Massen der Bevölkerung keine Wählung. Ich muss dazu was sagen, weil das vielleicht wäre es ja mindestens so spannend, wenn wir mal ein paar Sätze über die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes verlieren und wie wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen oder den Menschen so bezahlbare Wohnungen schaffen. Genau was ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Das ist viel wichtiger als dieses Geplänkel, das keinen Menschen mehr interessiert. Die Bundestagswahl ist insoweit vorbei. Also ja, wenn ich mal darf, bitte. Den Herrn Bundeskanzler noch mal was fragen. Wir haben vorhin versucht, was über die Regierungsbildung zu erfahren. Das war sehr schwierig. Eigentlich haben wir nichts erfahren. Aber das haben Sie eines, gar nicht erwartet. Nein, aber man hätte es ja versuchen müssen. Ja. Aber eines ist doch sicher, dass der christsoziale Einfluss, also der Einfluss der Union im Kabinett größer geworden ist. Heißt das jetzt, dass wir
schon eine Veränderung des Akzents der Politik inhaltlich zu erwarten haben. Kriegen wir jetzt christsoziale Politik pur oder purer und wenn ja, wo? Zunächst mag ich den Ausdruck, den Sie hier anführen, christsozial überhaupt nicht. Sie wissen auch ganz genau, dass ein Ausdruck so verwandt einen erheblichen Ubu hat und das lehne ich ab. So habe ich ihn nicht verstanden. Ja, gut, das wollte ich dann klargestellt haben. Und zum Zweiten, ich habe Ihnen ja gesagt, wir werden uns jetzt in der Koalition über die Aufgaben unterhalten, beispielsweise, was tun wir Wohnungsbau, um gleich das Beispiel von Herrn Schabing anzusprechen. Wir tun eine Menge, aber wir müssen wesentlich mehr tun für junge Ehepaare mit Kindern, für bezahlbare Wohnungen. Wir bauen dieses Jahr 500.000 Wohnungen, aber für diese Gruppe ist die Sache nicht vernünftig und jedenfalls nicht optimal geregelt. Ein Beispiel, wir werden den wirtschaftlichen Aufschwung weiter vorantreiben. Wir kriegen in diesem Jahr etwa 2,5% Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts. Wir kommen in den neuen Ländern auf über 9% und das nächste Jahr wird noch ein besseres Jahr. Und wir werden Investitionserleichterungen schaffen für diejenigen, die neue Arbeitsplätze schaffen, ob im Handwerk oder in den Großbetrieben. Und das wird genauso funktionieren, wie es ja auch in den 80er Jahren funktioniert hat. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema behandeln. Wir haben ja auch eine riesige Arbeitslosigkeit 1983, als ich Bundeskanzler wurde, 82, 83 vorgefunden und haben abgebaut, Schritt für Schritt, nicht alles. Und so werden wir es jetzt wieder machen. Aber Herr Schabing, glauben Sie an solche... Dass die Arbeitslosigkeit seit 1983 im Westen Deutschlands, ja der einzige Punkt, den man vergleichen kann, zu keinem Zeitpunkt gesunken ist, sondern immer bei 2 Millionen oder darüber gelegen hat, anders als 1983. Theo lässt das gerade noch sagen. Wenn man das so sagt, muss man natürlich auch sagen, wie viel mehr arbeitswillige Bürger in diesen Jahren nach Deutschland eingewandert sind. Das sind über 4 Millionen mehr. Also Sie wissen dann schon, Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Ja, immerhin sind 2,3 Millionen Arbeitsplätze heute mehr geschaffen als vor 11 Jahren. Das ist doch der entscheidende Punkt, den man hier miteinander vergleichen muss. Aber wir haben eine sehr hohe Arbeitslosenzahl, eine sehr hohe Quote. Sie, Herr Schabing, wir müssen langsam zum Schluss kommen, haben versprochen, 700.000 Arbeitsplätze auf den Weg zu bringen. Glauben Sie denn, dass die jetzt gewählte Regierung das packt? Wenn sie den Weg fortsetzt, und es spricht alles dafür, dass sie das leider tun wird, dann nicht. Denn die Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik sind ja leider in den letzten 3 Jahren so zusammengestrichen worden, dass rund 700.000 Menschen zusätzlich ihren Arbeitsplatz verloren haben. Ich habe nie verstanden, warum der Aufstieg eines Gesellen zum Meister nicht mehr gefördert wird. Das, meine Damen und Herren, war die Bonner Runde bei ARD und ZDF. Das nächste Mal in spätestens 4 Jahren wird das ZDF dazu einladen. Wohin, meine Herren, und ich hoffe, es ist dann auch eine Dame dabei, wohin wir dann einladen, ich frage Sie, Herr Bundeskanzler, vielleicht ganz schnell, nach Bonn oder schon nach Berlin? Nach Berlin. Und die anderen Herren? Wenn es nach meinem Willen geht. Nach Berlin in Berlin in 4 Jahren. Ich bin mit Berlin einverstanden, wenn es München nicht sein kann. Und Sie werden natürlich selbstverständlich auch alle kommen. Ja. Ja, sicher. Vielen Dank, vor der Wahl. Auf Wiedersehen. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie entspannend wirkt Musik nach einem so aufregenden Wahltag? Die Rechnung ist inzwischen sehr stabil, aber es können sich natürlich noch kleine Änderungen ergeben. Und wenn es so knapp ist, wie gerade gesagt, da kann der eine oder andere Sitz noch von hier nach da gehen. Wir schauen uns mal an, wie das im Augenblick aussieht. CDU und CSU haben wir derzeit mit 41,7% zu Buche stehen. Die SPD mit 36,8, FDP 6,6, die Grünen vor der FDP als drittstärkste Kraft, also mit 7,0% der Stimmen. Die PDS mit 4,3%, aber ich habe es heute schon häufiger gesagt, man muss es immer wieder sagen, durch mindestens 3 gewonnene Wahlkreise, also Direktmandate, ist für eine Partei, wie im Moment für die PDS, die 5%-Klausel außer Kraft gesetzt. Also auch mit ihren 4,3% zieht sie in den Bundestag ein. Die anderen Parteien haben gemeinsam 3,6%. Die Sitzverteilung. Im nächsten Bild, da sehen wir, dass die jetzige Koalition nur noch 2 Sitze Vorsprung hat im Augenblick. Hier sind die Zahlen CDU, CSU, rechts 284 Mandate, die FDP 45, Grüne 48, SPD 250 und PDS 29. Die absolute Mehrheit liegt bei 329 Sitze und dieses Bild zeigt,
Genau diese Sitzzahl haben CDU, CSU und FDP gemeinsam, 329. Die restlichen Parteien haben zusammengenommen 327%. Nun kann sich allerdings noch etwas ändern, denn die CDU gewinnt mit großer Wahrscheinlichkeit im Osten noch 2 Überhangmandate, möglicherweise sogar 4 Überhangmandate. Und diese Überhangmandate werden nach dem Bundeswahlrecht nicht ausgeglichen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass sich der Vorsprung der Koalition noch ein kleines bisschen erweitert. Nur noch ein Wort zur Wahlbeteiligung. 71,1% nach derzeitiger Hochrechnung. Das ist wiederum außerordentlich niedrig. Zurück zur Heute-Sendung. Zufriedenheit eigentlich bei allen Bonner Spitzenpolitikern. Die Wahlsieger Kohl und Kinkel auf der einen und die übrigen Parteien mit ihren Zugewinnen auf der anderen Seite. Reaktionen aus Bonn. Wir haben eindeutig Stimmen abgegeben an die FDP. Ich habe gar nichts dagegen. Was hätten uns mehr Stimmen genutzt, wenn die FDP das Klassenziel nicht erreicht hätte? Die Koalition hat jetzt eine durchaus ausreichende Mehrheit zum Regieren. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das gelungen ist. Denn es waren ja 4 schwierige Jahre. Und ich bin vor allem sehr, sehr froh, dass wir offensichtlich in den neuen Ländern sehr gut abgeschnitten haben. Wir freuen uns über das Bundestagswahlergebnis, weil ein Ziel erreicht ist. Wir sind sicher wieder drin im Deutschen Bundestag. Ich hoffe, dass auch das zweite Ziel erreicht wird, nämlich die Möglichkeit der Fortsetzung der Koalition. Ich glaube, dass sich auch mein Kurs insoweit durchgesetzt hat. Klare Vorgaben, klare Koalitionsaussage, kein Wackeln nach links und nach rechts. Die Wähler wussten, wo sie dran sind und haben das honoriert. Ich bedanke mich bei allen, die einen unglaublich engagierten und außerordentlich erfolgreichen Wahlkampf geführt haben, bei allen in der Partei und bei allen, die darüber hinaus mitgeholfen haben, auch beim Regierungsteam. Ja, Dieter Zimmer hat sich eben versprochen, das kann bei einem so langen Wahlabend natürlich passieren. 78,1% die Wahlbeteiligung, also besser als vor 4 Jahren. Von einem Spitzenergebnis für seine Partei sprach CSU-Chef Weigel in der Bonner Runde der Parteivorsitzenden. Die CSU sei jetzt die drittstärkste politische Kraft in Deutschland, meinte Weigel. Ohne oder gegen sie könne in Bonn nicht regiert werden. Dies sei eine Verpflichtung, die die CSU wahrnehmen werde. Parallel zur zweiten gesamtdeutschen Bundestagswahl die 3 Landtagswahlen. In Mecklenburg-Vorpommern konnte die CDU ihre Führungsposition ausbauen. Durch das Ausscheiden der FDP fehlt allerdings der bisherige Koalitionspartner. Auch in Thüringen läuft es auf eine große Koalition hinaus. Auch dort hat die CDU gewonnen, ihren FDP-Partner aber verloren. Im Saarland kann die SPD weiterhin allein regieren. Die CDU hat zugelegt, die FDP bleibt draußen. Das Wetter am Wahlsonntag, sonnig und trocken. Zum Wochenbeginn wird es erstmal kühler. Im Süden sonnig, im Norden heiter bis wolkig und trocken, lediglich im Erzgebirge, dem Bayerischen Wald und den Ostalpen einzelne Schauer. Beispiel wird Gerd Fünderich Stimmen und Reaktionen einsammeln. Im alten und schönen Rathaus der Kaiserstadt Aachen ist Bettina Staubitz für uns tätig. Gabriele Mühlenbrock im Rathaus von Münster, in dem schon der Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg geschlossen wurde. Dann darf natürlich nicht fehlen das Rathaus der Landeshauptstadt Düsseldorf, aus dem Wolfgang Frings für uns berichten wird. In der Ruhrmetropole Essen, der modernen Stadt des Ruhrgebietes, ist Birgit Keller unsere Korrespondentin. Im Rathaus von Köln schließlich, der Millionenstadt Nordrhein-Westfalens, agiert Manfred Kemper. Und im Technologiezentrum Duisburg schließlich Carsten Fassbender. Hoffen wir, dass bei so vielen Außenstationen die Schalten klappen werden und alles glatt läuft. Das Studio hier in Düsseldorf ist unsere Hauptstütze. Von hier berichten wir landesweit. Hier wird Harald Brandt die ersten Kommunalergebnisse kommentieren und später eine Gesprächsrunde mit den 4 Landesvorsitzenden der großen Parteien in Nordrhein-Westfalen führen. Ilona Wuschig ist schon fast ein Teil unserer Infas-Mannschaft, die damit teilweise zumindest eine Frauschaft geworden ist. Ja. Ilona Wuschig, Sie werden hier mit Infas zusammen eben die Ergebnisse präsentieren. Was kann gesagt werden jetzt im Blick auf Nordrhein-Westfalen? Ja, also von der Mannschaft Hans-Jürgen Hoffmann von Infas, der weiß das ja viel besser als ich. Und Sie haben das Bundestagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen, ne? Können wir das mal sehen? Ja, wir haben die Grafik mal vorgelegt, kann auch eingeblendet werden. Die
Union hat 37,5%, die SPD 44%, die FDP 7,4%, Bündnis 90 Grüne 7,3%, Republikaner 1,4% und andere 2,3%. Also das sieht anders aus im Bund als im Bund ganz, aber das ist in NRW immer so. Hat sich das in Nordrhein-Westfalen jetzt noch mal geändert? Wenn man sich mal die Veränderungsraten anschaut in Nordrhein-Westfalen, dann sieht man, dass dieser Trend weitgehend dem Bundestrend entspricht, also Verluste der Union leichte Gewinne der SPD. Auf hohem Niveau hier nochmal. Und zwar auf dem höheren SPD-Niveau in Nordrhein-Westfalen und auch Verluste der FDP, auf der anderen Seite hinzu Gewinne Bündnis 90 Grüne. Also der Westtrend ist hier abgebildet. Können wir als einzelne Gemeinde einmal eine Stadt sehen, ja, zum Beispiel? Dieses ist jetzt, um es noch mal sauber zu trennen, dieses ist jetzt schon kein Bundestag, sondern ein Kommunalwahlergebnis aus Duisburg. Also 58,9 minus 3, wobei man da dazu sagen muss, Duisburg war bei der letzten Kommunalwahl die Hochburg, der Spitzenreiter bayerischer Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen. Leichte Verluste, CDU hat die 30%-Hürde nicht geschafft, 28,4, Bündnis Grüne 90, 8,8, FDP 1,6 und die Bürger 2,0. Ja, und damit schalten wir dann ins Technologiezentrum nach Duisburg. Sie wissen ja, Duisburg, diese große Stadt im westlichen Rand des Ruhrgebietes, dem größten Binnenhafen Europas, aber trotzdem auch mit den Problemen belastet, mit denen Städte zu tun haben. Finanzmangel, Gewerbeansiedlung. Carsten Fassbinder, wie sieht's da aus? Duisburg ist rot und Duisburg bleibt rot, das war jedem klar gewesen. Aber das ist eine Form von Kontinuität, ja, die ist schon erstaunlich. Wir haben die Ergebnisse eben gesehen, sie sind fast identisch mit denen der Kommunalwahl von 89. Durchwählen tun die Duisburger nicht, ein Ergebnis am Rande. Bei der Bundestagswahl hat die FDP 5% bekommen, aber hier im Regionalen, im Kommunalen nur 2%. Das heißt, die Leute denken mehr nach, als man zunächst gedacht hatte. Der unaufhaltsame Sieg der SPD ist nicht nur traditionell begründet. Natürlich geht es hier um Arbeitsplätze und das hat die SPD auch ganz klar. Also dazu möchte ich mal eines, während des aufgenommen und deren Wähler damit gekriegt. Das ist doch die Wahrheit. Der springende Punkt ist doch, Herr Hinze, und ich glaube, das ist genau der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Sie haben in Rheinland-Pfalz flächendeckend plakatiert, Linksfront. Sie haben Themen besetzt, das war noch nie in der Bundesrepublik üblich in den letzten Jahren, dass so polarisiert wurde und so gehetzt wurde im Wahlkampf. Rote Socken, rot lackierte Faschisten und Linksfront, um nur drei Stichwörter zu nennen. Und das hat natürlich dazu geführt, und ich glaube, der Frage müssen Sie sich schon stellen, dass es zu einer Polarisierung in diesem Land kam zwischen West und Ost, zwischen West- und Ostwählern, dass viele Wählerinnen und Wähler im Osten sich nicht mehr verstanden fühlten von diesen Westparteien. Und wir alle müssen uns überlegen, wie wir dieses... Sie sind doch nicht am stärksten im Osten geworden. Sie sind doch nicht am stärksten. Sie sind zwar im Osten am stärksten geworden, aber Sie haben Ihre Mehrheit für die Koalition ganz knapp behauptet, und zwar sehr, sehr knapp. Und Sie wussten auch, mit dieser Kampagne können Sie sie knapp behaupten, aber nur sehr knapp. Und wir werden die nächsten 4 Jahre natürlich jetzt verbringen müssen mit der Frage, wie können wir die Leute wieder abholen, die wir so vergrätzt haben durch den Wahlkampf. Mir geht es doch überhaupt nicht um die PDS, mir geht es um das politische Klima und die politische Kultur in diesem Land. Und die haben sie zerstört. Und Magdeburg, um da nochmal drauf zu kommen, weil Sie das immer wieder erwähnen. Erstens mal war es nur Magdeburg, Sie sagten ostdeutsche Länder. Magdeburg war die Möglichkeit, eine Ablösung zu erreichen, dieser CDU-Regierung, die 3 Ministerpräsidenten verschlissen hatte. Sie müssen das doch zulassen, dass ich verstehe überhaupt nicht, wieso das eine Debatte sein kann, dass eine Opposition nicht so eine Regierung ablösen kann. Das ist doch ein selbstverständliches parlamentarisches Einmaleins. Und ich verstehe nicht, warum Sie sich darüber so aufregen und dieses nicht akzeptieren. Herr Dressler, wenn Sie mal kritisch zurückblicken, War Magdeburg möglicherweise ein strategischer Fehler für die SPD im Westen hier? Nein, ich finde die Debatte, die Herr Hinze jetzt sogar noch nach 18 Uhr, nachdem die Wahllokale geschlossen haben, weiterführt, wir wollen auch gleich ein anderes Thema, die finde ich schlicht albern. Aber wenn er das hier schon einbringt, dann will ich ihm noch mal ins Stammbuch schreiben. Seine Partei hat in Sachsen-Anhalt 29,2% der Wählerstimmen verloren am 12. Juni. Und die Partei von Herrn Richter hat 78% der Wählerstimmen eingebüßt und zusammen 25% der Mandate. Er hat das eingebracht, nicht ich. Und ich habe ihm zugehört, jetzt kann er auch mal einen Augenblick zumindest die Luft anhalten. Und wenn dann eine demokratische Opposition, die die Mehrheit hatte, zwischen Grünen und Bündnis und SPD, eine Mehrheit hatte, die für den dritten Wahlgang ausreichte, sich nicht entschließt,
einen solchen Verlierer anschließend erneut zum Ministerpräsidenten zu wählen, dann ist das logisch. Und das Gezetere und Gezerre von Herrn Hinze richtet sich nur gegen eins. Sie können den Machtverlust nicht verkraften. Und so ist das jetzt auch hier in der Bundespolitik. Es geht um die Macht, um jeden Sie haben knapp 70 Mandate eingebüßt. Jetzt hat er die Katze aus dem Sack Herr Hinze, Sie müssen mal die Luft anhalten, wenn ich rede. Ich höre Ihnen auch zu. Das ist nicht unbedingt ein Gebot von Fairness, wenn Sie pausenlos dazwischenreden. Sie haben knapp 70 Mandate verloren. Das ist eine vernichtende Niederlage. Und wenn Sie noch zum Schluss per Saldo 2 Mandate, 1, 3 oder 4 mehr haben, sage ich, die Problemlagen dieses Landes sind mit diesen 1, 2, 3, 4 Mandaten nicht zu lösen. Das ist meine Prognose, das weiß die CDU, das weiß die CSU, die in einer wesentlich günstigeren Situation ist, weil sie stramm in Bayern ihre Position hat halten können. Das weiß auch die FDP. Und die Problemlagen gehen ab morgen früh los. Und da werden wir sehen, was daraus wird. Ich sehe der ganzen Sache sehr gelassen entgegen. Schließe ich daraus, dass Sie sich innerlich auf eine große Koalition vorbereiten? Denn eine andere... Aber entschuldigen Sie mal, ich sehe dieses Wahlergebnis, was Wählerinnen und Wähler hinterlassen haben, und stelle zunächst mal fest, dass es 2 andere Optionen gibt. Es gibt die Option einer stabilen Mehrheit von einer großen Koalition und es gibt die Option, dass eine Ampelkoalition 30 Mandate Vorsprung hätte. Das ist nach allem Riese ungleich mehr als 1, 2 Mandate bei der CDU. Deshalb sehe ich der ganzen Sache gelassen entgegen. Wir werden sehen, was sich da ab morgen alles in den Debatten entwickelt. Herr Wenn ich jedenfalls Kanzler wäre, mit dem Theater der letzten Monate und Jahre, dann wäre ich jedenfalls in dieser Frage schon nachdenklich geworden. Und so wie ich Herrn Kohl einschätze, ist er das auch. Da kann das Gerede von Herrn Hinze nichts dran ändern. Herr Richter, bleibt es denn da bei der Aussage, Ampel kommt für Sie nicht in Frage? Also die Gefahr, dass Herr Dressler Kanzler wird, ist ja äußerst gering, erfreulicherweise. Und das Ganze dreht sich ja im Grunde nur darum, dass eine Linksregierung in diesem Lande ohne PDS nicht möglich ist. Und da kann die SPD das drehen und wenden, wie sie will. Das ist die Kernfrage. Was die FDP angeht, wir haben eine klare Koalitionsaussage gemacht, dabei bleibt es. Aber die Grünen waren aber, glaube ich, auch nicht für die Ampel, ne? Wir sehen natürlich, dass die FDP sich eingebunkert hat in ihrer Aussage. Och, sie wird nur mit der CDU. Und wir würden uns freuen, wenn die FDP sich einer Reformoption öffnen würde. Aber den Eindruck hatten wir im Wahlkampf nicht. Das lag an den Themen. Wo hat die FDP denn mal Themen besetzt? Wo hat die FDP thematisiert, was gegen die Massenerwerbslosigkeit zu tun wäre? Oder liberale Werte, wenn ich mir Herrn Kinkel angucke und wie er mit den chinesischen Studentenmördern lieb Kind macht. Da frage ich mich wirklich, wo die FDP heute steht. Gerade rot-grüne Regierungen sollten sich nicht über puncto Massenarbeitslosigkeit thematisieren. Denn es ist nicht unbedingt sind nicht rot-grüne Regierungen, die derzeit die wenigsten Arbeitslosen zu verzeichnen haben in ihren Bundesländern, sondern es ist es Bayern zunächst einmal, das die allerwenigsten Arbeitslosen zu verzeichnen hat. Und es ist eindeutig noch nie rot-grün geführt worden und deshalb hat es auch die wenigsten Arbeitslosen. Sie reden immer von Massenarbeitslosigkeit, sie tun jedoch nichts dagegen. Reden allein reicht nicht. Also das ist etwas bequem, über Bayern auf die ganze Republik zu schließen. Sie wissen, dass in Ostdeutschland ganz andere Probleme bestehen. Das Sachsen hat überhaupt nichts mit irgendeiner Regierung zu tun. Massenarbeitslosigkeit als Brandenburg, das rot regiert ist. Also darum geht es überhaupt nicht. Also so platt kann man wirklich nicht von Bayern auf den Rest der Republik schließen. Es ist immer interessant, dass die Datenlage dann immer nicht stimmt, wenn sie zu Ungunsten von Ihnen zu sein scheint. Sie haben in Bayern natürlich auch, und zwar recht kräftig, auf Rüstungsexporte gesetzt und auf die Rüstungsindustrie. Wir sagen, wir wollen ein Umsteuern, wir wollen eine ökologische Steuerreform, damit hier auch neue Produkte und neue Verfahrensweisen ins Rollen kommen. Das sind die langfristigen Maßnahmen. Aber Herr Jakob, ich wollte auch noch ganz kurz zu Herrn Dressler sagen. Also erstmal bitte um Entschuldigung, dass ich ihn unterbrochen hatte. Ich war innerlich so aufgewühlt, weil ich gerade von ihm, der ich ihn lange und gut kenne, nicht gedacht habe, dass er das Thema mit den Radikalen so schnell beiseite rechnet. Herr Dressler, und das ist etwas, was mich schon erschreckt. Wenn wir das in Baden-Württemberg veranstaltet hätten, was Sie in Sachsen-Anhalt veranstaltet haben, wo wir in Baden-Württemberg auf Platz 1 lagen, die SPD in Sachsen-Anhalt sogar nur auf Platz 2 lag, dann würden Sie in dieser Sendung sich derartig erhitzen und empören, dann kriege ich wahrscheinlich gar keinen Satz ordentlich ausgesprochen und ich würde Ihnen sogar recht geben. Aber dass Sie jetzt sagen, na ja, also wir hatten da irgendwie so eine Mehrheit zusammen, dass die PDS, da können wir doch auch nichts dafür. Wir waren zwar Zweiter und wir haben auch keine Mehrheit im Parlament, wir haben keine Mehrheit für den Haushalt, aber wir wollten um der Macht willen dieses Prinzip, dass man mit Radikalen nicht zusammen macht, stürzen. Und wenn Sie mich fragen, vielleicht haben Sie sich nicht so gründlich damit beschäftigt, wo haben wir was mit der PDS gemacht, will ich es Ihnen gerne sagen. Sie haben mit der PDS zusammen abgestimmt im Landtag von Sachsen-Anhalt darüber,
dass der Wähler nicht erneut das Mandat bekommt, nachdem sich unter den demokratischen Parteien offensichtlich keine Regierung bilden ließ, weil sie dazu nicht bereit und die Grünen dazu nicht in der Lage waren. Hinze, aber das ist doch schon ein eigenartiges Demokratieverständnis, was Sie zeigen. Wenn Wahlen nicht passen, muss ein Landtag wieder aufgelöst werden, weil der Wähler falsch gewählt hat. Wenn es keine demokratische Mehrheit gibt. In der Verfassung ist klar, dass die Mehrheit eines Parlaments den Kanzler wählt oder Ministerpräsident. Für Sie ist klar, die stärkste Partei stellt. Die PDS wird mal eben zum Verfassungsverfahren. Verfassungsfrage nicht geklärt ist, ob ohne die PDS Stimme erhöht, der Ministerpräsident wird. Deswegen haben die sieben Mann ja mitgestimmt. Halten Sie sich doch an das Grundgesetz, auch wenn Ihnen die Mehrheit nicht passen oder wie die Leute sich entschieden haben. Ja, natürlich sagen wir das. Halten Sie sich an die demokratischen Rechte des Grundgesetzes und werden Sie endlich mal zu akzeptieren, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Da wird man sich auseinandersetzen darüber. Gleichwohl bleibt natürlich die Frage, weshalb es den Parteien, denen es eigentlich am ehesten möglich sein müsste, und das ist Ihre Partei, Frau Rühle, und das ist Ihre Partei, Herr Dressler, nicht gelingt, stärker in diese Wählerschaft einzudringen und Ihre Partei, Herr Gierke, in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen Zuwächse von mehr als 5 Prozentpunkten erreicht. Also wenn Sie den Start der Sozialdemokratie im Osten Deutschlands sich vergegenwärtigen, von null, faktisch gesehen aus der verdeckten Tätigkeit heraus, eine so wichtige Parteiorganisation aufzubauen, dann ist das keine Kleinigkeit. Das ist sehr, sehr schwer. Die CDU konnte auf alte Blockparteien zurückgreifen. Sie hat sich das ja einverleibt. Die FDP ebenso. Wir mussten faktisch von Anfang an neu beginnen. Und das ist in einem Land, was 40 Jahre dieser Art hinter sich hatte, keine Kleinigkeit. Ich habe festgestellt bei meinen ganzen Aufenthalten dort, die Arbeitnehmerschaft im Osten Deutschlands hatte zunächst mal von Parteien die Schnauze voll und nicht das Bedürfnis, jetzt zunächst mal wieder in eine neue Partei zu gehen. Und wir haben dort einen ganz langen Atem nötig, um eine schlagkräftige Parteiorganisation aufzubauen. Wenn man sich die Männer und Frauen anschaut, die dort jetzt Demokratie machen, in den Kommunalparlamenten, in den Kreistagen, in den Ländern, und auch die, die im Bund tätig sind, dann finde ich, ist das für diese Männer und Frauen schon eine erstaunliche Leistung, die sie dahingelegt haben. Wir haben hier gut reden im Westen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da ist eine florierende Parteiorganisation. Da läuft das alles seit 40 Jahren, da hat man mal hier oder da ein wenig Kritik. Aber so aus dem Stand heraus etwas zu schaffen, was den westlichen Strukturen ähnlich ist, das durfte man nicht erwarten, konnte man nicht erwarten. Und wir tun uns dort nach wie vor sehr, sehr schwer. Aber wir werden das sukzessive weitermachen. Das ist unser Auftrag, das tun wir auch. Ihr Parteifreund Vollmer hat mal gesagt, die PDS, das seien die Fressfeinde der Grünen. Wir sind in einer harten Konkurrenz, das ist klar. Aber wir haben natürlich zwei Probleme in Ostdeutschland. Wir haben ähnliche Strukturschwächen, also noch viel größere natürlich wie die SPD. Fast jedes zweite Mitglied von uns ist Mandatsträger dort, also Kommunalebene. Was natürlich heißt, dass wir nur sehr wenig, eine sehr dünne Personaldecke haben, nur sehr wenige Leute haben und die machen eine sehr intensive Arbeit. Die haben jetzt im Wahlkampf mit 300, teilweise 500 Mitgliedern flächendeckend Wahlkampf machen müssen. Das strengt natürlich an, sowas lässt sich kaum, wenn Sie sich allein überlegen, plakatieren in ländlichen Kreisen, ungeheuer anstrengend. Wir haben wenig großstädtische Bereiche in Ostdeutschland, das heißt auch einen ganz anderen Zuschnitt in den Wählerinnen. Sie wissen ja, die Grünen sind vor allem dort stark geworden im Westen, wo es die urbanen Zentren gibt und die Unistädte. Das gibt es in Ostdeutschland in der Ausprägung nicht. Das heißt, wir haben schwierige Bedingungen, wir müssen dort arbeiten unter größeren Problemen als im Westen. Und dann, da würde ich Herrn Dressler recht geben, die Grünen im Westen haben sich damals aufgebaut in der Zeit der sozialen Bewegungen, als Politik im Aufschwung war, als es ein Thema war, als die Menschen zu bestimmten Themen auch auf die Straße strömten und auch bereit waren, sich politisch zu engagieren. In Ostdeutschland gibt es eine ganz starke Resignation. Diese Leute fühlen sich von der deutschen Einheit nicht richtig angenommen und wahrgenommen in ihrer Art. Sie fühlen sich immer wieder ausgegrenzt. Und in der Situation dann zu werben für Parteien und für parteipolitische Betätigung ist sehr, sehr schwierig. Ich würde dieses Thema gerne mit einer Frage an Herrn Gierke abschließen. Wer sind denn nun Ihre Wähler? Ich glaube, dass es falsch ist zu meinen, dass die Ostdeutschen noch immer in der Phase der Resignation sind, sondern es gibt in Ostdeutschland ein neues Selbstbewusstsein, was auch artikuliert wird. Und zu diesem neuen Selbstbewusstsein gehört auch, dass man sich leistet, PDS zu wählen.
Wir haben in einem ganz erstaunlichen Maße junge Wähler dazu gewonnen. Das ist ganz positiv, was auch eine künftige Entwicklung der PDS angeht. Es ist einfach Unsinn zu sagen, wir hätten im Osten nur die alten SED-Wähler. Das ist eine ganz andere Altersstruktur und sind ganz andere Leute. Es sind auch viele Leute, die ausgezeichnet mit der Einheit zurechtkommen und den damit verbundenen Problemen ihren Platz gefunden haben. Aber nach wie vor für eine Veränderung der Gesellschaft sind und das auch in Wahlen ausdrücken. Das ist eine Mischung zwischen konkreter Interessenvertretung, die wir machen, politischer Vision, die die Menschen haben, und neuen Selbstbewusstsein. Und Ausdruck ihres Selbstbewusstseins ist zum Teil die PDS. So, und ich glaube, man muss sich daran gewöhnen. Unser Problem ist ja umgekehrt, wie wir uns im Westen verankern. Da stoßen wir auf ähnliche Probleme. Wir haben offensichtlich im Westen ein Ergebnis um 1% erreicht. DKP war ja nicht auf 1%, auf 1%, die waren ja immer bei 0,3 im Wesentlichen. Ein paar Maoisten werden noch dabei sein. Wir haben im Westen 1% erreicht, das ist schon mal eine ganz ausgezeichnete Startposition. In den nächsten 4 Jahren geht es vor allen Dingen darum, die PDS im Westen aufzubauen. Können wir uns jetzt mal einer anderen, kleineren Partei zuwenden? Herr Richter, es sieht ja so aus, als sei ein großer Teil Ihrer Wählerschaft, diesmal nur zur FDP gekommen, vornehmlich, um die Koalition zu sichern. Untersuchungen weisen das aus. In den Ländern ist die FDP fast nicht mehr vorhanden. Also die Motive der Wähler sind ja vielschichtig. Und ich glaube, es ist kein schlechtes Motiv, wenn man eine bestimmte Konstellation will anstelle einer Alleinherrschaft einer Partei. Und natürlich war unsere Koalitionsaussage bewusst so angelegt, den Wählern auch zu zeigen, in welche Richtung die Reise geht, wenn der Wähler uns seine Stimme gibt. Wir haben in der Tat ein Problem in Ostdeutschland vor allen Dingen, aber auf der Länderebene insgesamt, glaube ich. Und ich denke, Saarland zum Beispiel auch. Ja, ich sage ja, auf der Länderebene insgesamt. Das ist interessant übrigens, weil das auseinanderfällt, wenn ich das Beispiel Thüringen nehme mit den Kommunalwahlergebnissen. Wir sind da im kommunalen Bereich sehr viel stärker verankert. In Thüringen haben wir, glaube ich, mehr Bürgermeister, als die SPD das hat. Stimmt. Der Punkt ist eben, auf der Landesebene haben wir offensichtlich ein Problem. Und wir müssen uns, und ich denke, das wird morgen beginnen, wir müssen uns hinsetzen und zusammenfinden, wie wir auf der Landesebene der FDP ein stärkeres Profil geben können, damit das so nicht weitergeht, denn so darf es nicht weitergehen. Könnte die FDP als Bundespartei überleben? Ich glaube, auf die Dauer nicht. Wir hatten immer mal so Auf- und Abphasen. Sie werden sich erinnern, dass die FDP... Aber so tief ab war es noch nicht. Oh doch, das gab es alles schon. Nur auf die Dauer kann das nicht sein. Ich glaube, es gehört dazu, dass man nicht nur in der Kommune, sondern auch in der Landespolitik verankert bleibt. Daran müssen wir arbeiten. Wir haben da ein Defizit und wir werden es ausräumen. Das berühmte Profil der FDP, wird sich das daran ausdrücken, dass es nun vielleicht auch zu etwas größeren Auseinandersetzung in der Koalition kommt? Stichworte Innenpolitik, Rechtspolitik. Also die Themen haben wir ja in der vergangenen Wahlperiode auch gehabt. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den kommenden 10 Minuten Informationen zu den Wahlergebnissen dieses Tages. Die Bonner Regierungskoalition hat es wieder geschafft. Die Mehrheit ist knapp, aber es reicht trotz deutlicher Verluste. Die SPD und Bündnis 90 Die Grünen konnten Gewinne verbuchen, aber es reichte dann am Ende doch nicht ganz zum angestrebten Wechsel. Uli Deppendorf, erst einmal dazu die letzten Ergebnisse. Ja, Sabine Christiansen, meine Damen und Herren, die neueste Hochrechnung von Infas. Nach dieser kommt die Union auf 41,6, die Sozialdemokratische Partei auf 36,9, die Freien Demokraten auf 6,7, Bündnis 90 Grüne auf 6,9, die PDS auf 4,2%, die anderen auf 3,6. In Gewinn und Verlusten ausgedrückt heißt das, die Union verliert minus 2,2%, die SPD 3,4% Zugewinn, die Freien Demokraten minus 4,3% Zugewinn. Und dies hauptsächlich in den neuen Bundesländern. Bündnis 90 Grüne plus 1,9, PDS plus 1,8% und die anderen minus 0,7. So, und jetzt ein Blick auf die Mandatsverteilung im 13. Deutschen Bundestag. Die Union kommt jetzt auf 283 Mandate, verliert 36. Die Sozialdemokraten auf 251, gewinnen 12 hinzu. Bündnis 90 Grüne auf 47 Sitze, gewinnen 39 hinzu. Und die PDS und die FDP 46, 33 haben wir gezeigt, und die PDS 29 Sitze, sie gewinnt 12 hinzu. Wenn wir jetzt zusammenzählen, Sabine Christiansen, sieht das ziemlich eng aus, nämlich 329
zu 328, also ein Sitz mehr für die Regierungskoalition. Allerdings, man muss dazu sagen, es wird Überhangmandate geben und die werden wohl zugunsten der CDU entfallen. Die Wahlbeteiligung, den Tag über so hoch gepriesen, sah dann am Ende ja doch enttäuschender aus. Ja, die Wahlbeteiligung so hoch gepriesen, das waren halt wohl Stichproben aus einzelnen Wahllokalen, aber insgesamt ist sie enttäuschend. Die neueste Zahl: bei der Bundestagswahl sind es 76% gegenüber 77,8% bei der letzten Bundestagswahl. Die 76%, wir bleiben dabei, es ist Fakt, das ist die schlechteste Wahlbeteiligung aller Bundestagswahlen. Die FDP hat es nun entgegen allen Unkenrufen und schlechten Ergebnissen auf Länderebene wieder geschafft. Über Leihstimmen von Unionswählern oder wie kam es? Also sie hat sicherlich, die Zweitstimmenkampagne hat Erfolg gehabt von den Freien Demokraten, allerdings nur im Westen, nicht im Osten. Aber die Freien Demokraten haben auch deutlich verloren. Das zeigt eine Wählerwanderung. Insgesamt haben die Freien Demokraten 1,8 Millionen Stimmen verloren, 550.000 Stimmen davon an die SPD, an die Union 543.000 Stimmen und an Bündnis 90 119.000 Stimmen. Sie haben noch auch an andere Gruppierungen verloren, aber das ist der Verluststrom der FDP, der wurde dann aufgefangen durch eine Zweitstimmenkampagne, aber eben hauptsächlich in den alten Bundesländern. Uli, vielen Dank erst einmal. Mehr Analysen nachher um 23.15 Uhr. Einer strahlte heute Abend ganz besonders, FDP-Chef Klaus Kinkel. Nach 7 zum Teil katastrophalen Wahlschlappen in Folge ist die existenzbedrohende Talfahrt der Liberalen zumindest im Bund erst einmal gestoppt. Um es mit CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble zu sagen, ein knapper Sieg ist besser als eine knappe Niederlage. Reaktionen in Bonn an diesem Abend der Matadore Helmut Kohl und Rudolf Scharping. Wir haben Stimmen verloren, aber es ist natürlich ein Ergebnis, mit dem ich sehr gut leben kann. Denn Sie müssen ja wissen, wie diese 4 Jahre war. Das haben Sie alles ja miterlebt. Sie wissen, welche Prognosen uns noch im Juni gestellt wurden. Wir sind eindeutig stärkste Partei. Und wir werden die Koalition fortsetzen. Das wird knapp. Aber wissen Sie, ich habe auch mit knappen Mandatszahlen früher schon einmal in einem Land regieren müssen. Das hat zwei Seiten. Mir wäre es natürlich lieber, wir hätten mehr Stimmen. Aber ein knappes Ergebnis hat einen Vorteil, es disziplliert mehr. Und die Ausflüge ins eigene Ego werden geringer sein. Damit die SPD geht aus dieser Wahl gestärkt hervor, sowohl im Deutschen Bundestag wie auch im Bundesrat. Und das ist auch das Verdienst der vielen, die in Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen, im Saarland dafür gestritten haben. Wir haben jetzt eine denkbar knappe Bestätigung der Koalition nach den Hochrechnungen. Aber beide Koalitionspartner haben kräftig verloren. Und die SPD hat kräftig gewonnen. Ich bin mit dem Tag zufrieden, selbst wenn das Hauptziel eindeutig nicht erreicht ist, warten wir es ab, wie es am Ende des Tages aussieht. Noch einmal zurück in unser Wahlstudio, Marion von Haaren. Es gab ja nur noch Landtagswahlen in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen auch noch, aber die Stimmen werden erst zu allerletzt ausgezählt. Also die Länder. Da hat die FDP nur wieder kräftige Verluste einstecken müssen. Die Liberalen sind in keinem der Länder reingekommen. Wie sieht es denn im Einzelnen in den Parlamenten jetzt aus? Ja, liebe Frau Christiansen, liebe Zuschauer, man muss vielleicht erstmal eine kleine Korrektur anbringen. Wir haben bei den letzten Hochrechnungen nämlich gemeldet aus Saarbrücken, dass die Grünen es dort nicht geschafft haben. Das müssen wir nun korrigieren. Wir sehen uns mal die Hochrechnung an für Saarbrücken bzw. für Saarland. Danach sieht es wie folgt aus. Die SPD kommt auf 49,9% der Stimmen. Die CDU gewinnt kräftig hinzu, liegt jetzt bei 38,3%. Die FDP fällt raus, nur noch 1,9%. Bündnis 90 Grüne haben es demnach jetzt doch geschafft. Sie schaffen den Sprung in den Landtag mit 5,4%. Die Republikaner kommen auf 1,4% und die übrigen Parteien auf 3,0. Und nun sehen wir uns mal an, wie danach die Sitzverteilung im Landtag in Saarbrücken aussehen wird. Insgesamt sind 51 Sitze zu verteilen. Die SPD verliert 3, kommt jetzt auf 27. Die CDU gewinnt 3 hinzu, kommt auf 21. Und Bündnis 90 Grüne zum ersten Mal drin, 3 Sitze. Die FDP fällt raus, minus 3 Sitze. So, und nun gehen wir direkt weiter, nämlich nach Erfurt. Auch dort ist es recht spannend. Wir sehen uns die neueste Hochrechnung mal an. Thüringen hat so gewählt, die CDU kommt auf 42,8%, die SPD auf 29,5%,
Die FDP fällt raus, 3,2%. Bündnis 90 Grüne schaffen es nicht, 4,6%. Die PDS dagegen kommt auf 16,6% und die übrigen Parteien auf 3,3%. Und nun werfen wir einen spannenden Blick in den Landtag von Erfurt. 88 Sitze sind zu verteilen. Danach bekommt die CDU 42 Sitze, die SPD 29 und die PDS 17. Man kann daraus ersehen, dass es sehr spannend wird, wie es mit den Koalitionsverhandlungen in Thüringen bzw. in Erfurt weitergehen wird. Die gleiche spannende Frage stellt sich auch in Schwerin. Wir blicken jetzt auf die dritte Hochrechnung für Mecklenburg-Vorpommern. Dort sieht das vorläufige Ergebnis so aus. Die CDU kommt auf 38,4%. Die SPD auf 28,9% gewinnt auch hinzu. Die FDP fällt als Regierungspartei in Zukunft weg. Sie kommt nur noch auf 3,8%. Bündnis 90 Grüne schaffen es nicht. Sie bleiben draußen, 3,5%. Die PDS dagegen hat enorm aufgeschlossen auf 22,6% und die übrigen Parteien 2,8%. Und nun noch ein letzter vorläufiger Blick in den Landtag von Schwerin. Und auch hier wird es wieder spannend. Die CDU bekommt 30 Sitze, die SPD 23 und die PDS 18. Man kann also sehen, die FDP fällt raus. SPD und PDS hätten eine Mehrheit, wenn der Fraktionsvorsitzende bzw. Spitzenkandidat Ringsdorf tatsächlich mit der PDS zusammengeht. Soweit die vorläufigen Ergebnisse. Schönen Dank erst einmal und bis später. Was nun, das dürfte die meistgestellte Frage an diesem Abend in Schwerin gewesen sein. Die alte Koalition hat es eben nicht geschafft und weder der stärksten Partei der CDU noch der SPD stehen nun ihre Lieblingskoalitionäre zur Verfügung. FDP und Grüne haben wir eben gesehen nicht drin, da bleibt die große Koalition oder man müsste mit der PDS zusammenarbeiten. Hanni Hüsch und Jochen Grebert aus Schwerin. Zugewinne für die Union. Dezenter Jubel mit Abstand stärkste Fraktion im Schweriner Landtag und dennoch muss Ministerpräsident Bernd Seite um sein Amt fürchten. Alles deutet darauf hin, dass die CDU ihren Koalitionspartner und damit ihre Mehrheit verlieren wird. Die Liberalen liegen unter 5%, Klassenziel verfehlt, MP Seite steuert in Richtung Große Koalition. Zwischen uns und den Sozialdemokraten liegen 10 Prozentpunkte. Das ist nicht umsonst so. Das zeigt also ganz deutlich den Führungsanspruch, den uns die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zubilligen durch das Wahlergebnis. Unter Zugzwang gerät jetzt die SPD, deutlich abgeschlagen hinter den Christdemokraten. Ministerpräsident kann deren Spitzenmann Harald Ringsdorf nur mit den Stimmen der PDS werden, denn sein rot-grüner Traum ist geplatzt. Die Bündnisgrünen sind wieder nicht im Landtag vertreten. Schweriner Verhältnisse eine ganz neue Konstellation. Anders als in Magdeburg wären die Sozialdemokraten auf die aktive Unterstützung der PDS angewiesen. Ringsdorf muss sich entscheiden. Große Koalition als Juniorpartner der CDU oder ein Bündnis mit der PDS. Mit ihren deutlich über 20% wird die SED-Nachfolgepartei Bedingungen stellen. Es bleibt spannend in Schwerin. Ja, und mehr nachher. Aus den anderen Ländern erfahren Sie in unserer zweiten und ausführlichen Ausgabe der Tagesthemen, die dann um 23.15 Uhr startet. Dann natürlich auch noch einmal das Neueste aus Bonn und jetzt noch ein kurzer Blick aufs Wetter und dann zum zweitspannendsten Ereignis des Abends, ein Tatort. Bis später. Morgen, besonders im Alpenvorland, aber auch im Osten zum Teil noch starke Bewölkung. Es bleibt aber weitgehend trocken. Überwiegend gutes Wetter mit viel Sonne dagegen im übrigen Deutschland. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf +3 bis -2 Grad, im Süden nicht ganz so tief, hier nur auf 8 bis 3 Grad. Die Tageswerte liegen bei 6 bis 11, im Südwesten bei 13 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise auch frisch aus nördlichen Richtungen. Das Wetter am Dienstag heiter bis wolkig und trocken, am Mittwoch wieder mehr Wolken und nachfolgend Regen. Der Donnerstag wird unbeständig, aber wieder milder. Mittelalter und jetzt eben die größte Stadt Nordrhein-Westfalens. In Köln, Manfred Kempe. Ja, in der Tat, es leben ja hier 1 Million Menschen und etwas über 600.000 waren heute hier in Köln wahlberechtigt. Ich will zunächst mal die letzten Zahlen nennen, die wir seit 2 Minuten hier in der Hand haben. Von 802 Stimmbezirken in der Domstadt sind in diesem Augenblick 578 ausgezählt. Dabei die SPD auf Position 1 mit 43,1%, ein Plus von 0,7%. Die CDU 34%, ein Plus von 3,4%.
Die Grünen schließlich 15,7%, also einem deutlichen Plus von 4,3% hier in Köln. Die FDP 3,4%, minus 3,3%, also nicht mehr im Kölner Rat vertreten. Von den Reps keine Spur, wenn man die 0,7 hier aus den Nachrichten entnimmt. Wir erwarten in diesem Augenblick eine Interviewmöglichkeit mit Norbert Burger, Kölns Oberbürgermeister, aber der ist gerade hinter unserer zweiten Kamera, sehe ich ihn. Herr Oberbürgermeister, guten Abend. Guten Abend. Haben Sie einen Kommentar für unsere Zuschauer hier im Kölner Fenster? Kommentar zu was? Zum Ergebnis der Wahl, Bundestag oder ja, eurer Stadt? Beides mal. Wir haben ja, also, die einzige Möglichkeit war ja heute beides zu wählen. Das und das wahr. Ist durchgeschlagen. Das 80% der Kölner haben also gewählt. Was das Abschneiden der Sozialdemokratischen Partei auf Bundesebene angeht, so bin ich natürlich nicht ganz zufrieden. Ich hätte mir sehr wohl gewünscht, eine andere Mehrheit als die jetzige, aber die jetzige ist so knapp, 1-2 Stimmen, dass, wenn ich mal Prophet sein darf, ich sagen würde, diese dann gebindelte Regierung Kohl-Kinkel wird keine 4 Jahre andauern. Ja, sie wird zu regieren haben gegen einen sehr, sehr stark anders beherrschten Bundesrat. Und von daher wird es sehr, sehr schwer werden und deshalb auch meine Prophetie, wie ich sie eben gesagt habe. Mhm. Was die Kommunalwahlen angeht, so haben wir uns, die Sozialdemokraten, glaube ich, gut geschlagen. Das hervorstechende und wirklich positive Ereignis ist, dass die Rechtsextremen, die in der letzten Stadtratswahl 7,6% in Köln bekommen haben, keine Rolle mehr spielen. Sie sind insgesamt bei etwa 2 oder 2,5% gelandet. Da gibt es keinen Widerspruch und ich gebe jetzt zunächst mal zurück ins Studio nach Düsseldorf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nach Köln und ich frage Ilona Wuschig, haben wir weitere Kommunalwahlergebnisse? Wir haben die Kommunalwahlergebnisse, kommen überhaupt viel schneller. Wir haben Hamm. Da hat die SPD, man erinnert sich, Sabine Zech, immerhin nur, muss man sagen, 2 Punkte verloren, mit 43,1% stärkste Partei vor der CDU, mit Gewinnen allerdings von 5% bei 40%. Das ist doch aber stattlich, nicht? Ein Gewinn von 5%. Das ist wohl der Skandal um Frau Zech. Dann haben wir noch Herne. In Herne hat die SPD, die irre gut war, 57,8% bei 43,1. Die CDU ist 3,5% runtergerutscht, das wird sie nicht erfreuen. Sie hatte sich da mehr erhofft, 34%. Die Bündnisgrünen liegen bei 15,7% plus 4%. Das ist, wenn ich das recht sehe, bis jetzt das stärkste Ergebnis, was wir hatten. Münster lässt da noch mehr vermuten. Die FDP ist rapide runtergegangen, verliert fast die Hälfte der Stimmen, die sie hatte, auch raus. Die Republikaner verlieren ganz, ganz viele Stimmen, sind also so raus, dass sie schon kaum noch stattfinden. Und wir, das sind wir, Bürger für Köln, wo der Soziologe Scheuch mal hin wollte, dann wohl doch nicht hingegangen ist. Die gewinnen noch ein bisschen, sind aber auch nicht drin. Das ist Köln. Und wir wollen jetzt wieder in die 6 Regionalprogramme gehen. Wir schalten für die nächsten 30 Minuten uns auseinander, um Ihnen zu sagen, wie es in Ihrer unmittelbaren Umgebung heute aussieht. Ja, meine Damen und Herren, Wahlen sind immer spannend, aber sie sind es diesmal natürlich ganz besonders, weil es bei der Auszählung Schwierigkeiten gibt. Sie haben das ja schon gemerkt. Ich gehe aber zunächst noch mal in das Rathaus nach Aachen zu Bettina Staubitz. Bettina Staubitz hat dort Gäste. Bitte übernehmen Sie. Und es ist auch gar nicht so schwierig, alles auszuzählen. Wir haben immerhin schon 165 von 186 Stimmbezirken. Und danach sieht es so aus, dass die CDU 44,7% hat, SPD 37,7%, Grüne 11,6% und FDP ist raus mit 3,3%. Das heißt, die rot-grüne Koalition ist bestätigt. Oder kann man schon gratulieren, Herr Oberbürgermeister Jung-Linden, oder ist es noch zu vage? Das Endergebnis steht natürlich noch nicht fest, aber ich denke, der Trend stabilisiert sich. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön all denen sagen können, die in den letzten Wochen nicht nur an uns geglaubt haben, sondern die mit uns für die Stabilisierung eines rot-grünen Bündnisses in Aachen gekämpft haben. Es ist gelungen, trotz schwieriger Fahrwasser, und darüber freue ich mich unheimlich. Wir
Freude. Wie erklären Sie sich, dass Ihr Gegenkandidat, Herr Daldrup, so gut abgeschnitten hat? Hier in Aachen gab es insgesamt zwei Lager. Das Lager der Mehrheit, der Sozialdemokraten und der Grünen. Und auf der anderen Seite das Lager der Christdemokraten und Freidemokraten. Die Freidemokraten haben erheblich verloren. Die Gewinne der Christdemokraten entsprechen in etwa den Verlusten der Freidemokraten, sodass die Lager in etwa stabil geblieben sind. Aber Sie hätten ja auch noch mehr gewinnen können. Glauben Sie nicht, dass Sie auch Fehler gemacht haben in der Verkehrspolitik oder zum Beispiel bei falschen Versprechungen Richterich Horbach, wir bauen kein Gewerbegebiet und jetzt kommt eins? Das einzige Thema in diesem Wahlkampf war tatsächlich aus meiner Sicht die Verkehrspolitik. Und da hat der Bürger entweder für oder gegen entschieden. Ich glaube, dass wir in den letzten 5 Jahren in der ökologischen verkehrlichen Erneuerung, die wir betrieben haben, manchmal ein zu hohes Tempo angegangen sind, sodass vielleicht der ein oder andere Bürger das nicht verstanden hat. Das ist eine Lehre, die wir für die nächsten 5 Jahre ziehen. Wir sind bestätigt worden, auch in der Verkehrspolitik in die angeschlagene Richtung weiterzugehen. Das werden wir tun, allerdings auch auf die Akzeptanz des großen Teils der Bürgerschaft setzen. Dann nehmen Sie mir meine nächste Frage schon vorweg. Was werden Sie in Zukunft weiter tun? Wie geht es weiter mit Rot-Grün in Aachen? Wir haben schon vor diesem Wahltag gesagt, wenn es eine Mehrheit zwischen Rot-Grün gibt, werden wir versuchen, die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und dieses Bündnis fortzusetzen. So wie das heute Abend aussieht, scheint das zu gelingen. Vielen Dank. Natürlich war das Ergebnis von Rot-Grün sehr gut, aber ich habe schon gesagt, dass auch das Ergebnis der CDU sehr gut war. Der Kandidat Ulrich Daldrup ist eigentlich von null gestartet. Er war in Aachen eigentlich, wenn man so sagt, ein unbeschriebenes Blatt. Herr Daldrup, herzlichen Glückwunsch. Das Ergebnis war ja ziemlich gut. Wie glauben Sie, dass Sie das geschafft haben? Es ist eines der besten Ergebnisse, das wir in Aachen überhaupt je erreicht haben. Wir sind knapp unter 45%, stärkste Partei. Wir haben unseren Bundestagskandidaten direkt nach Bonn geholt, mit großem Abstand vor der SPD-Herausforderin. Wir haben Wahlbezirke zurückgeholt, die wir verloren hatten an die SPD. Wir haben erstmals Direktmandate geholt, die immer in den letzten 40 Jahren in den Händen der SPD waren. Das Ergebnis mit fast 45% ist großartig. Ich fühle mich heute Abend als Sieger, aber leider doch besiegt. Es fehlt eben jetzt ein paar Prozentpunkte. Wir können die Koalition nicht machen. Unser Wunschkoalitionspartner FDP ist auf der Strecke geblieben. Leben Sie nicht aber auch ein bisschen vom Bundessog? Die Analyse kann ich jetzt heute Abend noch nicht machen.